Abschnitt 1 aus Legenden von Rübezahl, aus Volksmärchen der Deutschen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Legenden von Rübezahl, aus Volksmärchen der Deutschen, von Johann Karl August Musäus. Die erste. Auf den oft und matt besungenen Sudeten, der Schlesier Parnass hauset in friedlicher Eintracht neben dem Apoll und den neun Musen, der berufene Berggeist Rübezahl genannt, der das Riesengebirge Traun berühmter gemacht hat als die schlesischen Dichter allzumal. Dieser Fürst der Gnomen besitzt zwar auf der Oberfläche der Erde nur ein kleines Gebiet von wenigen Meilen im Umfang, mit einer Kette von Bergen umschlossen, und teilt dies Eigentum noch mit zwei mächtigen Monarchen, die sein Kondominium nicht einmal anerkennen. Aber wenige Klafter unter der urbaren Erdrinde hebt seine Alleinherrschaft an, die kein Partagetraktat zu schmälern vermag, und erstreckt sich auf 860 Meilen in die Tiefe bis zum Mittelpunkt der Erde. Zuweilen gefällt es dem unterirdischen Starosten, seine weitgedehnten Provinzen in dem Abgrunde zu durchkreuzen, die unerschöpflichen Schatzkammern edler Felle und Flöze zu beschauen, die Knappschaft der Gnomen zu mustern und in Arbeit zu setzen, teils um die Gewalt der Feuerströme im Eingeweide der Erde durch feste Dämme aufzuhalten, teils mineralische Dämpfe zu fahen, mit reichhaltigen Schwaden taubes Gestein zu beschwängern und es in edles Erz zu verwandeln. Zuweilen entschlägt er sich aller unterirdischen Regierungssorgen, erhebt sich zur Erholung auf die Grenzfeste seines Gebietes und hat sein Wesen auf dem Riesengebirge, treibt da Spiel und Spott mit den Menschenkindern, wie ein froher Übermütler, der um einmal zu lachen seine Nachbarn zu Tode kützelt. Denn Freund Rübezahl, sollt ihr wissen, ist geartet wie ein Kraftgenie, launisch, ungestüm, sonderbar, bengelhaft, roh, unbescheiden, stolz, eitel, wankelmütig, heute der wärmste Freund, morgen fremd und kalt. Zu Zeiten gutmütig, edel und empfindsam, aber mit sich selbst in stetem Widerspruch. Albern und weise, oft weich und hart in zween Augenblicken, wie ein Ei, das in siedend Wasser fällt. Schalkhaft und bieder, störrisch und beugsam. Nach der Stimmung, wie ihn Humor und innerer Drang beim ersten Anblick jedes Ding ergreifen lässt. Von Olims Zeiten her, ehe noch Jafets Nachkömmlinge so weit nordwärts gedrungen waren, dass sie diese Gegenden wirtbar machten, tosete Rübezahl schon in dem wilden Gebirge, hetzte Bären und Auerochsen aneinander, dass sie zusammenkämpften, oder scheuchte mit grausendem Getöse das scheue Wild vor sich her und stürzt es von den steilen Felsenklippen hinab ins tiefe Tal. Dieser jagten müde zog er wieder seine Erichstraße durch die Regionen der Unterwelt und weilte da Jahrhunderte, bis ihm von Neuem die Lust anwandelte, sich an die Sonne zu legen und des Anblicks der äußeren Schöpfung zu genießen. Wie nahm's ihm Wunder, als er einst bei seiner Rückkehr von dem beschneiten Gipfel des Riesengebirges umherschauend die Gegend ganz verändert fand. Die düstern, undurchdringlichen Wälder waren ausgehauen und in fruchtbares Ackerfeld verwandelt, wo reiche Ernten reiften. Zwischen den Pflanzungen blühender Obstbäume ragten die Strohdächer geselliger Dörfer hervor, aus deren Schlot friedlicher Hausrauch in die Luft wirbelte. Hier und da stund eine einsame Warte auf dem Abhang eines Berges zu Schutz und Schirm des Landes. In den blumenreichen Auen weideten Schafe und Hornvieh, und aus den lichten Hainen tönten melodische Schalmeien. Die Neuheit der Sache und die Annehmlichkeit des ersten Anblicks ergötzten den verwunderten Territorialherren so sehr, dass er über die eigenmächtigen Pflanzer, die ohne seine Vergünstigung hier wirtschafteten, nicht unwillig ward, noch in ihrem Tun und Wesen sie zu stören begehrte, sondern sie so ruhig im Besitz ihres angemaßten Eigentums ließ, wie ein gutmütiger Hausvater der geselligen Schwalbe oder selbst dem überlästigen Spatz unter seinem Obdachaufenthalt gestattet. Sogar war der Sinnes, mit dem Menschen dieser Zwittergattung von Geist und Tier Bekanntschaft zu machen, ihre Art und Natur zu erforschen und mit ihnen Umgang zu pflegen.
Er nahm die Gestalt eines rüstigen Ackerknechtes an und verdung sich bei dem ersten besten Landwirt in Arbeit. Alles, was er unternahm, gedieh wohl unter seiner Hand. Und Rips, der Ackerknecht, war für den besten Arbeiter im Dorfe bekannt. Aber sein Brotherr war ein Prasser und Schlemmer, der den Erwerb des treuen Knechtes verschwendete und ihm seine Mühe und Arbeit wenig Dank wusste. Darum schied er von ihm und kam zu dessen Nachbar, der ihm seine Schafherde untergab. Er wartete dieser fleißig, trieb sie in Einöden und auf steile Berge, wo gesunde Kräuter wuchsen. Die Herde gedieh gleichfalls unter seiner Hand und mehrte sich. Kein Schaf stürzte vom Felsen herab das Genick und keins zerriss der Wolf. Aber sein Brotherr war ein karger Filz, der seinem treuen Knecht nicht lohnte, wie er sollte, denn er stahl den besten Witter aus der Herde und kürzte dafür des Hirten Lohn. Darum entlief er dem Geizhals und diente dem Richter als Herrenknecht, ward die Geißel der Diebe und frönte der Justiz mit strengem Eifer. Aber der Richter war ein ungerechter Mann, beugte das Recht, richtete nach Gunst und spottete der Gesetze. Weil Rips nun nicht das Werkzeug der Ungerechtigkeit sein wollte, sagte er dem Richter den Dienst auf und ward in den Kerker geworfen, aus welchem er doch auf dem gewöhnlichen Wege der Geister durchs Schlüsselloch leicht einen Ausgang fand. Dieser erste Versuch, das Studium der Menschenkunde zu treiben, konnte ihn unmöglich zur Menschenliebe erwärmen. Er kehrte mit Verdruss auf seine Felsenzinne zurück, überschaute von da die lachenden Gefilde, welche die menschliche Industrie verschönert hatte, und wunderte sich, dass die Mutter Natur ihre Spenden an solche Bastardbrut verlieh. Dem ungeachtet wagt er noch eine Ausflucht ins Land fürs Studium der Menschheit, schlich unsichtbar herab ins Tal und lauscht in Busch und Hecken. Da stund vor ihm die Gestalt eines reizvollen Mädchens, lieblich anzuschauen, wie die medizeische Venus, und auch ohne Altraperie, denn sie stieg eben ins Bad. Rings um sie hatten sich ihre Gespielinnen ins Gras gelagert, an einem Wasserfall, der seine Silberflut in ein kunstloses Becken goss, scherzten und koseten mit ihrer Gebieterin in unschuldsvoller Fröhlichkeit. Dieser lüsterne Anblick wirkte so wundersam auf den lauschenden Berggeist, dass er schier seiner geistigen Natur und Eigenschaft vergaß, sich das Los der Sterblichkeit wünschte und mit eben der Begierde, die ehedem seine Konsorten in der ersten Welt nach den Töchtern der Menschen sahe. Aber die Organe der Geister sind so fein, dass sie keinen festen und bleibenden Eindruck annehmen. Der Gnome fand, dass es ihm an Körper gebrach, das Bild der badenden Schönen durch die verfinsterte Kammer des Auges aufzufassen und in seiner Imagination zu fixieren. Deshalb verwandelte er sich in einen schwarzen Kohlgraben und schwang sich auf einen hohen Eschenbaum, der das Bad überschattete, des anmutsvollen Schauspiels zu genießen. Doch dieser Fund war nicht zum Besten ausgedacht. Er sah alles mit Rabenaugen und empfand als Rabe. Ein Nest Waldmäuse hatte jetzt für ihn mehr Anziehendes als die badende Nymphe. Denn die Seele wirkt in ihrem Denken und Wollen nie anders als in Gemäßheit des Körpers, der sie umgibt. Diese psychologische Bemerkung war nicht so bald gemacht, als der Fehler auch verbessert war. Der Rabe flog ins Gebüsche und gestaltete sich in einen blühenden Jüngling um. Das war der rechte Weg, ein Mädchenideal in seiner ganzen Vollkommenheit zu umfassen. Es erwachten Gefühle in seiner Brust, davon er seit seiner Existenz noch nichts geahndet hatte. Alle Ideen bekamen einen neuen Schwung. Er empfand eine gewisse Unruhe, sein Verlangen rang und strebte nach einem etwas außer sich, dafür er keinen Namen hatte. Ein unwiderstehlicher Trieb zog ihn mechanisch wie ein Flaschenzug nach dem Wasserfalle hin, und doch fand er in sich eine ebenso mächtige Gegenwirkung, einen gewissen Scheu der Medizierin im Bade, sich in der Verkörperung zu nahen oder durchs Gesträuche hervorzubrechen, durch welches sein Auge gleichwohl eine verstohlene Aussicht auszuspähen strebte. Die schöne Nymphe war die Tochter des schlesischen Pharao, der in der Gegend des Riesengebirges damals herrschte. Sie pflegte oft mit den Jungfrauen ihres Hofes in den Hainen und Büschen des Gebirges zu Lustwandeln, Blumen und Wohlgeruch duftender Kräuter zu sammeln oder für die Tafel ihres Vaters in jenem frugalen Zeitalter ein Körbchen Waldkirschen oder Erdbeeren zu pflücken, und wenn der Tag heiß war,
sich bei der Felsenquelle am Wasserfalle zu erfrischen und darin zu baden. Von jeher scheinen die Bäder der Tummelplatz verliebter Abenteuer gewesen zu sein, und in diesem Rufe stehen sie noch bis auf den heutigen Tag. Das Bad im Riesengebirge veranlasste wenigstens die heterogene Liebesintrige zwischen einem Gnomen und einem sterblichen Mädchen. Von diesem Augenblicke an bannte die Liebe durch ihren süßen Zauber den inokkultierten Berggeist an diesem Platz, den er nicht mehr verließ und täglich der Wiederkehr der reizenden Badegesellschaft mit Ungeduld entgegenharrte. Die Nymphe zögerte lange, doch in der Mittagsstunde eines schwülen Sommertages besuchte sie wieder mit ihrem Gefolge die kühlen Schatten am Wasserfalle. Ihre Verwunderung ging über alles, da sie den Ort ganz verändert fand. Die rohen Felsen waren mit Marmor und Alabaster bekleidet. Das Wasser stürzte nicht mehr in einem wilden Strom von der steilen Bergwand, sondern rauschte durch viele Abstufungen gebrochen mit sanftem Gemurmel in ein weites Marmorbecken herunter, aus dessen Mitte ein rascher Wasserstrahl emporstrebte und in einen dichten Platzregen verwandelt, den ein laues Lüftchen bald auf diese, bald auf jene Seite warf, in den Wasserbehälter zurückplätscherte. Maßliebe, Zeitlosen und das romantische Blümlein Vergissmeinnicht blühten an dessen Rande. Rosenhecken mit wildem Jasmin und Silberblüten vermengt, zogen sich in einiger Entfernung umher und bildeten das angenehmste Luststück. Rechts und links der Kaskade öffnete sich der doppelte Eingang einer prächtigen Grotte, deren Wände und Bogengewölbe mit mosaischer Bekleidung prangten. Von farbigen Erzstufen, Bergkristall und Frauenglas, alles funkelnd und flimmernd, dass der Abglanz davon das Auge blendete. In verschiedenen Nischen waren die niedlichsten Erfrischungen aufgetischt, deren Anblick zum Genusse einladete. Die Prinzessin stand lange in stummer Verwunderung da, wusste nicht, ob sie ihren Augen trauen, diesen bezaubernden Ort betreten oder fliehen sollte. Aber sie war Mutter Evas Tochter und konnte der Begierde nicht widerstehen, alles zu beschauen und von den herrlichen Früchten zu kosten, die für sie aufgetragen zu sein schienen. Nachdem sie nebst ihrem Gefolge in diesem kleinen Tempel sich sattsam erlustigt und alles fleißig durchgemustert hatte, lüstete ihr, in dem Bassin zu baden. Sie befahl den Dirnen, wach zu halten und umherzuschauen, damit kein frivoler Blick irgendeines Lauschers im Gebüsche ihre jungfräuliche Verschämtheit entweihen möchte. Kaum war die liebliche Nymphe über den glatten Rand des Marmorbeckens hinabgeschlüpft, so sank sie in eine endlose Tiefe, obgleich der betrügliche Silberkies, der aus dem seichten Grunde hervorschien, keine Gefahr vermuten ließ. Schneller, als die herzueilenden Jungfrauen das goldgelbe Haar der blonden Gebieterin erfassen konnten, hatte sie schon die gefräßige Flut verschlungen. Laut ließ die bange Schar der erschrockenen Mädchen Klageach und Weh erschallen, als ihr Fräulein vor ihren sichtlichen Augen dahinschwand. Sie rangen und wandten die schneeweißen Hände, fleheten die Najaden vergebens um Erbarmung an und liefen ängstlich am marmornen Gestade hin und wieder, indes das Springwasser recht geflissentlich sie mit einem Platzregen nach dem anderen übergoss. Doch wagt es keine der Entschwommenen nachzuspringen, außer Brünnhilde, ihre liebste Gespielin, die nicht säumte, in den bodenlosen Mahlstrom sich zu stürzen, gleiches Schicksal mit ihrem geliebten Fräulein erwartend. Aber sie schwamm als ein leichter Kork auf dem Wasser, und alles Bestrebens ungeachtet war sie nicht vermögend, unterzutauchen. Hier war kein anderer Rat, als dem Könige die traurige Begebenheit mit seiner Tochter zu hinterbringen. Wehklagend begegneten ihm die zagenden Dirnen, da er eben mit seinen Jägern zu Walde zog. Der König zerriss sein Kleid vor Betrübnis und Entsetzen, nahm die goldene Krone vom Haupte, verhüllte sein Angesicht mit dem Purpurmantel, weinte und stöhnte laut über den Verlust der schönen Emma. Nachdem er der Vaterliebe den ersten Tränenzoll entrichtet hatte, stärkt er seinen Mut und eilte, das Abenteuer am Wasserfalle selbst zu beschauen. Aber der angenehme Zauber war verschwunden. Die rohe Natur stand wieder da in ihrer vorigen Wildheit. Da war keine Grotte, kein Marmorbad, kein Rosengehege, keine Jasminlaube. Dem guten König ahnte zum Glück nichts von einer Entführung seiner Tochter durch irgendeinen irrenden Ritter, denn Entführungen waren damals noch nicht Sitte im Lande,
Also erpresst er von den Dirnen weder durch Drohungen noch Folter ein Geständnis von dem plötzlichen Verschwinden der Prinzessin, das glaubwürdiger gewesen wäre als die Wahrheit. Vielmehr nahm er ihren Bericht auf Treu und Glauben an und meinte, Thor oder Wodan oder sonst einer der Götter sei bei dieser wunderbaren Begebenheit mit im Spiele gewesen, setzte darauf die Jagdpartie fort und tröstete sich bald über seinen Verlust. Denn die Erdenkönige fühlen eigentlich keinen Kummer als den Verlust ihrer Krone. Unterdessen befand sich die liebreizende Emma in den Armen ihres geistigen Liebhabers nicht übel. Meister Schwimmart hatte sie durch das Gaukelspiel einer theatermäßigen Versenkung nur den Augen ihres Gefolges entzogen und führte sie durch einen unterirdischen Weg in einen prächtigen Palast, mit welchem die väterliche Residenz in keine Vergleichung kam. Als sich die Lebensgeister der Prinzessin wieder erholt hatten, befand sie sich auf einem gemächlichen Sofa, angetan mit einem Gewand von rosenfarbenem Satin und einem jungfräulichen Gürtel von himmelblauer Seide, der aus der Garderobe der Liebesgöttin entwendet zu sein schien. Ein junger Mann von anlockender Physiognomie lag zu ihren Füßen und tat ihr mit dem wärmsten Gefühl das Geständnis der Liebe, welches sie mit schamhaftem Erröten annahm. Der entzückte Gnome unterrichtete sie hierauf von seinem Stand und seiner Herkunft, von den unterirdischen Staaten, die er beherrschte, führte sie durch die Zimmer und Säle des Schlosses und zeigte ihr allen Pracht und Reichtum desselben. Ein herrlicher Lustgarten umgab das Schloss von drei Seiten, der mit seinen Blumenstücken und Rasenplätzen, auf deren grüner Fläche ein kühler Schatten schwamm, dem Fräulein vornehmlich zu behagen schien. Alle Obstbäume trugen purpurrote, mit Gold gesprengte oder zur Hälfte übergüldete Äpfel, dergleichen weder Hirschfels Gartenkunst noch sonst ein Gartengenie heutzutage der Natur abzulocken vermag. Das Gebüsch war mit Singvögeln angefüllt, die ihre hundertstimmigen Symphonien hervortönten. In den traulichen Bogengängen lustwandelte das empfindsame Paar, sah zu Zeiten in den Mond oder der Gnome parentierte einer am Busen seiner geliebten welkenden Blume. Sein Blick hing an ihren Lippen und sein Ohr trank gierig die sanften Töne aus ihrem melodischen Munde. Jedes Wort ging ihm glatt ein wie Honigseim. In einem äonenlangen Leben hatte er dergleichen selige Stunden noch nie genossen, als ihm jetzt die erste Liebe gab. Nicht gleiches Wonnegefühl empfand die reizende Emma in ihrem Busen. Ein gewisser Trübsinn hing über ihrer Stirn. Sanfte Schwermut und zärtliches Hinschmachten, welches der weiblichen Gestalt so viel Zauberreiz mitteilt, veroffenbarten allgenugsam, dass geheime Wünsche in ihrem Herzen verborgen lagen, die nicht völlig mit den seinigen sympathisierten. Er machte gar bald diese Entdeckung und bestrebte sich, durch tausend Liebkosungen diese Wolken zu zerstreuen und die Schöne aufzuheitern. Wiewohl vergebens. Der Mensch, dacht er bei sich selbst, ist ein geselliges Tier, wie die Biene und die Ameise. Der schönen Sterblichen gebricht's an Unterhaltung. Mann und Weib mag wohl in der Länge eine tote Gesellschaft sein. Wem soll sich Madame mitteilen, für wen ihren Putz ordnen, mit wem darüber zu Rate gehen und was soll ihre Eitelkeit nähren? Konnt's doch das erste Weib in Edens Gefilden nicht lange mit ihrem ernsthaften Konsorten aushalten, und wählte darum die Schlange zur Konfidente. Flugs ging er hinaus ins Feld, zog auf einem Acker ein Dutzend Rüben aus, legte sie in einen zierlich geflochtenen Deckelkorb und brachte diesen der schönen Emma, die melancholisch einsam in der beschatteten Laube eine Rose entblätterte. »Schönste der Erdentöchter«, redete sie der Gnome an, »verbanne allen Trübsinn aus deiner Seele und öffne dein Herz der geselligen Freude. Du sollst nicht mehr die einsam Trauernde in meiner Wohnung sein. In diesem Korb ist alles, was du bedarfst, diesen Aufenthalt dir angenehm zu machen. Nimm den kleinen, bunt geschälten Stab und gib durch die Berührung mit demselben den Erdgewächsen im Korbe die Gestalten, welche dir gefallen.« Hierauf verließ er die Prinzessin und sie weilte keinen Augenblick mit dem Zauberstabe laut Instruktion zu verfahren, nachdem sie den Deckelkorb eröffnet hatte. »Brynhild«, rief sie, »liebe Brynhild, erscheine!« Und Brynhild lag zu ihren Füßen, umfasste die Knie ihrer Gebieterin und benetzte ihren Schoß mit Freudenzähren, liebkoste sie freundlich,
wie sie sonst zu tun pflegte. Die Täuschung war so vollkommen, dass Fräulein Emma selbst nicht wusste, wie sie mit ihrer Schöpfung dran war, ob sie die wahre Brynhild hergezaubert hatte oder ob ein Blendwerk das Auge betrog. Sie überließ sich indessen ganz den Empfindungen der Freude, ihre liebste Gespielin um sich zu haben. Lust wandelte mit ihr Hand in Hand im Garten umher, ließ sie dessen herrliche Anlagen bewundern und pflückte ihr goldgesprengte Äpfel von den Bäumen. Hierauf führte sie ihre Freundin durch alle Zimmer im Palast, bis in die Kleiderkammer, wo der weibliche Kontemplationsgeist so viel Nahrung fand, dass sie bis zum Sonnenuntergang darinnen verweilten. Alle Schleier, Gürtel, Ohrenspangen wurden gemustert und anprobiert. Die postische Brynhild wusste sich dabei so gut zu nehmen, zeigte so viel Geschmack in der Wahl und Anordnung des weiblichen Putzes, dass, wenn sie ihrer Natur und Wesen nach nichts als eine Rübe war, ihr wenigstens niemand den Ruhm absprechen konnte, die Krone ihres Geschlechtes zu sein. Der spähende Gnome war entzückt über den Tiefblick, den er in das weibliche Herz getan zu haben vermeinte, und freute sich über den guten Fortgang in der Menschenkunde. Die schöne Emma dünkte ihm jetzt schöner, freundlicher und heiterer zu sein als jemals. Sie unterließ nicht, ihren ganzen Rübenvorrat mit dem Zauberstabe zu beleben, gab ihnen die Gestalt der Jungfrauen, die ihr vordem aufzuwarten pflegten, und weil noch zwei Rüben übrig waren, bildete sie die eine zu einer Zyperkatze um. So schön und zutätig, als weil ein Fräulein Rosaurens Murner war, und aus der anderen schuf sie einen niedlichen, hüpfenden Beni. Sie richtete nun ihren Hofstaat wieder an, teilte einer jeden der aufwartenden Dirnen ein gewisses Geschäft zu, und nie wurde eine Herrschaft besser bedient. Das Gesinde kam ihren Wünschen zuvor, gehorchte auf den Wink und vollstreckte ihre Befehle ohne den mindesten Widerspruch. Einige Wochen lang genoss sie die Wonne des gesellschaftlichen Vergnügens ungestört. Reihentänze, Sang und Seidenspiel wechselten in dem Harem des Gnomen von morgen bis zum Abend. Nur merkte das Fräulein nach Verlauf einiger Zeit, dass die frische Gesichtsfarbe ihrer Gesellschafterinnen etwas ableichte. Der Spiegel im Marmorsaal ließ ihr zuerst bemerken, dass sie allein wie eine Rose aus der Knospe frisch hervorblühte. Da die geliebte Brynhild und die übrigen Jungfrauen welkenden Blumen glichen, gleichwohl versicherten sie alle, dass sie sich wohl befänden, und der freigebige Gnome ließ sie an seiner Tafel auch keinen Mangel leiden. Dennoch zehrten sie sichtbar ab, Leben und Tätigkeit schwanden von Tage zu Tage mehr dahin, und alles Jugendfeuer erlosch. Als die Prinzessin an einem heiteren Morgen durch gesunden Schlaf gestärkt fröhlich ins Gesellschaftszimmer trat, wie schauderte sie zurück, da ihr ein Haufen eingeschrumpfter Matronen an Stäben und Krücken entgegenzitterte, mit Dumpf- und Keuchhusten beladen, unvermögend, sich aufrecht zu erhalten. Der schäkernde Beni hatte alle Viere von sich gestreckt, und der schmeichelnde Zyper konnte sich vor Kraftlosigkeit kaum noch regen und bewegen. Bestürzt eilte die Prinzessin aus dem Zimmer, der schaudervollen Gesellschaft zu entfliehen, trat heraus auf den Söller des Portals und rief laut den Gnomen, welcher alsbald in demütiger Stellung auf ihr Geheiß erschien. »Boshafter Geist«, redete sie ihm zornmütig an, »warum missgönnst du mir die einzige Freude meines harmvollen Lebens, die Schattengesellschaft meiner ehemaligen Spielinnen? Ist diese Einöde nicht genug, mich zu quälen? Willst du sie noch in ein Spital verwandeln? Augenblicklich gib meinen Dirnen Jugend und Wohlgestalt wieder, oder Hass und Verachtung soll deinen Frevel rächen.« »Schönste der Erdentöchter«, gegenredete der Gnome, »zürne nicht über die Gebühr, alles, was in meiner Gewalt ist, steht in deiner Hand. Aber das Unmögliche fordere nicht von mir. Die Kräfte der Natur gehorchen mir, doch vermag ich nichts gegen ihre unwandelbaren Gesetze.« So lange vegetierende Kraft in den Rüben war, konnte der magische Stab ihr Pflanzenleben nach deinen Gefallen verwandeln. Aber ihre Säfte sind nun vertrocknet und der Wesen neigt sich nach der Zerstörung hin. Denn der belebende Elementargeist ist verraucht. Jedoch das soll dich nicht kümmern, Geliebte. Ein frisch gefüllter Deckelkorb kann den Schaden leicht ersetzen. Du wirst daraus alle die Gestalten wieder hervorrufen, die du begehrst. Gib jetzt der Mutter Natur ihre Geschenke zurück, die dich so angenehm unterhalten haben.
Auf dem großen Rasenplatze im Garten wirst du bessere Gesellschaft finden. Der Gnome entfernte sich darauf, und Fräulein Emma nahm ihren bunt geschälten Stab zur Hand, berührte damit die gerunzelten Weiber, las die eingeschrumpften Rüben zusammen und tat damit, was Kinder, die eines Spielzeugs oder auch Fürsten, die ihrer Favoriten müde sind, zu tun pflegen. Sie warf den Plunder ins Kehricht und dachte nicht mehr dran. Leichtfüßig hüpfte sie nun über die grünen Matten dahin, den frisch gefüllten Deckelkorb in Empfang zu nehmen, den sie gleichwohl nirgends fand. Sie ging den Garten auf und nieder, spekulierte fleißig umher, aber es wollte kein Korb zum Vorschein kommen. Am Traubengeländer kam ihr der Gnome entgegen, mit sichtbarer Verlegenheit, dass sie seine Bestürzung schon von Ferne wahrnahm. »Du hast mich getäuscht«, sprach sie, »wo ist der Deckelkorb geblieben? Ich suche ihn schon seit einer Stunde vergebens. Holde Gebieterin meines Herzens«, antwortete der Geist, »wirst du mir meinen Unbedacht verzeihen? Ich versprach mehr, als ich geben konnte. Ich habe das Land durchzogen, Rüben aufzusuchen, aber sie sind längst geerntet und welken in dumpfigen Kellern. Die Fluren trauern, unten im Tal ist's Winter, nur deine Gegenwart hat den Frühling an diesen Felsen gefesselt, und unter deinem Fußtritt sprossen Blumen hervor. Harre nur 3 Monden Wechsel in Geduld aus, dann soll dir's nie an Gelegenheit gebrechen, mit deinen Puppen zu spielen.« Ehe noch der beredsame Gnome mit dieser Rede zu Ende war, drehte ihm seine Schöne unwillig den Rücken zu und begab sich in ihr Klosett, ohne ihn einer Antwort zu würdigen. Er aber hob sich von dannen in die nächste Marktstadt innerhalb seines Gebietes, kaufte als ein Pächter gestaltet einen Esel, den er mit schweren Säcken Sämerei belud, womit er einen ganzen Morgen Landes besäete. Dabei bestellte er einen seiner dienstbaren Geister zum Hüter, den er aufgab, ein unterirdisches Feuer anzuschüren, um die Saat von unten herauf mit linder Wärme zu treiben, wie Ananaspflanzen in einem Lohkasten. Die Rübensaat schoss lustig auf und versprach in kurzer Zeit eine reiche Ernte. Fräulein Emma ging täglich hinaus auf ihr Ackerfeld, welches zu besehen sie mehr lüstete als die goldenen Äpfel, die aus dem Garten der Hesperiden in den ihrigen verpflanzt zu sein schienen. Aber Spleen und Missmut trübte ihre kornblumenfarbenen Augen. Sie weilte am liebsten in einem düstern, melancholischen Tannenwäldchen am Rande eines Quellbaches, der sein silberhelles Gewässer ins Tal rauschen ließ und warf Blumen hinein, die in den Odergrund hinabflossen. Und dass diese melancholische Zeitkürzung auf geheimen Liebesgram deute, wissen alle, die sich auf die Symbolik der Liebe verstehen. Der Gnome sah wohl, dass bei dem sorgfältigsten Bestreben, durch 1000 kleine Gefälligkeiten sich in der schönen Emma Herz zu stehlen, ihr keine Liebe abzugewinnen war. Demungeachtet ermüdete seine hartnäckige Geduld nicht, durch die pünktlichste Erfüllung ihrer Wünsche sie auszuharren und ihren spröden Sinn zu überwinden. Seine gänzliche Unerfahrenheit in der Liebe bildete ihm ein, die Schwierigkeiten, die sich seinem Verlangen entgegenstellten, möchten wohl in den Roman irdischer Liebe gehören, denn er bemerkte sehr fein und richtig, dass dieser Widerstand auch einen gewissen Reiz habe und sehr geschickt sei, den zu hoffenden Triumph dereinst desto mehr zu verherrlichen. Aber der Neuling in der Menschenkunde hatte keine Gedanken von der wahren Ursache dieser Widerspenstigkeit seiner Herzensgebieterin. Er supponierte, dass ihr Herz so frei und unbefangen sei als das seine, und war der Meinung, dieses noch unberührte Grundstück gehöre nach allen Rechten ihm als den ersten Besitznehmer zu. Doch das war ein großer Irrtum. Ein junger Grenznachbar an den Gestaden der Oder, Fürst Ratibor, hatte den süßen Minnetrieb in dem Herzen der holden Emma bereits angefacht und zur Ausbeute ihrer ersten Liebe davongetragen, welche, wie behauptet wird, unzerstörbarer sein soll als das Grundwesen der 4 Elemente. Schon sah das glückliche Paar dem Tage der Vollziehung ihrer Gelübde entgegen, da die Braut mit einem Male verschwand. Diese peinliche Nachricht verwandelte den liebenden Ratibor in einen rasenden Roland. Er verließ seine Residenz, zog menschenscheu in einsamen Wäldern umher, klagte den Felsen sein Unglück und trieb all den Unfug eines modernen Romanhelden, den der boshafte Amor schikaniert. Die treue Emma seufzte unterdessen ihren geheimen Gram in den anmutigen Gefängnis aus, verschloss aber ihr Herzgefühl so fest in den aufwallenden Busen,
dass der spähende Gnome nicht enträtseln konnte, was für Empfindungen sich darin regten. Lange schon hatte sie darauf spekuliert, wie sie ihn überlisten und der lästigen Gefangenschaft entrinnen möchte. Nach mancher durchwachten Nacht spann sie endlich einen Plan aus, der des Versuchs würdig schien, ihn auszuführen. Der Lenz kehrte in die gebirgischen Täler zurück, der Gnome ließ das unterirdische Feuer in seinem Treibhaus abgeben, und die Rüben, die durch die Einflüsse des Winters in ihrem Wachstum nicht waren gehindert worden, gediehen zur Reife. Die schlaue Emma zog täglich einige davon aus und machte damit Versuche, ihnen allerlei beliebige Gestalten zu geben, dem Anschein nach, sich damit zu belustigen. Aber ihre Absicht ging weiter. Sie ließ eines Tages eine kleine Rübe zur Biene werden, um sie abzuschicken, Kundschaft von ihrem Geliebten einzuziehen. »Flieg, liebes Bienchen, gegen Aufgang«, sprach sie, »zu Ratibor, dem Fürsten des Landes, und summe ihm sanft ins Ohr, dass Emma noch für ihn lebt. Aber eine Sklavin ist, des Fürsten der Gnomen, der das Gebirge bewohnt. Verlier kein Wort von diesem Gruße und bring mir Botschaft von seiner Liebe.« Die Biene flog alsbald von dem Finger ihrer Gebieterin, wohin sie beordert war. Aber kaum hatte sie ihren Flug begonnen, so stach eine gierige Schwalbe auf sie herab und verschlang zu großem Leidwesen des Fräuleins die Botschafterin der Liebe mit allen Depeschen. Darauf formte sie vermöge ihres wunderbaren Stabes eine Grille, lehrte ihr gleichen Spruch und Gruß. »Hüpfe, kleine Grille, über das Gebirge zu Ratibor, dem Fürsten des Landes, und zirpe ihm ins Ohr, dass die getreue Emma begehrt Entledigung ihrer Banden durch seinen starken Arm.« Die Grille flog und hüpfte so schnell sie konnte, auszurichten, was ihr befohlen war. Aber ein langbeiniger Storch promenierte eben auf dem Wege, darauf die Zirpe zog. Er fasste sie mit seinem langen Schnabel und begrub sie in das Verlies seines weiten Kropfes. Anmerkung: Verlies war in den alten Raubschlössern so viel als ein Mordkeller. Ende Anmerkung. Diese misslungenen Versuche schreckten die entschlossene Emma nicht ab, einen neuen zu wagen. Sie gab der dritten Rübe die Gestalt einer Elster. »Schwanke hin, beredsamer Vogel«, sprach sie, »von Baum zu Baume, bis du gelangest zu Ratibor, meinem Sponsen. Sage ihm an meine Gefangenschaft und gib ihm Bescheid, dass er meiner Harre mit Ross und Mann den dritten Tag von heute an der Grenze des Gebirges im Maientale bereit den Flüchtling aufzunehmen, der seine Ketten zu zerbrechen wagt und Schutz von ihm begehrt.« Die zweifarbige Aglaster gehorchte, flatterte von einem Ruheplatz zum anderen, und die sorgsame Emma begleitete ihren Flug, soweit das Auge trug. Der harmvolle Ratibor irrte noch immer melancholisch in den Wäldern herum. Die Rückkehr des Lenzes und die wiederauflebende Natur hatte seinen Kummer nur gemehrt. Er saß unter einer schattenreichen Eiche, dachte an seine Prinzessin und er seufzte laut: »Emma!« Alsbald gab das vielstimmige Echo ihm diesen geliebten Namen schmeichelhaft zurück. Aber zugleich rief auch eine unbekannte Stimme den seinigen aus. Er horchte hoch auf, sah er niemand, wähnte eine Täuschung und hörte den nämlichen Ruf wiederholen. Kurz darauf erblickte er eine Elster, die auf den Zweigen hin und wieder flog, und ward inne, dass der gelehrige Vogel ihn bei Namen rief. »Armer Schwätzer«, sprach er, »wer hat dich gelehrt, diesen Namen auszusprechen, deinen Unglücklichen zugehört, welcher wünscht, von der Erde vertilgt zu sein, wie sein Gedächtnis?« Hierauf fasste er wütend einen Stein und wollte ihn nach dem Vogel schleudern, als dieser den Namen Emma hören ließ. Dieser Talisman entkräftete den Arm des Prinzen. Frohes Entzücken durchschauerte alle seine Glieder, und in seiner Seele bebt's leise nach Emma. Aber der Sprecher auf dem Baume begann mit der dem Elstergeschlecht eigenen Wohlredenheit den Spruch, der ihm gelehrt war. Fürst Ratibor vernahm nicht so bald diese fröhliche Botschaft. So wurd's hell in seiner Seele. Der tödliche Gram, der die Sinne umnebelt und die Federkraft der Nerven erschlafft hat, verschwand. Er kam wieder zu Gefühl und Besinnung und forschte mit Fleiß von der Glücksverkünderin nach den Schicksalen der holden Emma. Doch die gesprächige Elster konnte nichts als mechanisch ihre Lektion ohne Aufhören wiederholen und flatterte davon. Schnellfüßig wie Hasael eilte der auflebende Waldmisanthrop zu seinem Hoflager zurück, rüstete eilig das Geschwader der Reisigen,
saß auf und zog mit ihnen hin ans Vorgebirge seiner guten Hoffnung, das Abenteuer zu bestehen. Fräulein Emma hatte unterdessen mit weiblicher Schlauheit alles vorbereitet, ihr Vorhaben auszuführen. Sie ließ ab, den duldsamen Gnomen mit tötendem Kaltsinn zu quälen. Ihr Auge sprach Hoffnung und ihr spröder Sinn schien beugsamer zu werden. Solche glückliche Aspekten lässt ein seufzender Liebhaber nicht leicht ungenutzt. Der geistige Phylogyn empfand vermöge seiner geistigen Empfindsamkeit gar bald diese scheinbare Sinnesänderung der holden Spröden. Ein holdseliger Blick, eine freundliche Miene, ein bedeutsames Lächeln setzten sein entzündbares Wesen in volle Flammen, wie elektrischer Funken einen Löffel voll Weingeist. Er wurde dreister, erneuerte sein Liebesgewerbe, das lange geruht hatte, bat um Erhörung und wurde nichts zurückgewiesen. Die Präliminarien waren so gut als unterzeichnet. Das Fräulein begehrte nur jungfräulichen Wohlstandshalber noch einen Tag Bedenkzeit, welchen ihr der wonnetrunkene Gnome bereitwillig zugestand. Den folgenden Morgen, kurz nach Sonnenaufgang, trat die schöne Emma geschmückt wie eine Braut hervor, mit all dem Geschmeide belastet, das sie in ihren Schmuckkästlein gefunden hatte. Ihr blondes Haar war in einen Knoten geschürzt, welchen eine Myrtenkrone überschattete. Der Besatz ihres Kleides flinkerte von Juwelen, und da ihr der harrende Gnome auf der großen Terrasse im Lustgarten entgegenwandelte, bedeckte sie züchtiglich mit dem Ende des Schleiers ihr schamhaftes Angesicht. »Himmlisches Mädchen«, stammelte er ihr entgegen, »lass mich die Seligkeit der Liebe aus deinen Augen trinken und weigere mir nicht länger den bejahenden Blick, der mich zum glücklichsten Wesen macht, das jemals die rote Morgensonne bestrahlt hat.« Hierauf wollte er ihr Antlitz enthüllen, um sein Glück aus ihren Augen zu lesen, denn er erdreistete sich nicht, ein mündliches Geständnis von ihr zu erpressen. Das Fräulein aber machte ihre Schleierwolke noch dichter um sich her und gegenredete gar bescheidentlich also: »Vermag eine Sterbliche dir zu widerstehen, Gebieter meines Herzens. Deine Standhaftigkeit hat obgesiegt. Nimm dies Geständnis von meinen Lippen, aber lass mein Erröten und meine Zähren diesen Schleier auffassen.« »Warum Zähren, o Geliebte?« fiel der beunruhigte Geist ihr ein. »Jede deiner Zähren fällt wie ein brennender Naphtatropfen mir aufs Herz. Ich heische lieb um Liebe und will nicht Aufopferung.« »Ach«, erwiderte Emma, »warum missdeutest du meine Tränen? Mein Herz lohnt deine Zärtlichkeit, aber bange Ahndungen zerreißt meine Seele. Das Weib hat nicht stets die Reize einer Geliebten. Du alterst nimmer, aber irdische Schönheit ist eine Blume, die bald dahinwelkt. Woran soll ich erkennen, dass du der zärtliche, liebevolle, gefällige, duldsame Gemahl sein werdest, wie du als Liebhaber warest?« Er antwortete: »Fordere einen Beweis meiner Treue oder des Gehorsams in Ausrichtung deiner Befehle, oder stelle meine Geduld auf die Probe und urteile daraus von der Stärke meiner unwandelbaren Liebe.« »Es sei also«, beschloss die schlanke Emma, »ich heische nur einen Beweis deiner Gefälligkeit. Gehe hin und zähl die Rüben all auf dem Acker. Mein Hochzeittag soll nicht ohne Zeugen sein. Ich will sie beleben, dass sie mir zu Kränzeljungfrauen dienen. Aber hüte dich, mich zu täuschen, und verzähle dich nicht um eine, denn das ist die Probe, woran ich deine Treue prüfen will.« So ungern sich der Gnome in diesem Augenblicke von seiner reizenden Braut schied, so gehorchte er doch sonder Verzug, gab sich rasch an sein Geschäft und hüpfte so hurtig unter den Rüben herum, wie ein französischer Lazarettarzt unter den Kranken, die er auf dem Kirchhof zu spedieren hat. Er war durch diese Geschäftigkeit mit seinem Additionsexempel bald zustande. Doch um der Sache recht gewiss zu sein, wiederholte er die Operation nochmals und fand zu seinem Verdruss einen Varianten in der Rechnung, welcher ihn nötigte, zum dritten Mal den Rübenpöbel durchzumustern. Aber auch diesmal ergab sich eine neue Differenz. Und das war eben nicht zu verwundern. Ein Mädchenideal kann den besten arithmetischen Kopf verwirren. Und selbst den verliebten Kästner soll es ehedem unter gleichen Umständen oft begegnet sein, sich verrechnet zu haben. Die verschmitzte Emma hatte ihren Paladin nicht so bald aus den Augen verloren, als sie zur Flucht Anstalt machte. Sie hielt eine saftvolle, wohlgenährte Rübe in Bereitschaft.
welche sie flugs in ein mutiges Ross mit Sattel und Zeug metamorphosierte. Rasch schwang sie sich in den Sattel, flog über die Heiden und Steppen des Gebirges dahin, und der flüchtige Pegasus wiegte sie ohne zu straucheln auf seinem sanften Rücken hinab ins Maiental, wo sie dem geliebten Ratibor, der der kommenden ängstlich entgegenharrte, sich fröhlich in die Arme warf. Der geschäftige Gnome hatte sich indessen so in seine Zahlen vertieft, dass er von dem, was um und neben ihm geschah, so wenig wusste, als der kalkulierende Neuton von dem geräuschvollen Siegesgepränge der Blendheimer Schlacht, das unter seinem Fenster vorüberzog. Nach langer Mühe und Anstrengung seiner Geisteskraft war es ihm endlich gelungen, die wahre Zahl aller Rüben auf dem Ackerfelde, klein und groß mit eingerechnet, gefunden zu haben. Er eilte nun froh zurück, sie seiner Herzensgebieterin gewissenhaft zu berechnen und durch die pünktliche Erfüllung ihrer Befehle sie zu überzeugen, dass er der gefälligste und unterwürfigste Gemahl sein werde, den jemals Fantasie und Kaprize einer Adamstochter beherrscht hatte. Mit Selbstzufriedenheit trat er auf den Rasenplatz. Aber da fand er nicht, was er suchte. Er lief durch die bedeckten Lauben und Gänge. Auch da war nicht, was er begehrte. Er kam in den Palast, durchspähte alle Winkel desselben, rief den holden Namen Emma aus, dem ihm die einsamen Hallen zurücktönten, begehrte einen Laut von dem geliebten Munde. Doch da war weder Stimme noch Rede. Das fiel ihm auf. Er merkte Unrat. Flugs warf er das schwerfällige Phantom der Verkörperung ab, wie ein träger Ratsherr seinen Schlafrock, wenn vom Turme der Feuerwächter Lärm bläst, schwang sich hoch in die Luft und sah den geliebten Flüchtling in der Ferne, als eben der rasche Gaul über die Grenze setzte. Wütend ballte der ergrimmte Kreis ein paar friedlich vorüberziehende Wolken zusammen und schleuderte einen kräftigen Blitz der Fliehenden nach, da eine tausendjährige Grenzeiche zersplitterte. Aber jenseits derselben war des Gnomen Rache unkräftig und die Donnerwolke zerfloß in einen sanften Heiderauch. Nachdem er die oberen Luftregionen verzweiflungsvoll durchkreuzt, seine unglückliche Liebe den vier Winden geklagt und seine stürmende Leidenschaft ausgetobt hatte, kehrte er trübsinnig in den Palast zurück, schlich durch alle Gemächer und erfüllte sie mit Seufzen und Stöhnen. Nachher besuchte er noch einmal den Lustgarten, doch diese ganze Zauberschöpfung hatte keinen Reiz mehr für ihn. Ein einziger Fußtapfen der geliebten Ungetreuen in den Sand gedrückt, welchen er bemerkte, beschäftigte seine Aufmerksamkeit mehr als die goldenen Äpfel an den Bäumen und die buntfarbige, mosaische Ausfüllung der Buchsbaumschnörkel auf den Blumenstücken. Die Idee des wonniglichen Genusses erwachte wieder an jenem Platze, wo sie vormals ging und stand, wo sie Blumen gepflückt oder ausgezupft, wo er sie oft unsichtbar belauscht, oft mit der körperlichen Hülle umgeben, mit ihr trauliche Unterredung gepflogen hatte. Alles, das wirkt und knotet ihn so zusammen, presst und drückt ihn dergestalt auf die Zirbeldrüse, dass er unter der Last seiner Gefühle in dumpfes Hinbrüten versank. Bald hernach brach sein Unmut in grässliche Verwünschungen aus, nachdem er seiner ersten Liebe eine stattliche Parentation gehalten und er vermaß sich höchlich, der Menschenkunde ganz zu entsagen und von diesem argen, betrüglichen Geschlecht führerhin keine weitere Notiz zu nehmen. In dieser Entschließung stampft er dreimal auf die Erde, und der ganze Zauberpalast mit all seiner Herrlichkeit kehrte in sein ursprüngliches Nichts zurück. Der Abgrund aber sperrte seinen weiten Rachen auf, und der Gnome fuhr hinab in die Tiefe bis an die entgegengesetzte Grenze seines Gebietes, in den Mittelpunkt der Erde, und nahm Spleen und Menschenhass mit dahin. Während dieser Katastrophe im Gebirge war Fürst Ratibor geschäftig, die herrliche Beute seiner Wegelagerung in Sicherheit zu bringen, führte die schöne Emma mit triumphalischem Pomp an den Hof ihres Vaters zurück, vollzog daselbst seine Vermählung, teilte mit ihr den Thron seines Erbes und erbaute die Stadt Ratibor, die noch seinen Namen trägt bis auf diesen Tag. Das sonderbare Abenteuer der Prinzessin, das ihr auf dem Riesenbürge begegnet war, ihre kühne Flucht und glückliche Entrinnung, wurde das Märchen des Landes, pflanzte sich von Geschlecht zu Geschlechte fort bis in die entferntesten Zeiten. Und die schlesischen Damen nebst ihren Nachbarinnen zur Rechten und Linken und vom Aufgang zum Niedergang fanden so vielen Geschmack daran, dass sie das Stratagem der schlauen Emma noch oft benutzen
und den unbehaglichen Ehekonsorten wegschicken, Rüben zu zählen, wenn sie den Buhlen beschieden haben. Und die Inwohner der umliegenden Gegenden, die den Nachbar Berggeist bei seinem Geisternamen nicht zu nennen wussten, legten ihm einen Spottnamen auf, riefen ihn Rübenzähler oder kurzab Rübezahl. Ende von Abschnitt 1. Abschnitt 2 aus Legenden von Rübezahl, aus Volksmärchen der Deutschen, von Johann Karl August Musäus. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Zweite Legende. Die Mutter Erde war also von jeher der Zufluchtsort, wohin sich gestörte Liebe barg. Die unglücklichen Wichte unter den Adamskindern, welche Wunsch und Hoffnung täuscht, öffnen sich unter solchen Umständen den Weg dahin durch Strick und Dolch, durch Blei und Gift, durch Dachsucht und Bluthusten oder sonst auf eine unbequeme Art. Aber die Geister bedürfen all der Umständlichkeiten nicht und genießen überdies des Vorteils, dass sie nach Belieben in die Oberwelt zurückkehren können, wenn sie ausgetrotzt oder ihre Leidenschaft ausgetobt haben, da den Sterblichen der Weg zur Rückkehr auf ewig verschlossen ist. Der unmutsvolle Gnome verließ die Oberwelt mit dem Entschluss, nie wieder das Tageslicht zu schauen. Doch die wohltätige Zeit verwischte nach und nach die Eindrücke seines Grams. Gleichwohl erforderte diese langwierige Operation einen Zeitraum von 999 Jahren, ehe die alte Wunde ausheilte. Endlich, da ihn die Beschwerde der Langeweile drückte und er einsmal sehr übel aufgeräumt war, brachte sein Favorit und Hofschalkner in der Unterwelt, ein drolliger Kobold, eine Lustparty aufs Riesengebirge in Vorschlag, welche seine Herrlichkeit zu gutieren nicht ermangelte. Es brauchte nicht mehr als den Zeitblick einer Minute, so war die weite Reise vollendet, und er befand sich mitten auf dem großen Rasenplatze seines ehemaligen Lustgartens, dem er nebst dem übrigen Zubehör die vorige Gestalt gab. Doch blieb alles für menschliche Augen verborgen. Die Wanderer, die übers Gebirge zogen, sahen nichts als eine fürchterliche Wildnis. Der Anblick dieser Objekte, die er in der ehemaligen Liebesepoche in einem rosenfarbenen Lichte schimmern sah, erneuerten alle Ideen der verjährten Liebschaft, und ihm dünkte, die Geschichte mit der schönen Emma sei erst ehegestern vorgefallen. Ihr Bild schwebte ihm noch so deutlich vor, als stünde sie neben ihm. Aber die Erinnerung, wie sie ihn überlistet und hintergangen hatte, machte seinen Groll gegen die ganze Menschheit wieder rege. »Unseliges Erdengewürm«, rief er aus, indem er aufschaute und vom hohen Gebirge die Türme der Kirchen und Klöster in Städten und Flecken erblickte. »Treibst, sehe ich dein Wesen noch immer unten im Tale. Hast mich, Bas, geäfft durch Tücken und Tränke. Sollst mir nun büßen. Will dich auch hetzen und wohl plagen, dass dir soll bange werden vor dem Treiben des Geistes im Gebirge.« Kaum hatte er diese Worte gesagt, so vernahm er in der Ferne Menschenstimmen. Drei junge Gesellen wanderten durchs Gebirge, und der Keckste unter ihnen rief ohne Unterlass: »Rübezahl, komm herab, Rübezahl, Mädchendieb!« Von undenklichen Jahren her hatte die Lästerchronik die Liebesgeschichte des Berggeists in mündlichen Überlieferungen getreulich aufbewahrt, sie wie gewöhnlich mit lügenhaften Zusätzen vermehrt, und jeder Reisende, der das Riesengebirge betrat, unterhielt sich mit seinem Gefährten von den Abenteuern desselben. Man trug sich mit unzähligen Spukhistörchen, die sich niemals begeben hatten, machte damit zaghafte Wanderer zu fürchten, und die starken Geister, Witzlinge und Philosophen, die am hellen Tage und in zahlreicher Gesellschaft keine Gespenster glauben und sich darüber lustig machen, pflegten aus Übermut oder um ihre Herzhaftigkeit zu beweisen, den Geist oft zu zitieren, ihn aus Schägerei bei seinem Ekelnamen zu rufen und auf ihn zu schimpfen. Man hatte nie gehört, dass dergleichen Insulten von dem friedsamen Berggeiste wären gerügt worden, denn in den Tiefen des Abgrundes erfuhr er von diesen mutwilligen Hohn kein Wort. Desto mehr war er betroffen, da er seine ganze Chronik skandalös jetzt so kurz und bündig ausrufen hörte. Wie der Sturmwind rast er durch den düstern Fichtenwald und war schon im Begriff, den armen Tropf, der sich ohne Absicht über ihn lustig gemacht hatte, zu erdrosseln,
als er in dem Augenblick bedachte, dass eine so exemplarische Rache Großgeschrei im Lande erregen, alle Wanderer aus dem Gebirge wegbannen und ihm die Gelegenheit rauben würde, sein Spiel mit den Menschen zu treiben. Darum ließ er ihn nebst seinen Konsorten ruhig ihre Straße ziehen, mit dem Vorbehalt, seinen verübten Mutwillen ihm doch nicht ungenossen hingehen zu lassen. Auf dem nächsten Scheidewege trennte sich der Hohnsprecher von seinen beiden Kameraden und gelangte diesmal mit heiler Haut in Hirschberg, seiner Heimat, an. Aber der unsichtbare Geleitsmann war ihm bis zur Herberge gefolgt, um ihn zur gelegenen Zeit dort zu finden. Jetzt trat er seinen Rückweg ins Gebirge an und sann auf Mittel, sich zu rächen. Von ungefähr begegnete ihm auf der Landstraße ein reicher Israelit, der nach Hirschberg wollte. Da kam ihm in den Sinn, diesen zum Werkzeuge seiner Rache zu gebrauchen. Also gesellt er sich zu ihm in der Gestalt des losen Gesellen, der ihn gefoppt hatte, und kosete freundlich mit ihm, führte ihn unvermerkt seitab von der Straße, und da sie ins Gebüsche kamen, fiel er dem Juden mörderisch in den Bart, zausete ihn weidlich, riss ihn zu Boden, knebelte ihn und raubte ihn seinen Säckel, worin er viel Geld und Geschmeide trug. Nachdem er ihn mit Faustschlägen und Fußtritten zum Valet noch gar übel traktiert hatte, ging er davon, ließ den armen, geplünderten Juden, der sich seines Lebens verzieh, halbtot im Busche liegen. Als sich der Israelit von seinem Schrecken erholt hatte und wieder Leben in ihm war, fing er an zu wimmern und laut um Hilfe zu rufen, denn er fürchtete, in der grausenvollen Einöde zu verschmachten. Da trat ein feiner, ehrbarer Mann zu ihm, dem Ansehen nach ein Bürger aus einer der umliegenden Städte, frug, warum er also sein beginne, und wie er ihn geknebelt fand, löste er ihm die Banden von Händen und Füßen und leistete ihm alles das, was der barmherzige Samariter im Evangelium dem Manne tat, der unter die Mörder gefallen war. Nachher labte er ihn mit einem herrlichen Schluck Kordialwasser, das er bei sich trug, führte ihn wieder auf die Landstraße und geleitete ihn freundlich, wie der Engel Raphael den jungen Tobias, bis er ihn brachte gen Hirschberg an die Tür der Herberge. Dort reichte er ihm ein 10 Pfennig und schied von ihm. Wie erstaunte der Jud, da er beim Eintritt in den Krug seinen Räuber am Zechtisch erblickte, so frei und unbefangen als ein Mensch sein kann, der sich keiner Übeltat bewusst ist. Er saß hinter einem Schoppen Landwein, trieb Scherz und gute Schwänke mit anderen lustigen Zechbrüdern. Neben ihm lag der nämliche Wahrzack, in welchen er den geraubten Säckel geborgen hatte. Der bestürzte Jud wusste nicht, ob er seinen Augen trauen sollte, schlich sich in einen Winkel und ging mit sich selbst zu Rate, wie er wieder zu seinem Eigentum gelangen möchte. Es schien ihm unmöglich, sich in der Person geirrt zu haben. Darum drehte er unbemerkt sich zur Tür hinaus, ging zum Richter und brachte seinen Diebesgruß an. Anmerkung: Diebesgruß. So hieß ehemals in Gerichten die legale Anzeige eines Diebstahls. Ende der Anmerkung. Die Hirschberger Justiz stand damals in dem Rufe, dass sie schnell und tätig sei, Recht und Gerechtigkeit zu handhaben, wenn's was zu liquidieren gab. Wo sie aber ex officio ihrer Pflicht Genüge leisten musste, ging sie wie anderwärts ihren Schneckengang. Der erfahrene Israelit war mit dem gewöhnlichen Gange derselben schon bekannt und verwies den unentschlossenen Richter, der lange zögerte, die Denunziation niederzuschreiben, auf das blendende Corpus Delicti, und diese güldene Hoffnung unterließ nicht, einen Verhaftungsbefehl auszuwirken. Häscher bewaffneten sich mit Spießen und Stangen, umringten das Schenkhaus, griffen den unschuldigen Verbrecher und führten ihn vor die Schranken der Ratsstube, wo sich die weißen Väter indes versammelt hatten. »Wer bist du?« frug der ernsthafte Stadtrichter, als der Inquisit hereintrat. »Und von wannen kommst du?« Er antwortete freimütig und unerschrocken: »Ich bin ein ehrlicher Schneider meines Handwerks, Benedix genannt, komme von Liebenau und stehe hier in Arbeit bei meinem Meister.« »Hast du nicht diesen Juden im Walde mörderisch überfallen, übel geschlagen, gebunden und seines Säckels beraubt?« »Ich habe diesen Juden nie mit Augen gesehen, habe ihn auch weder geschlagen, noch gebunden, noch seines Säckels beraubt. Ich bin ein ehrlicher Zünftler und kein Straßenräuber.« »Womit kannst du deine Ehrlichkeit beweisen?«
mit meiner Kundschaft und dem Zeugnis meines guten Gewissens. Weiß auf deine Kundschaft. Benedix öffnete getrost den Wahlsack, denn er wusste wohl, dass er nichts als sein wohlerworbenes Eigentum darin verwahrte. Doch wie er ihn ausleerte, siehe da, da klingelt's unter dem herausstürzenden Plunder wie Geld. Die Häscher griffen hurtig zu, störten den Kram auseinander und zogen den schweren Säckel hervor, welchen der erfreute Jud alsbald als sein Eigentum, deductis deducentis, reklamierte. Der Wicht stand da wie vom Donner gerührt, wollte vor Schrecken umsinken, ward bleich um die Nase und die Lippen bebten, die Knie wankten, er verstummte und sprach kein Wort. Des Richters Stirn verfinsterte sich und eine drohende Gebärde weissagte einen strengen Bescheid. »Wie nun, Bösewicht«, donnerte der Stadtvogt, »erfrechst du dich noch, den Raub zu leugnen?« »Erbarmung, gestrenger Herr Richter«, winselte der Inkulpat auf den Knien mit hoch aufgehobenen Händen. »Alle Heiligen im Himmel rufe ich zu Zeugen an, dass ich unschuldig bin an dem Raube, weiß nicht, wie des Juden Säckel in meinen Wahlsack kommen ist. Gott weiß es.« »Du bist überwiesen«, redete der Richter fort, »der Säckel zeihe dich genugsam des Verbrechens. Tu Gott und der Obrigkeit die Ehre und bekenne freiwillig, ehe der Peiniger kommt, dir das Geständnis der Wahrheit abzufoltern.« Der geängstigte Benedix konnte nichts als auf seine Unschuld provozieren. Aber er predigte tauben Ohren. Man hielt ihn für einen hartnäckigen Gaudieb, der sich nur aus der Halsschlinge herausleugnen wollte. Meister Hämmerling, der fürchterliche Wahrheitsforscher, wurde hereinberufen, durch die stählernen Argumente seiner Beredsamkeit ihn zu vermögen, Gott und der Obrigkeit die Ehre anzutun, sich um den Hals zu bekennen. Jetzt verließ den armen Wicht die standhafte Freudigkeit seines guten Gewissens. Er bebte zurück von den Qualen, die seiner warteten. Da der Peiniger im Begriff war, ihm die Daumenstöcke anzulegen, bedachte er, dass diese Operation ihn untüchtig machen würde, jemals wieder in Ehren die Nadel zu führen. Und er wollte ein verdorbener Kerl bleiben sein Leben lang, meinte er, es sei besser, der Marter mit einmal abzukommen, und gestand das Bubenstück ein, davon sein Herz nichts wusste. Der Kriminalprozess wurde hierauf brevi manu abgetan. Der Inquisit, ohne dass sich das Gericht teilte, von Richter und Schöppen zum Strange verurteilt, welcher Rechtsspruch zur Pflegung prompter Justiz und zur Ersparung der Atzungskosten gleich tags darauf bei frühem Morgen vollzogen werden sollte. Alle Zuschauer, welche das hochnotpeinliche Halsgericht herbeigelockt hatte, fanden das Urteil des wohlweisen Magistrats gerecht und billig. Doch keiner rief den Richtern lautern Beifall zu, als der barmherzige Samariter, der mit in die Kriminalstube eingedrungen war und nicht satt werden konnte, die Gerechtigkeitsliebe der Herren von Hirschberg zu erleben. Und in der Tat hatte auch niemand näheren Anteil an der Sache als eben dieser Menschenfreund, der mit unsichtbarer Hand des Judensäckel in des Schneiders Wahlsack verborgen hatte und kein anderer als Rübezahl selbst war. Schon am frühen Morgen lauerte er am Hochgericht in Rabengestalt auf den Leichenzug, der das Opfer seiner Rache dahin begleiten sollte, und es regte sich bereits in ihm der Rabenappetit, dem neuen Ankömmlinge die Augen auszuhacken. Aber diesmal harrte er vergebens. Ein frommer Ordensbruder, der von dem Werte der Bekehrungen auf dem Rabensteine ganz andere Gedanken hegte als einige neoterische Theologen und alle Malefikanten, die er zum Tode bereitete, mit dem Geruch der Heiligkeit zu imbibieren, sich beeiferte, fand an dem unwissenden Benedix einen so rohen, wüsten Klotz, dass es ihm unmöglich schien, in so kurzer Zeit, als ihm zu den Bekehrungsgeschäften übrig blieb, einen Heiligen daraus zu schnitzeln. Er bat deshalb das Kriminalgericht um einen dreitägigen Aufschub, den er dem frommen Magistrat nicht ohne große Mühe und unter Androhung des Kirchenbannes endlich abzwang. Als Rübezahl davon hörte, flog er ins Gebirge, den Exekutionstermin daselbst zu erwarten. In diesem Zwischenraume durchstrich er nach Gewohnheit die Wälder und erblickte auf dieser Promenade eine junge Dirne, die sich unter einem schattenreichen Baum gelagert hatte. Ihr Haupt sank schwermütig in den Busen herab, und sie unterstützte solches mit einem schwanenweißen Arm. Ihre Kleidung war nicht kostbar, aber reinlich, und der Zuschnitt daran bürgerlich. Von Zeit zu Zeit verwischte sie mit der Hand eine herabrollende Zähre von den Wangen
und stöhnende Seufzer quollen aus der vollen Brust hervor. Schon ehemals hatte der Gnome die mächtigen Eindrücke jungfräulicher Zähren empfunden. Auch jetzt war er so gerührt davon, dass er von dem Gesetz, welches er sich auferlegt hatte, alle Adamskinder, die durchs Gebirge ziehen würden, zu tücken und zu quälen, die erste Ausnahme machte. Die Empfindung des Mitleidens sogar als ein wohltuendes Gefühl erkannte und Verlangen trug, die Schöne zu trösten. Er gestaltete sich wieder als ein reputierlicher Bürger, trat die junge Dirne freundlich an und sprach: »Mägdelein, was trauerst du hier in der Wüste so einsam? Verhehle mir nicht deinen Kummer, dass ich zusehe, wie dir zu helfen stehe.« Die Dirne, die ganz in Schwermut verschwebt war, schreckte auf, da sie diese Stimme hörte, und erhob ihr erdwärts gesenktes Haupt. Ha, was für ein schmachtendes, lasurfarbenes Augenpaar blickte da hervor, deren sanft gebrochenes Licht ein Herz von Stahl zu schmelzen fähig war. Zwei helle Tränen glänzten darinnen wie Karfunkeln, und das holde jungfräuliche Antlitz war mit dem Ausdruck banger Schmerzensgefühle übergossen, wodurch die Reize des lieblichen Nonnengesichtes nur noch mehr erhoben wurden. Da sie den ehrsamen Mann vor sich stehen sah, öffnete sie ihren Purpurmund und sprach: »Was kümmert euch mein Schmerz, guter Mann? Sintemal mir nicht zu helfen steht. Ich bin eine Unglückliche, eine Mörderin, habe den Mann meines Herzens gemordet und will abbüßen meine Schuld mit Jammer und Tränen, bis mir der Tod das Herz zerbricht.« Der ehrbare Mann staunte. »Du, eine Mörderin?« frug er. »Bei diesem himmlischen Gesicht trügst du die Hölle im Herzen? Unmöglich. Zwar, die Menschen sind aller Ränke und Bosheit fähig, das weiß ich. Gleichwohl ist mir's hier ein Rätsel.« »So will ich's euch lösen«, erwiderte die trübsinnige Jungfrau, »so ihr verlangt es zu wissen.« Er sprach: »Sag an.« »Sieh, ich hatte einen Gespielen von Jugend an, den Sohn einer tugendsamen Witte, meiner Nachbarin, der mich zu seinem Liebchen erkor, als er heranwuchs. Er war so lieb und gut, so treu und bieder, liebte so standhaft und herzig, dass er mir das Herz stahl und ich ihm ewige Treue gelobte. Ach, das Herz des lieben Jungen habe ich in Natter vergiftet, habe ihn der Tugendlehren seiner frommen Mutter vergessen gemacht und zu einer Übeltat verleitet, wofür er das Leben verwürget hat.« Der Gnome rief empathisch: »Du?« »Ja, Herr«, sprach sie, »ich bin seine Mörderin, habe ihn gereizt, einen Straßenraub zu begehen und einen schelmischen Juden zu plündern. Da haben ihn die Herren von Hirschberg gegriffen, Halsgericht über ihn gehegt, und, o Herzeleid, morgen wird er abgetan.« »Und das hast du verschuldet?« frug verwundert Rübezahl. »Sie: Ja, Herr, ich hab's auf meinem Gewissen, das junge Blut.« »Wie das?« »Er zog auf die Wanderschaft übers Gebirge, und als er beim Valet an meinen Halse hing, sprach er: Mein Liebchen, bleib mir treu. Wenn der Apfelbaum zum dritten Male blüht und die Schwalbe zu Neste trägt, kehre ich von der Wanderschaft zurück, dich heimzuholen, als mein junges Weib. Und das gelobte ich ihm zu werden durch einen treuen Eid. Nun blühete der Apfelbaum zum dritten Male und die Schwalbe nistete. Da kam Benedix wieder, erinnerte mich meiner Zusage und wollte mich zur Trau führen. Ich aber neckte und höhnte ihn, wie die Mädchen oft den Freiern tun, und sprach: Dein Weib kann ich nicht werden, mein Bettlein hat für zwei nicht Raum, und du hast weder Herd noch Obdach. Schaff dir erst blanken Batzen an, dann frage wieder zu. Der arme Junge wurde durch diese Rede sehr betrübt. Ach, Klärchen, seufzte er tief mit einer Träne im Auge, steht dir dein Sinn nach Geld und Gut, so bist du nicht das biedere Mädchen mehr, das du vormals warst. Schlugst du nicht ein in diese Hand, da du mir deine Treue schwurest? Und was hatte ich mehr als diese Hand, dich einst damit zu nähren? Woher dein Stolz und spröder Sinn? Ach, Klärchen, ich verstehe dich. Ein reicher Buhler hat mir dein Herz entwendet. Lohnst du mir also, Ungetreue? 3 Jahre habe ich mit Sehnsucht und Harren traurig verlebt, habe jede Stunde gezählt bis auf diesen Tag, da ich kam, dich heimzuführen. Wie leicht und rasch machte mein Fuß Hoffnung und Freude, da ich übers Gebirge wandelte, und nun verschmähst du mich? Er bat und flehte, doch ich blieb fest auf meinem Sinn. Mein Herz verschmäht dich nicht, o Benedix, antwortete ich, nur meine Hand versage ich dir vor jetzt. Zieh hin, erwirb dir Gut und Geld, und hast du das, so komm, dann will ich gern mein Bettlein mit dir teilen. Wohlan, sprach er mit Unmut, du willst es so. Ich gehe in die Welt, will laufen, will rennen, will betteln, stehlen, sporgen, sorgen, und eher sollst du mich nicht wiedersehen,
bis ich erlangte den schnöden Preis, um den ich dich erwerben muss. Leb wohl, ich fahre hin, ade. So habe ich ihn betört, den armen Benedix. Er ging ergrimmt davon, da verließ ihn sein guter Engel, dass er tat, was nicht recht war und was sein Herz gewiss verabscheute. Der ehrsame Mann schüttelte den Kopf über diese Rede und rief nach einer Pause mit nachdenklicher Miene: Wunderbar! Hierauf wendete er sich zu der Dirne. Warum, frug er, erfüllst du aber hier den leeren Wald mit deinen Wehklagen, die dir und deinem Buhlen nichts nützen noch frommen können? Lieber Herr, fiel sie ihm ein, ich war auf dem Wege nach Hirschberg, da wollte mir der Jammer das Herz abdrücken, darum weilte ich unter diesem Baume. Und was willst du in Hirschberg tun? Ich will dem Blutrichter zu Fuße fallen, will mit meinem Klageschrei die Stadt erfüllen, und die Töchter der Stadt sollen mir wehklagen helfen, ob das die Herren erbarmen möchten, dem unschuldigen Blut das Leben zu schenken. Und so mir es nicht gelingt, meinem Buhlen dem schmählichen Tode zu entreißen, will ich freudig mit ihm sterben. Der Geist wurde durch diese Rede so bewegt, dass er von Stund an seine Rache ganz vergaß und der Trostlosen ihren Buhlen wiederzugeben beschloss. Trockne ab deine Tränen, sprach er mit teilnehmender Gebärde, und lass deinen Kummer schwinden. Ehe die Sonne zu Rüste geht, soll dein Buhle frank und frei sein. Morgen, um das erste Hahnengeschrei, sei wachsam und horch, und wenn ein Finger ans Fenster klopft, so tu auf die Tür zu deinem Kämmerlein, denn es ist Benedix, der davor steht. Hüte dich, ihn nicht wieder wild zu machen durch deinen spröden Sinn. Du sollst auch wissen, dass er das Bubenstück nicht begangen hat, dessen du ihm zeihest. Und du hast des gleichfalls keine Schuld, denn er hat sich durch deinen Eigensinn zu keiner bösen Tat reizen lassen. Die Dirne, verwundert über diese Rede, sah ihn starr und steif ins Gesicht. Und weil darin das Fältlein der Schelkelei oder des Trugs sich nicht voroffenbarte, gewann sie Zutrauen. Ihre trübe Stirn klärte sich auf und sie sprach mit froher Zweifelmütigkeit. Lieber Herr, wenn ihr mein nicht spottet und dem alles so ist, wie ihr saget, so müsst ihr ein Seher oder ein guter Engel meines Buhlen sein, dass ihr das alles so wisset. Sein guter Engel, versetzte Rübezahl betroffen, nein, der bin ich wahrlich nicht, aber ich kann's werden und du sollst's erfahren. Ich bin ein Bürger aus Hirschberg, habe mit zu Rate gesessen, als der arme Sünder verurteilt wurde. Aber seine Unschuld ist ans Licht gebracht. Fürchte nichts für sein Leben. Ich will hin, ihn seiner Banden zu entledigen, denn ich vermag viel in der Stadt. Sei guten Mutes und kehre heim in Frieden. Die Dirne machte sich alsbald auf und gehorchte, obgleich Furcht und Hoffnung in ihrer Seele kämpften. Der ehrwürdige Pater Graurock hatte sich's die drei Tage des Aufschubs blutsauer werden lassen, den Delinquenten gehörig zu beschicken, um seine arme Seele der Hölle zu entreißen, der sie seiner Meinung nach verpfändet war, von Jugend auf. Denn der gute Benedix war ein unwissender Laie, der um Nadel und Schere ungleich besseren Bescheid wusste als um den Rosenkranz. Den Engelgruß und das Paternoster mengte er stets durcheinander, und von dem Credo wusste er keine Silbe. Der eifrige Mönch hatte alle Mühe von der Welt, ihm das Letztere zu lehren, und brachte mit dieser Arbeit zwei volle Tage zu. Denn wenn er sich die Formel aufsagen ließ und das Gedächtnis des armen Sünders auch nicht strauchelte, so unterbrach doch oft ein Gedanke an das Irdische und der halblaute Seufzer: Ach, Klärchen, die ganze Lektion. Darum ist die religiöse Politik des frommen Bruders zuträglich fand, dem verlorenen Schafe die Hölle recht heiß zu machen. Und das gelang ihm auch dergestalt, dass der geängstigte Benedikt kalten Todesschweiß schwitzte und zu geheiligter Freude seines Bekehrers Klärchen rein darüber vergaß. Aber die Vorstellung der angedrohten Martern in der Hölle folterte ihn so unablässig, dass er nichts als bocksfüßige, gehörnte Teufel vor Augen sah, die mit Kersten und Hacken die phasenackten Scharen verdammter Seelen in den ungeheuren Walfischrachen des höllischen Feuerschlundes hineinlotsten. Diesen qualvollen Zustand seines Seelenpfleglings ließ der eifrige Ordensmann insoweit sich zu Herzen gehen, dass er der geistlichen Klugheit gemäß erachtete, den Vorhang im Hintergrunde fallen zu lassen und die grässliche Teufelsszene zu verbergen. Dagegen hitzte er den Schmelzofen des Fegefeuers um desto stärker, welches für den feuerscheuen Benedix ein leidiger Trost war. Deine Missetat, mein Sohn, ist groß, sprach er, aber verzage darum nicht, die Flammen des Fegefeuers werden dich davon reinigen. Wohl dir, dass du das Verbrechen nicht an einem rechtgläubigen Christen verübt hast,
denn da würdest du 1000 Jahre in dem siedenden Schwefelpfuhle bis an den Hals versenkt dafür büßen müssen. Weil du aber nur einen verworfenen Juden geplündert hast, so wird in 100 Jahren deine Seele rein wie ausgebranntes Silber sein. Und ich will so viel Seelenmessen für dich lesen, dass du nicht tiefer bis an den Gürtel in der unauslöschlichen Lava waten sollst. Ob sich nun wohl Benedix völlig unschuldig wusste, so glaubt er doch so fest an die Binde- und Löseschlüssel seines Beichtigers, dass er auf die Revision seines Prozesses in jener Welt gar nicht rechnete, und in dieser Welt nochmals darauf zu provozieren, schreckte ihn die Furcht vor der Folter ab. Darum legte er sich aufs Bitten, flehte seinen geistlichen Radamant um Barmherzigkeit an und suchte von den Qualen des Fegfeuers so viel abzudingen als möglich, wodurch sich denn der strenge Penitentiarius bewogen fand, ihn endlich nur bis an die Knie ins Feuerbad zu versenken, wobei es sein Verbleiben hatte, denn aller Lamenten ungeachtet ließ er sich weiter keinen Zollbreit abnegoziieren. Eben verließ der unerbittliche Sündenrüger den Kerker, nachdem er dem trostlosen Delinquenten zum letzten Male gute Nacht gewünscht hatte, als ihm Rübezahl unsichtbarerweise beim Eingange begegnete. Noch unentschlossen, wie er sein Vorhaben, den Delinquenten in Freiheit zu setzen, so auszuführen vermöchte, dass den Herren von Hirschberg der Spaß nicht verdorben würde, einen Aktus ihrer verjährten Kriminaljurisdiktion auszuüben. Denn der Magistrat hatte sich durch die streckliche Gerechtigkeitspflege bei ihm in guten Kredit gesetzt. In dem Augenblicke geriet er auf einen Einfall, der recht nach seinem Sinne war. Er schlich dem Mönch ins Kloster nach, stahl aus der Kleiderkammer ein Ordenskleid, fuhr hinein und begab sich in Gestalt des Bruder Graurocks ins Gefängnis, welches ihm der Kerkermeister ehrerbietig öffnete. »Das Heil deiner Seelen«, redete er den Gefangenen an, »treibt mich nochmals hierher, da ich dich kaum verlassen habe. Sag an, mein Sohn, was hast du noch auf deinem Herzen und Gewissen, damit ich dich tröste?« »Ehrwürdiger Vater«, antwortete Benedix, »mein Gewissen beißt mich nicht, aber euer Fegefeuer bangt und ängstigt mich und presst mir das Herz zusammen, als läge es zwischen den Daumenstücken.« Freund Rübezahl hatte von kirchlichen Lehrmeinungen sehr unvollständige und verworrene Begriffe. Daher war ihm die Querfrage, wie meinst du das, wohl zu verzeihen. »Ach«, gegenredete Benedix, »in dem Feuerpfuhl bis an die Knie zu baden, ha, das halt ich nicht aus.« »Na«, versetzte Rübezahl, »so bleib davon, wenn dir das Bad zu heiß ist.« Benedix ward an dieser Rede irre, sah dem Pfaffen starr ins Gesicht, dass dieser merkte, er habe irgendeine Unschicklichkeit vorgebracht. Darum lenkt er ein. »Davon ein andermal. Denkst du auch noch an Klärchen? Liebst du sie noch als deine Braut? Und hast du ihr etwas vor deiner Hinfahrt zu sagen, so vertraue es mir.« Benedix staunte bei diesem Namen noch mehr. Der Gedanke an sie, den er mit großer Gewissenhaftigkeit in seiner Seele zu ersticken bemüht gewesen war, wurde auf einmal wieder so heftig angefacht, besonders da vom Abschiedsgruße die Rede war, dass er überlaut anfing zu weinen und zu schluchzen und kein Wort hervorzubringen vermögend war. Diese herzbrechende Gebärdung jammerte den mitleidigen Pfaffen also, dass er beschloss, dem Spiel ein Ende zu machen. »Armer Benedix«, sprach er, »gib dich zufrieden und sei getrost und unverzagt. Du sollst nicht sterben. Ich habe in Erfahrung gebracht, dass du unschuldig bist an dem Raube und deine Hand mit keinem Laster befleckt hast. Darum bin ich kommen, dich aus dem Kerker zu reißen und der Banden zu entledigen.« Er zog einen Schlüssel aus der Tasche. »Lass sehen«, fuhr er fort, »ob er schließt.« Der Versuch gelang. Der Entfesselte stand frank und frei, das Geschmeide fiel ab von Händen und Füßen. Hierauf wechselte der gutmütige Pfaff mit ihm die Kleider und sprach: »Gehe gemachsam, wie ein frommer Mönch, durch die Schar der Wächter vor der Tür des Gefängnisses und durch die Straßen, bis du der Stadt Weichbild hinter dir hast. Dann schürze dich hurtig und schreite rüstig zu, dass du gelangest ins Gebirge endlich und raste nicht, bis du in Liebenau vor Klärchens Tür stehest. Klopfe leise an, dein Liebchen harrt deiner mit ängstlichem Verlangen.« Der gute Benedix wähnte, das alles sei nur ein Traum, rieb sich die Augen, zwickte sich in die Arme und Waden, um zu versuchen, ob er wache oder schlafe.
Und da er inne ward, dass sich alles so verhalte, fiel er seinem Befreier zu Füßen und umfing seine Knie, wollte eine Danksagung stammeln und lag da in stummer Freude, denn die Worte versagten ihm. Der liebreiche Pfaff trieb ihn endlich fort und reichte ihm noch einen Laib Brot und eine Knackwurst zur Zehrung auf dem Weg. Mit wankendem Knie schritt der Entledigte über die Schwelle des traurigen Kerkers, fürchtete immer erkannt zu werden. Aber sein ehrwürdiger Rock gab ihm einen solchen Wohlgeruch von Frömmigkeit und Tugend, dass die Wächter nichts von Delinquentenschaft darunter bitterten. Klärchen saß indessen bänglich einsam in ihrem Kämmerlein, horchte auf jedes Rauschen des Windes und spähte jeden Fußtritt der Vorübergehenden. Oft dünkt ihr, es rege sich was am Fensterladen, oder es klinge der Pfortenring. Sie schreckte auf mit Herzklopfen, sah durch die Luke, und es war Täuschung. Schon schüttelten die Hähne in der Nachbarschaft die Flügel und verkündeten durch ihr Krähen den kommenden Tag. Das Glöcklein im Kloster läutete zur Frühmetten, das ihr wie Totenruf und Grabesklang tönte. Der Wächter stieß zum letzten Mal ins Horn und weckte die schnarchenden Bäckermägde zu ihrem frühen Tagewerk. Klärchens Lämpchen fing an dunkel zu brennen, weil es ihm am Öl gebrach. Ihre Unruhe mehrte sich mit jedem Augenblick und ließ ihr nicht die herrliche Rose von guter Vorbedeutung bemerken, die an dem glimmenden Docht brannte. Sie saß auf ihrer Bettlade, weinte bitterlich und seufzte: »Benedix, Benedix, was für ein bänglicher Tag für dich und mich dämmert jetzt heran!« Sie lief ans Fenster. Ach, blutrot war der Himmel nach Hirschberg hin, und schwarze Nebelwolken schwebten wie Trauerflor und Leichentücher hin und wieder am Horizonte. Ihre Seele bebte von diesem ahndungsvollen Anblick zurück. Sie sank in dumpfes Hinbrüten, und Totenstille war um sie her. Da pochte es dreimal leise an ihr Fenster, als ob sich's eignete. Ein froher Schauer durchlief ihre Glieder, sie sprang auf, tat einen lauten Schrei, denn eine Stimme flüsterte durch die Luke: »Mein Liebchen, bist du wach?« Husch war sie an der Tür. »Ach, Benedix, bist du es, oder ist es dein Geist?« Wie sie aber den Bruder Graurock erblickte, sank sie zurück und starb vor Entsetzen hin. Da umschlang sie sanft sein treuer Arm, und der Kuss der Liebe, das große Mittel gegen alle hysterischen Ohnmachten, brachte sie bald wieder ins Leben. Nachdem die stumme Szene des Erstaunens und die Ergießungen der ersten freudigen Herzensgefühle vorüber waren, erzählt ihr Benedix seine wunderbare Errettung aus dem peinlichen Kerker. Doch die Zunge klebt ihm am Gaumen vor großem Durst und Ermattung. Klärchen ging ihm einen Trunk frisches Wasser zu holen, und nachdem er sich damit gelabt hatte, fühlt er Hunger. Aber sie hatte nichts zum Imbiss als die Panazee der Liebenden, Salz und Brot, wobei sie voreilig geloben, zufrieden und glücklich miteinander zu sein, ihr Leben lang. Da dachte Benedix an seine Knackwurst, zog sie aus der Tasche und wunderte sich, was, dass sie schwerer war als ein Hufeisen, brach sie voneinander. Siehe, da fielen eitel Goldstücken heraus, worüber Klärchen nicht wenig erschrak, meinte, das Gold sei eine schändliche Reliquie von dem Raube des Juden, und Benedix sei nicht so unschuldig, als ihn der ehrsame Mann gemacht habe, der ihr im Gebirge erschienen war. Allein der truglose Geselle beteuerte höchlich, dass der fromme Ordensmann ihm diesen verborgenen Schatz vermutlich als eine Hochzeitssteuer verliehen habe, und sie glaubte seinen Worten. Darauf segneten beide mit dankbarem Herzen den edelmütigen Wohltäter, verließen ihre Vaterstadt und zogen gen Prag, wo Meister Benedix mit Klärchen, seinem Weibe, lange Jahre als ein wohlbehaltener Mann in friedlicher Ehe bei reichem Kindersegen lebte. Die Galgenscheu war so tief bei ihm eingewurzelt, dass er seinen Kunden nie etwas veruntreute und wider Natur und Brauch seiner Zunftgenossen auch nicht den kleinsten Abschnitt in die Helle warf. In der frühen Morgenstunde, da Klärchen mit schauervoller Freude den Finger ihres Buhlen am Fenster vermerkte, klopfte auch in Hirschberg ein Finger an die Tür des Gefängnisses. Das war der Bruder Graurock, der von frommen Eifer aufgeweckt den Anbruch des Tages kaum erwarten konnte, die Bekehrung des armen Sünders zu vollenden und ihn als einen halben Heiligen dem gewaltsamen Arm des Henkers zu überantworten. Rübezahl hatte einmal die Delinquentenrolle übernommen und war entschlossen, sie zu Ehre der Justiz rein auszuspielen.
Er schien wohlgefasst zum Sterben zu sein, und der fromme Mönch freute sich darüber und erkannte diese Standhaftigkeit alsbald für die gesegnete Frucht seiner Arbeit an der Seele des armen Sünders. Darum ermangelte er nicht, ihn in dieser Gemütsverfassung durch seinen geistlichen Zuspruch zu erhalten, und beschloss seinen Sermon mit dem tröstlichen Weihspruch: So viele Menschen du bei deiner Ausführung erblicken wirst, die dich an die Gerichtsstätte geleiten, siehe, so viele Engel stehen schon bereit, deine Seele in Empfang zu nehmen und sie einzuführen ins schöne Paradies. Darauf ließ er ihn die Fesseln entledigen, wollte ihn Beichte hören und dann absolvieren. Doch fiel ihm ein, vorher noch die gestrige Lektion zu rekapitulieren, damit der arme Sünder unterm Galgen im geschlossenen Kreise sein Glaubensbekenntnis frei und ohne Anstoß zur Erbauung der Zuschauer hersagen möchte. Aber wie erschrak der Ordensmann, da er inneward, dass der ungelehrige Delinquent sein Credo die Nacht über völlig ausgeschwitzt hatte. Der fromme Mönch war gänzlich der Meinung, der Satanas sei hier im Spiel und wollte dem Himmel die gewonnene Seele entreißen. Darum fing er kräftig an zu exorzizieren, aber der Teufel wollte sich nicht austreiben und das Credo nicht in des Malefikanten Kopf hineinzwingen lassen. Die Zeit war darüber verlaufen, das peinliche Gericht hielt dafür, dass es nun an der Stunde sei, den Leib zu töten, und kümmerte sich nicht weiter um den Seelenzustand seines Schlachtopfers. Ohne der Exekution länger Aufschub zu gestatten, wurde der Stab gebrochen. Und obwohl Rübezahl als ein verstockter Sünder ausgeführt wurde, so unterwarf er sich doch allen üblichen Formalitäten der Hinrichtung ganz willig. Wie er von der Leiter gestoßen wurde, zappelte er am Strange nach Herzenslust und trieb das Spiel so arg, dass dem Henker dabei übel zumute ward. Denn es erhob sich ein plötzliches Getöse im Volk, und einige schrien, man solle den Hangmann steinigen, weil er den armen Sünder über die Gebühr martere. Um also Unglück zu verhüten, streckte sich Rübezahl lang aus, stellte sich an, als sei er tot. Da sich aber das Volk verlaufen hatte und nachher einige Leute in der Gegend des Hochgerichts hin und her wandelten, aus Vorwitz hinzutraten und den Kadaver beschauen wollten, fing der Scherztreiber am Galgen sein Spiel von neuem an und erschreckte die Beschauer durch fürchterliche Grimassen. Daher lief gegen Abendzeit in der Stadt ein Gerücht um, der Gehangene könne nicht sterben und tanze noch immer am Hochgericht, welches den Senat bewog, des Morgens in aller Frühe durch einige Deputierten die Sache genau untersuchen zu lassen. Wie sie nun dahin kamen, fanden sie nichts als ein Büschlein Stroh am Galgen, mit alten Lumpen bedeckt, als man pflegt, in die Erbsen zu stellen, die genäschigen Spatzen damit zu scheuchen. Worüber sich die Herren von Hirschberg Baas wunderten, ließen sie in aller Stille den Strohmann abnehmen und breiteten aus, der große Wind habe zur Nachtzeit den leichten Schneider vom Galgen über die Grenze geweht. Ende von Abschnitt 2. Abschnitt 3 aus Legenden von Rübezahl, aus Volksmärchen der Deutschen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Legenden von Rübezahl aus Volksmärchen der Deutschen von Johann Karl August Musäus. Dritte Legende. Nicht immer war Rübezahl bei der Laune, denen, die er durch seine Neckereien in Schaden und Nachteil gebracht hatte, einen so edelmütigen Ersatz zu geben. Oft machte er nur den Plagegeist aus boshafter Schadenfreude und kümmerte sich wenig darum, ob er einen Schurken oder einen Biedermann foppte. Oft gesellte er sich zu einem einsamen Wanderer als Geleitsmann, führte unvermerkt den Fremdling irre, ließ ihn an dem Absturz einer Bergzinne oder in einem Sumpfe stehen und verschwand mit höhnendem Gelächter. Zuweilen erschreckte er die furchtsamen Marktweiber durch abenteuerliche Gestalten wildfremder chimärischer Tiere, welches Blendwerk zu dem scherzhaften Irrtum Anlass gegeben, dass neulich unser Produktensammler unter Büschings Firma den leibhaften Rübezahl mit unter Europens Produkte aufgenommen hat. Denn das leopardenähnliche Tier, das sich zu Zeiten im sudetischen Gebirge soll sehen lassen, von den Butterweibern Rüsow genannt, ist nichts anders als ein Phantom von Rübezahl. Anmerkung:
Europens Produkte, Dessau 1782, Seite 249. Und Büschings Erdbeschreibung, dritter Teil, erster Band, Seite 212. Ende der Anmerkung. Oft lähmt er dem Reisigen das Ross, dass es nicht von der Stelle konnte, zerbrach den Fuhrleuten ein Rad oder eine Achse am Wagen, ließ vor ihren Augen ein abgerissenes Felsstück in einen Hohlweg hinabrollen, das sie mit unendlicher Mühe auf die Seite räumen mussten, um sich freie Bahn zu machen. Oft hielt eine unsichtbare Kraft einen ledigen Wagen, dass sechs rasche Pferde ihn nicht fortzuziehen vermochten, und ließ der Fuhrmann merken, dass er eine Neckerei von Rübezahl wähne, oder brach er aus Unwillen in Invektiven gegen den Berggeist aus. So hatte er ein Heer Hornissen, das die Pferde wütig machte, einen Steinhagel oder eine reichhaltige Bastonade von unsichtbarer Hand zu erwarten. Mit einem alten Schäfer, der ein gerader, treuherziger Mann war, hatte er Bekanntschaft gemacht und sogar eine Art von vertraulicher Freundschaft errichtet. Er gestattete ihm, mit der Herde bis an die Hecken seiner Gärten zu treiben, welches ein anderer nicht hätte waghalsen dürfen. Der Geist hörte dem Graukopf bisweilen mit eben dem Vergnügen zu, wenn ihm dieser seinen unbedeutenden Lebenslauf erzählte, als Hans Hubrichs Biograf die Leiden und Freuden des alten sächsischen Bauers verschlang, obgleich Rübezahl diese Geschichte nicht so ekelhaft wie jener wiederkäuete. Demungeachtet versah es der Alte doch einmal. Da er eines Tages nach Gewohnheit seine Herde in das Gnomengehege trieb, brachen einige Schafe durch die Hecken und weideten auf den Grasplätzen des Gartens. Darüber ergrimmte Freund Rübezahl dergestalt, dass er alsbald einen panischen Schrecken auf die Herde fallen ließ, sie in wildem Getümmel den Berg herabscheuchte, wodurch sie größtenteils verunglückten und der Nahrungsstand des alten Schäfers in solchen Verfall kam, dass er sich darüber zu Tode grämte. Ein Arzt aus Schmiedeberg, der auf dem Riesengebirge zu botanisieren pflegte, genoss gleichfalls zuweilen die Ehre, mit seiner prahlerischen Gesprächigkeit den Gnomen unbekannterweise zu unterhalten, der bald als Holzhauer, bald als ein Reisender sich zu ihm fand und den Schmiedeberger Äskulap seine Wunderkuren mit Vergnügen sich vordozieren ließ. Er war zu Zeiten so gefällig, das schwere Kräuterbündel ihm ein gut Stück Weges nachzutragen und ihm manche noch unbekannte Heilkräfte derselben kund zu machen. Der Arzt, der sich in der Kräuterkunde weiser dünkte als ein Holzhauer, empfand diese Belehrung übel und sprach mit Unwillen. Der Schuster soll bei seinen Leisten bleiben und der Holzhauer soll den Arzt nicht lehren. Weil du aber der Kräuter und Pflanzen kundig bist, vom Ysop, der auf der Mauer wächst, bis auf die Zeder zu Libanon, so sag mir doch, du weiser Salomon, was war er? Die Eichel oder der Eichbaum? Der Geist antwortete, doch wohl der Baum, denn die Frucht kommt vom Baume. Na, sprach der Arzt, wo kam denn der erste Baum her, wenn er nicht aus dem Samen sproßte, der in der Frucht verschlossen liegt? Der Holzhauer erwiderte, das ist, sehe ich, eine Meisterfrage, die mir schier zu hoch ist. Aber ich will euch auch eine Frage vorlegen. Wem gehört dieser Erdengrund zu, darauf wir stehen, dem König von Böhmen oder dem Herrn vom Berge? So nannten die Nachbarn den Berggeist, nachdem sie waren gewitzigt worden, dass der Name Rübezahl im Gebirge konterbannt war und nur Stöße und blaue Mäler einbrachte. Der Arzt bedachte nicht lange. Ich vermeine, dieser Grund und Boden gehöre meinen Herrn, dem König von Böhmen, zu. Denn Rübezahl ist ja nur ein Hirngespinste, ein Nonsens oder Popanz, die Kinder damit fürchten zu machen. Kaum war das Wort aus seinem Munde, so verwandelte sich der Holzhauer in einen scheußlichen Riesen mit feuerfunkelnden Augen und wütiger Gebärde, schnauzte den Arzt grimmig an und sprach mit rauer Stimme, »Hier ist Rübezahl, der dich nonsensen wird, dass dir sollen die Rippen krachen.« Er wischte ihn darauf beim Kragen, rann ihn gegen die Bäume und Felswände, riss und warf ihn hin und her, wie der Teufel den Dr. Faust zweilend in der Komödie tat, schlug ihm zuletzt ein Auge aus und ließ ihn für tot auf dem Platze liegen, dass sich der Arzt nachher hoch vermaß, nie wieder ins Gebirge botanisieren zu gehen. So leicht war es, Rübezahls Freundschaft zu verscherzen, aber ebenso leicht war es, sie zu gewinnen. Einem Bauer in der Amtspflege Reichenberg hatte ein böser Nachbar sein Hab und Gut abgerechnet, und nachdem sich die Justiz seiner letzten Kuh bemächtigt hatte,
blieb ihm nichts übrig als ein abgehärmtes Weib und ein halb Dutzend Kinder, davon er gern den Gerichten die Hälfte für sein letztes Stückchen Vieh verpfändet hätte. Zwar gehörten ihm noch ein paar rüstige, gesunde Arme zu, aber sie waren nicht hinreichend, sich und die Seinigen davon zu nähren. Es schnitt ihm durchs Herz, wenn die jungen Raben nach Brot schrien und er nichts hatte, ihren quälenden Hunger zu stillen. Mit 100 Talern, sprach er zu dem kummervollen Weibe, wäre uns geholfen, unseren zerfallenen Haushalt wieder anzurichten und fern von den streitsüchtigen Nachbarn ein neues Eigentum zu gewinnen. Du hast reiche Vettern jenseits des Gebirges. Ich will hin und ihnen unsere Not klagen. Vielleicht, dass sich einer erbarmet und aus gutem Herzen von seinem Überfluss uns auf Zinsen leiht, so viel wir bedürfen. Das niedergedrückte Weib willigte mit schwacher Hoffnung eines glücklichen Erfolgs in diesen Vorschlag, weil sie keinen besseren wusste. Der Mann aber gürtete früh seine Lenden, und indem er Weib und die Kinder verließ, sprach er ihnen Trost zu. Weinet nicht, mein Herz sagt mir, ich werde einen Wohltäter finden, der uns förderlicher sein wird als die 14 Nothelfer, zu welchen ich so oft vergeblich gewallfahret bin. Hierauf steckte eine harte Brotrinde zur Zehrung in die Tasche und ging davon. Müde und matt von der Hitze des Tages und dem weiten Weg gelang er zur Abendzeit in dem Dorfe an, wo die reichen Vettern wohnten. Aber keiner wollte ihn kennen, keiner wollte ihn beherbergen. Mit heißen Tränen klagte er ihnen sein Elend, aber die hartherzigen Filze achteten nicht darauf, kränkten den armen Mann mit Vorwürfen und beleidigenden Sprichwörtern. Einer sprach: Junges Blut, spar dein Gut. Der andere: Hofrat, kommt vor dem Fall. Der dritte: Wie du's treibst, so geht's. Der vierte: Jeder ist seines Glücks Schmied. So höhnten und spotteten sie seiner, nannten ihn einen Prasser und Faulenzer, und endlich stießen sie ihn gar zur Tür hinaus. Einer solchen Aufnahme hatte sich der arme Vetter von der reichen Sippschaft seines Weibes nicht versehen. Stumm und traurig schlich er aus dem Dorfe, und weil er nichts hatte, das Schlafgeld in der Herberge zu bezahlen, musste er auf einem Heuschober im Felde übernachten. Hier erwartete er ratlos des zögernden Tages, um sich auf den Heimweg zu begeben. Da er nun wieder ins Gebirge kam, übernahm ihn Harm und Bekümmernis so sehr, dass er der Verzweiflung nahe war. 2 Tage Arbeitslohn verloren, dachte er bei sich selber, matt und entkräftet von Gram und Hunger, ohne Trost, ohne Hoffnung. Wenn du nun heimkehrest und die 6 armen Würmer dir entgegenschmachten, ihre Hände aufheben, von dir Labsal zu begehren und du für einen Bissen Brot ihnen einen Stein bieten musst, Vaterherz, Vaterherz, wie kannst du's tragen? Brich entzwei, armes Herz, ehe du diesen Jammer fühlest. Hierauf warf er sich unter einen Schlehenbusch, seinen schwermütigen Gedanken weiter nachzuhangen. Wie aber am Rande des Verderbens die Seele noch die letzten Kräfte anstrengt, ein Rettungsmittel auszukundschaften, jede Hirnfaser auf- und niederläuft, alle Winkel der Fantasie durchspäht, Schutz oder Frist für den hereinbrechenden Untergang zu suchen, gleich einem Bootsmanne, der sein Schiff sinken sieht, schnell die Strickleiter hinaufrennt, sich in den Mastkorb zu bergen, oder, wenn er unterm Verdeck ist, aus der Luke springt, in der Hoffnung, ein Brett oder eine ledige Tonne zu erhaschen, um sich über Wasser zu halten. So verfiel unter 1000 nichtigen Anschlägen und Einfällen der trostlose Veit auf den Gedanken, sich an den Geist des Gebirges in seinem Anliegen zu wenden. Er hatte viel abenteuerliche Geschichten von ihm gehört, wie er zuweilen die Reisenden getrillt und gehudelt, ihnen manchen Tort und Dampf angetan, doch auch mitunter Gutes erwiesen habe. Es war ihm nicht unbekannt, dass er sich bei seinem Spottnamen nicht ungestraft rufen lasse. Dennoch wusste er ihm auf keine andere Weise beizukommen. Also wagt er es auf eine Prügelei und rief so sehr er konnte: Rübezahl! Rübezahl! Auf diesem Ruf erschien alsbald eine Gestalt gleich einem rußigen Köhler mit einem fuchsroten Barte, der bis an den Gürtel reichte, feurigen, stieren Augen und war mit einer Schürstange bewaffnet gleich einem Weberbaum, die er mit Grimm erhob, den frechen Spötter zu erschlagen. Mit Gunst, Herr Rübezahl, sprach Veit ganz unerschrocken, verzeih, wenn ich euch nicht recht tituliere. Hört mich nur an, dann tut, was euch gefällt. Diese dreiste Rede und die kummervolle Miene des Mannes, die weder auf Mutwillen noch Vorwitz deutete, besänftigten den Zorn des Geistes in etwas.
Erdenwurm, sprach er, was treibt dich, mich zu beunruhigen? Weißt du auch, dass du mir mit Hals und Haut für deinen Frevel büßen musst? Herr, antwortete Veit, die Not treibt mich zu euch. Hab eine Bitte, die ihr mir leicht gewähren könnt. Ihr sollt mir 100 Taler leihen. Ich zahle sie euch mit landüblichen Zinsen in 3 Jahren wieder, so wahr ich ehrlich bin. Tor, sprach der Geist, bin ich ein Wucherer oder Jude, der auf Zinsen leiht? Gehe hin zu deinen Menschenbrüdern und borge da, so viel dir Not tut. Mich aber lass in Ruhe. Ach, erwiderte Veit, mit der Menschenbrüderschaft ist's aus. Auf mein und dein gilt keine Brüderschaft. Hierauf erzählte er ihm seine Geschichte nach der Länge und schilderte ihm sein drückendes Elend so rührend, dass ihm der Gnome seine Bitte nicht versagen konnte. Und wenn der arme Tropf auch weniger Mitleid verdient hätte, so schien doch dem Geist das Unterfangen, von ihm ein Kapital zu leihen, so neu und sonderbar, dass er um des guten Zutrauens willen geneigt war, des Mannes Bitte zu gewähren. »Komm, folge mir«, sprach er, und führt ihn darauf waldeinwärts in ein abgelegenes Tal zu einem schroffen Felsen, dessen Fuß ein dichter Busch bedeckte. Nachdem sich Veit nebst seinem Begleiter mit Mühe durchs Gesträuch gearbeitet hatte, gelangten sie zum Eingang einer finsteren Höhle. Dem guten Veit war nicht wohl dabei zumute, da er so im Dunkeln tappen musste. Es lief ihm ein kalter Schauer nach dem anderen den Rücken herab, und seine Haare sträubten sich empor. Rübezahl hat schon manchen betrogen, dachte er. Wer weiß, was für ein Abgrund mir vor den Füßen liegt, in welchen ich beim nächsten Schritt hinabstürze. Dabei hörte er ein fürchterliches Brausen als eines Tagwassers, das sich in den tiefen Schacht ergoss. Je weiter er fortschritt, je mehr engten ihn Furcht und Grausen das Herz ein. Doch bald sah er zu seinem Trost in der Ferne ein blaues Flämmchen hüpfen. Das Berggewölbe erweiterte sich zu einem geräumigen Saale. Das Flämmchen brannte helle und schwebte als ein Hangeleuchter in der Mitte der Felsenhalle. Auf dem Pflaster derselben fiel ihm eine kupferne Bratpfanne in die Augen mit eitel harten Talern, bis an den Rand gefüllt. Da Veit den Geldschatz erblickte, schwand alle seine Furcht dahin und das Herz hüpfte ihm vor Freuden. »Nimm«, sprach der Geist, »was du bedarfst. Es sei wenig oder viel, nur stelle mir einen Schuldbrief aus, wofern du der Schreiberei kundig bist.« Der Debitor bejahte das und zählte sich gewissenhaft die 100 Taler zu, nicht einen mehr und keinen weniger. Der Geist schien auf das Zahlungsgeschäft gar nicht zu achten, drehte sich weg und suchte indes seine Schreibmaterialien hervor. Veit schrieb den Schuldbrief so bündig, als ihm möglich war. Der Gnome schloss solchen in einen eisernen Schatzkasten und sagte zum Valett, »Zieh hin, mein Freund, und nütze dein Geld mit arbeitsamer Hand. Vergiss nicht, dass du mein Schuldner bist, und merke dir den Eingang in das Tal und diese Felsenkluft genau. Sobald das 3. Jahr verflossen ist, zahlst du mir Kapital und Zins zurück. Ich bin ein strenger Gläubiger. Hältst du nicht ein, so fordere ich es mit Ungestüm.« Der ehrliche Veit versprach auf den Tag, gute Zahlung zu leisten, versprach's mit seiner biederen Hand, doch ohne Schwur, verpfändete nicht seine Seele und Seligkeit, wie lose Bezahler zu tun pflegen, und schied mit dankbarem Herzen von seinem Schuldherrn in der Felsenhöhle, aus der er leicht den Ausgang fand. Die 100 Taler wirkten bei ihm so mächtig auf Seele und Leib, dass ihm nicht anders zumute war, da er das Tageslicht wieder erblickte, als ob er Balsam des Lebens in der Felsenkluft eingesogen habe. Freudig und gestärkt an allen Gliedern schritt er nun seiner Wohnung zu und trat in die elende Hütte, in dem sich der Tag zu neigen begann. Sobald ihm die abgezehrten Kinder erblickten, schrien sie ihm einmütig entgegen. »Brot, Vater, einen Bissen Brot, hast uns lange darben lassen!« Das abgehärmte Weib saß in einem Winkel und weinte, fürchtete nach der Denkungsart der Kleinmütigen das Schlimmste und vermutete, dass der Ankömmling eine traurige Litanei anstimmen werde. Er aber bot ihr freundlich die Hand, hieß ihr Feuer anzuschüren auf dem Herde, denn er trug Grütze und Hirsen aus Reichenberg im Zwergsack, davon die Hausmutter einen steifen Brei kochen musste, dass der Löffel innen stand. Nachher gab er ihr Bericht von dem guten Erfolg seines Geschäftes. »Deine Vettern«, sprach er, »sind gar rechtliche Leute. Sie haben mir nicht meine Armut vorgerückt, haben mich nicht verkannt oder mich schimpflich vor der Türe abgewiesen, sondern mich freundlich beherbergt.
Herz und Hand mir eröffnet und 100 Taler vorschussweise auf den Tisch gezählt. Da fiel dem guten Weibe ein schwerer Stein vom Herzen, der sie lange gedrückt hatte. Wären wir, sagte sie, eher vor die rechte Schmiede gegangen, so hätten wir uns manchen Kummer ersparen können. Hierauf rühmte sie ihre Freundschaft, zu der sie sich vorher so wenig Gutes versehen hatte, und tat recht stolz auf die reichen Vettern. Der Mann ließ ihr nach so vielen Drangsalen gerne die Freude, die ihrer Eitelkeit so schmeichelhaft war. Da sie aber nicht aufhörte, von den reichen Vettern zu kosen und das viele Tage so antrieb, wurde Veit des Lobposaunens der Geizdrachen satt und müde und sprach zum Weibe: Als ich vor der rechten Schmiede war, weißt du, was mir der Meister Schmied für einen weise Lehre gab? Sie sprach: Welche? Jeder, sagt er, sei seines Glückes Schmied, und man müsse das Eisen schmieden, weil es heiß sei. Drum lass uns nun die Hände rühren und unseren Beruf fleißig obliegen, dass wir was vor uns bringen, in 3 Jahren den Vorschuss nebst den Zinsen abzahlen können und aller Schuld quitt und ledig sein. Darauf kaufte einen Acker und einen Heuschlag, dann wieder einen und noch einen, dann eine ganze Hufe. Es war ein Segen in Rübezahls Gelde, als wenn ein Hektaler drunter wäre. Veit säte und erntete, wurde schon für einen wohlhabenden Mann im Dorfe gehalten, und sein Säckel vermochte noch immer ein kleines Kapital zur Erweiterung seines Eigentums. Im 3. Sommer hatte er schon zu seiner Hufe ein Herrengut gepachtet, das ihm reichen Wucher brachte. Kurz, er war ein Mann, dem alles, was er tat, zu gutem Glück gedieh. Der Zahlungstermin kam nun heran, und Veit hatte so viel erübrigt, dass er ohne Beschwerden seine Schuld abtragen konnte. Er legte das Geld zurechte, und auf dem bestimmten Tag war er früh auf, weckte das Weib und alle seine Kinder, hieß sie waschen und kämmen und ihre Sonntagskleider anziehen, auch die neuen Schuhe und die Scharlachinnen wieder und Brusttücher, die sie noch nicht auf den Leib gebracht hatten. Er selbst holte seinen Gottestischrock herbei und rief zum Fenster hinaus: »Hans, spann an!« »Mann, was hast du vor?« frug die Frau. »Es ist heute weder Feiertag noch ein Kirchweihfest. Was macht dich so guten Mutes, dass du uns ein Wohlleben bereitet hast? Und wo gedenkst du uns hinzuführen?« Er antwortete: »Ich will mit euch die reichen Vettern jenseits des Gebirges heimsuchen und dem Gläubiger, der mir durch seinen Vorschub wieder aufgeholfen hat, Schuld und Zins bezahlen, denn heute ist der Zahltag.« Das gefiel der Frau wohl. Sie putzte sich und die Kinder stattlich heraus, und damit die reichen Vettern eine gute Meinung von ihrem Wohlstande bekämen und sich ihrer nicht schämen dürften, band sie eine Schnur gekrümmter Dukaten um den Hals. Veit rüttelte den schweren Geldsack zusammen, nahm ihn zu sich, und da alles in Bereitschaft war, saß er auf mit Frau und Kind. Hans peitschte die 4 Hengste an, und sie trabten mutig über das Blachfeld nach dem Riesengebirge zu. Vor einem steilen Hohlweg ließ Veit den Rollwagen halten, stieg ab und hieß den anderen Gleiches zu tun. Dann gebot er dem Knechte: »Hans, fahr gemachsam den Berg hinan. Oben bei den 3 Linden sollst du uns erwarten. Und ob wir auch verziehen, so lass dich's nicht anfechten. Lass die Pferde verschnauben und einstweilen grasen. Ich weiß hier einen Fußpfad. Er ist etwas doch lustig zu wandeln.« Darauf schlug er sich in Geleitschaft des Weibes und der Kinderwald ein, durch dicht verwachsenes Gebüsche, und spekulierte hin und her, dass die Frau meinte, ihr Mann habe sich verirrt, ermahnte ihn darum, zurückzukehren und der Landstraße zu folgen. Veit aber stand plötzlich still, versammelte seine 6 Kinder um sich her und redete also: »Du wähnst, liebes Weib, dass wir zu deiner Freundschaft ziehen. Dahin steht jetzt nicht mein Sinn. Deine reichen Vettern sind Knauser und Schurken, die, als ich weilend in meiner Armut Trost und Zuflucht bei ihnen suchte, mich gefoppt, gehöhnt und mit Übermut von sich gestoßen haben. Hier wohnt der reiche Vetter, dem wir unseren Wohlstand verdanken, der mir aufs Wort das Geld geliehen, das in meiner Hand so wohl gewuchert hat. Auf heute hat er mich herbeschieden, Zins und Kapital ihm wieder zu erstatten. Wisst ihr nun, wer unser Schuldherr ist? Der Herr vom Berge, Rübezahl genannt.« Das Weib entsetzte sich heftig über diese Rede, schlug ein großes Kreuz vor sich, und die Kinder bebten und gebärdeten sich ängstlich vor Furcht und Schrecken, dass sie der Vater zu Rübezahl führen wollte. Sie hatten viel in den Spinnstuben von ihm gehört, dass er sei ein scheußlicher Riese und Menschenfresser.
Veit aber erzählte ihnen sein ganzes Abenteuer, wie ihm der Geist in Gestalt eines Köhlers auf sein Rufen erschienen sei und was er mit ihm verhandelt habe in der Höhle, pries seine Mildtätigkeit mit dankbaren Herzen und so inniger Rührung, dass ihm die warmen Tränen über die freundlichen, rotbraunen Backen herabträufelten. »Verziehet hier«, fuhr er fort, »jetzt gehe ich in die Höhle, mein Geschäft auszurichten. Fürchtet nichts, ich werde nicht lange sein, und wenn ich's vom Gebirgsherrn erlangen kann, so bringe ich ihn zu euch. Scheuet euch nicht, eurem Wohltäter treuherzig die Hand zu schütteln, ob sie gleich schwarz und rußig ist, aber er tut euch nichts zuleide und freut sich seiner guten Tat und unseres Dankes gewiss. Seid nur beherzt, er wird euch goldene Äpfel und Pfeffernüsse austeilen.« Ob nun gleich das bängliche Weib viel gegen die Wallfahrt in die Felsenhöhle einzuwenden hatte und auch die Kinder jammerten und weinten, sich um den Vater herlagerten, und da er sie auf die Seite schob, ihn an den Rockfalten zurückzuziehen, sich anstemmten, so riss er sich doch mit Gewalt von ihnen in den dicht verwachsenen Busch, und er gelangte zu dem wohlbekannten Felsen. Er fand alle Merkzeichen der Gegend wieder, die er sich wohl ins Gedächtnis geprägt hatte. Die alte, halb erstorbene Eiche, an deren Wurzeln die Kluft sich öffnete, stand noch, wie sie vor 3 Jahren gestanden hatte. Doch von einer Höhle war keine Spur mehr vorhanden. Veit versuchte es auf alle Weise, sich den Eingang in den Berg zu öffnen. Er nahm einen Stein, klopfte an den Felsen. Er solle, meinte er, sich auftun. Er zog den schweren Geldsack hervor, klingelte mit den harten Talern und rief, so laut er nur konnte, »Geist des Gebirges, nimm hin, was dein ist!« Doch der Geist ließ sich weder hören noch sehen. Also musste sich der ehrliche Schuldner entschließen, mit seinem Säckel wieder umzukehren. Sobald ihn das Weib und die Kinder von Ferne erblickten, eilten sie ihm freudenvoll entgegen. Er aber war missmutig und sehr bekümmert, dass er seine Zahlung nicht an die Behörde abliefern konnte, und setzte sich zu den Seinen auf einen Rasenrain und überlegte, was nun zu tun sei. Da fiel ihm sein altes Wagestück wieder ein. »Ich will«, sprach er, »den Geist bei seinem Ekelnamen rufen. Wenn's ihm auch verdrießt, mag er mich bläuen und hausen, wie er Lust hat. Wenigstens hört er auf diesen Ruf gewiss.« Schrie darauf als Herzenskraft, »Rübezahl, Rübezahl!« Das angstvolle Weib bat ihn zu schweigen, wollte ihm den Mund zu halten. Er ließ sich nicht wehren und trieb es immer ärger. Plötzlich drängte sich jetzt der jüngste Bube an die Mutter heran, schrie bänglich, »Ach, der schwarze Mann!« Getrost frug Veit, »Wo?« Dort lauschte er hinter jenem Baume hervor, und alle Kinder krochen in einen Haufen zusammen, bebten vor Furcht und schrien jämmerlich. Der Vater blickte hin und sah nichts, es war Täuschung, war ein leerer Schatten, kurz Rübezahl kam nicht zum Vorschein, und alles Rufen war umsonst. Die Familienkarawane trat nun den Rückweg an, und Vater Veit ging ganz betrübt und schwermütig auf der breiten Landstraße vor sich hin. Da erhob sich vom Walde her ein sanftes Rauschen in den Bäumen. Die schlanken Birken neigten ihre Wipfel, das bewegliche Laub der Espen zitterte. Das Brausen kam näher, und der Wind schüttelte die weit ausgestreckten Äste der Steineichen, trieb dürres Laub und Grashalme vor sich her, kräuselte im Wege kleine Staubwolken empor, an welchem artigen Schauspiel die Kinder, die nicht mehr an Rübezahl dachten, sich belustigten und nach den Blättern haschen, womit der Wirbelwind spielte. Unter dem dürren Laube wurde auch ein Blatt Papier über den Weg gewehet, auf welches der kleine Geisterseher Jagd machte. Doch wenn er danach griff, hob es der Wind auf und führte es weiter, dass er es nicht erlangen konnte. Darum warf er seinen Hut danach, der es endlich bedeckte. Weil es nun ein schöner weißer Bogen war und der ökonomische Vater jede Kleinigkeit in seinem Haushalt zu nutzen pflegte, so brachte ihm der Knabe den Fund, um sich ein kleines Lob zu verdienen. Als dieser das zusammengerollte Papier aufschlug, um zu sehen, was es war, fand er, dass es der Schuldbrief war, den er an dem Berggeist ausgestellt hatte, von oben herein zerrissen, und unten stand geschrieben, »Zu Dank bezahlt«. Wie das Veit inne ward, rührte es ihm tief in der Seele, und er rief mit freudigem Entzücken, »Freue dich, liebes Weib, und ihr Kinder, allesamt freuet euch! Er hat uns gesehen, hat unseren Dank gehört, unser guter Wohltäter, der uns unsichtbar umschwebte, weiß, dass Veit ein ehrlicher Mann ist. Ich bin meiner Zusage quitt und ledig, nun lasst uns mit frohen Herzen heimkehren.«
Eltern und Kinder weinten noch viele Tränen der Freude und des Dankes, bis sie wieder zu ihrem Vorwerk gelangten. Und weil die Frau groß Verlangen trug, ihre Freundschaft heimzusuchen, um durch ihren Wohlstand die filzigen Vettern zu beschämen, denn der Bericht des Mannes hatte ihre Galle gegen die Knauser rege gemacht, so rollten sie frisch den Berg hinab, gelangten in der Abendstunde in die Dorfschaft und hielten bei dem nämlichen Bauernhof an, aus welchem Veit vor 3 Jahren war herausgestoßen worden. Er pochte diesmal ganz herzhaft an und frug nach dem Wirte. Es kam ein unbekannter Mann zum Vorschein, der gar nicht zur Freundschaft gehörte. Von diesem erfuhr Veit, dass die reichen Vettern ausgewirtschaftet hatten. Der eine war gestorben, der andere verdorben, der dritte davongegangen und ihre Stätte ward nicht mehr gefunden in der Gemeine. Veit übernachtete nebst seiner Rollwagengesellschaft bei dem gastfreien Hauswirt, der ihm und seinem Weibe das alles weitläufiger erzählte, kehrte tags darauf in seine Heimat und an seine Berufsgeschäfte zurück, nahm zu an Reichtum und Gütern und blieb ein rechtlicher, wohlbehaltener Mann sein Leben lang. Ende von Abschnitt 3. Abschnitt 4 aus Legenden von Rübezahl, aus Volksmärchen der Deutschen von Johann Karl August Musäus. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 4. Legende. So sehr sich es auch des Gnomen Günstling hatte angelegen sein lassen, den wahren Ursprung seines Glückes zu verhehlen, um nicht ungestüme Solizitanten anzureizen, den gebirgischen Patron um ähnliche Spenden mit dreister Zudringlichkeit zu überlaufen. So wurde die Sache doch endlich ruchbar. Denn wenn das Geheimnis des Mannes der Frau zwischen den Lippen schwebt, weht es das kleinste Lüftchen fort, wie eine Seifenblase vom Strohhalm. Veitens Frau vertraute es einer verschwiegenen Nachbarin, diese ihrer Gevatterin, diese ihrem Herrn Paden, dem Dorfbarbier, und der allen seinen Bartkunden. So kam es im Dorfe und hernach im ganzen Kirchspiel herum. Da spitzten die verdorbenen Hauswirte, die Lungerer und Müßiggänger das Ohr, zogen scharenweise in das Gebirge, insultierten den Gnomen, hoben an, ihn zu zitieren und zu beschwören. Zu ihnen gesellten sich Schatzgräber und Landfahrer, die das Gebirge durchkreuzten, allenthalben einschlugen und den Schatz in der Bratpfanne zu heben vermeinten. Rübezahl ließ sie eine Zeit lang ihr Wesen treiben, wie sie Lust hatten, achtete es nicht der Mühe wert, sich über die Gaure zu erzürnen, trieb nur seinen Spott mit ihnen, ließ zur Nachtzeit da und dort ein blaues Flämmchen auflodern, und wenn die Laurer kamen, ihre Mützen und Hüte darauf warfen, ließ er sie manchen schweren Geldtopf ausgraben, den sie mit Freuden heimtrugen, 9 Tage lang stillschweigend verwahrten, und wenn sie nun hinkamen, den Schatz zu besehen, fanden sie Stank und Unrat im Topf oder Scherben und Steine. Gleichwohl ermüdeten sie nicht, das alte Spiel wieder anzuheben und neuen Unfug zu treiben. Darüber wurde der Geist endlich unwillig, stäubte das lose Gesind durch einen kräftigen Steinhagel aus seinem Gebiete hinaus und wurde gegen alle Wanderer so barsch und grämisch, dass keiner ohne Furcht das Gebirge betrat, auch selten ohne Staub entrann, und der Name Rübezahl wurde nicht mehr gehört im Gebirge, bei Menschen gedenken. Eines Tages sonnte sich der Geist an der Hecke seines Gartens, da kam ein Weiblein ihres Weges daher in großer Unbefangenheit, die durch ihren sonderbaren Aufzug seine Aufmerksamkeit auf sich zog. Sie hatte ein Kind an der Brust liegen, eins trug sie auf dem Rücken, eins leitete sie an der Hand, und ein etwas größerer Knabe trug einen leeren Korb nebst einem Rechen, denn sie wollte eine Last Laub für das Vieh laden. Eine Mutter, dachte Rübezahl, ist doch wahrlich ein gutes Geschöpf, schleppt sich mit 4 Kindern und wartet dabei ihres Berufes ohne Murren, wird sich noch mit der Bürde des Korbes belasten müssen. Das heißt, die Freuden der Liebe teuer bezahlen. Diese Betrachtung versetzte ihn in eine gutmütige Stimmung, die ihn geneigt machte, sich mit der Frau in eine Unterredung einzulassen. Sie setzte ihre Kinder auf den Rasen, streifte Laub von den Büschen. Indes wurde den Kleinen die Zeit lang und sie fingen an, heftig zu schreien. Alsbald verließ die Mutter ihr Geschäfte, spielte und tändelte mit den Kindern, nahm sie auf, hüpfte mit ihnen singend und scherzend herum, wiegte sie in Schlaf und ging wieder an ihre Arbeit. Bald darauf stachen die Mücken die kleinen Schläfer.
Sie fingen ihre Symphonien von Neuem an. Die Mutter wurde darüber nicht ungeduldig. Sie lief in das Holz, pflückte Erdbeeren und Himbeeren und legte das kleinste Kind an die Brust. Diese mütterliche Behandlung gefiel dem Gnomen ungemein wohl. Allein der Schreier, der vorher auf der Mutter Rücken ritt, wollte sich durch nichts befriedigen lassen, war ein störrischer, eigensinniger Junge, der die Erdbeere, die ihm die liebreiche Mutter darreichte, von sich warf und dazu schrie, als wenn er gespießt wäre. Darüber riss ihr doch endlich die Geduld aus. »Rübezahl«, rief sie, »komm und friss mir den Schreier!« Augenblicks versichtbarte sich der Geist in der Köhlergestalt, trat zum Weib und sprach, »Hier bin ich, was ist dein Begehr?« Die Frau geriet über diese Erscheinung in großen Schrecken. Wie sie aber ein frisches, herzhaftes Weib war, sammelte sie sich bald und fasste Mut. »Ich rief dich nur«, sprach sie, »meine Kinder schweigen zu machen. Nun, sie ruhig sind, bedarf ich deiner nicht. Sei bedankt für deinen guten Willen.« »Weißt du auch«, gegenredete der Geist, »dass man mich hier ungestraft nicht ruft?« »Ich halte dich beim Wort. Gib mir deinen Schreier, dass ich ihn fresse. So ein leckerer Bissen ist mir lange nicht vorgekommen.« Drauf streckt er die rußige Hand aus, den Knaben in Empfang zu nehmen. Wie eine Gluckhenne, wenn der Weih hoch über dem Dache in den Lüften schwebt oder der schägerhafte Spitz auf dem Hofe hetzt, mit ängstlichen Glucksen vorerst ihre Küchlein in den sicheren Hühnerchor blockt, dann ihr Gefieder emporsträubt, die Flügel ausbreitet und mit dem stärkeren Feind einen ungleichen Kampf beginnt, so fiel das Weib dem schwarzen Köhler wütend in den Bart, ballte die kräftige Faust und rief, »Ungetüm, das Mutterherz musst du mir erst aus dem Leibe reißen, ehe du mir mein Kind raubst.« Eines so mutvollen Angriffs hatte sich Rübezahl nicht versehen. Er wich gleichsam schüchtern zurück. Dergleichen handfeste Erfahrung in der Menschenkunde war ihm noch nie vorgekommen. Er lächelte das Weib freundlich an. »Entrüste dich nicht, ich bin kein Menschenfresser, wie du wähnst. Will dir und deinen Kindern auch kein Leid tun. Aber lass mir den Knaben, der Schreier gefällt mir, will ihn halten wie einen Junker, will ihn in Samt und Seide kleiden und einen wackeren Kerl aus ihm ziehen, der Vater und Brüder einst nähren soll. Fordere 100 Schreckenberger, ich zahle sie dir.« »Ha«, lachte das rasche Weib, »gefällt euch der Junge? Ja, das ist ein Junge wie ein Daus, der wär mir nicht um aller Welt Schätze feil.« »Törin«, versetzte Rübezahl, »hast du nicht noch 3 Kinder, die dir Last und Überdruss machen? Musst sie kümmerlich nähren und dich mit ihnen placken, Tag und Nacht.« Das Weib, »wohl wahr, aber davor bin ich Mutter, muss tun, was meines Berufes ist. Kinder machen Überlast, aber auch manche Freude.« Der Geist, »schöne Freude, sich mit den Belgern tagtäglich zu schleppen, sie zu gängeln, zu säubern, ihre Unart und Geschrei zu ertragen.« Sie, »wahrlich, Herr, ihr kennt die Mutterfreuden wenig. Alle Arbeit und Mühe versüßt ein einziger freundlicher Anblick, das holde Lächeln und Lallen der kleinen, unschuldigen Würmer. Seht mir nur den Goldjungen da, wie er an mir hängt, der kleine Schmeichler. Nun ist er's nicht gewesen, der geschrien hat. Ach, hätte ich doch 100 Hände, die euch heben und tragen und für euch arbeiten könnten, ihr lieben Kleinen.« Der Geist, »so, hat denn dein Mann keine Hände, die arbeiten können?« Sie, »oh ja, die hat er. Er rührt sie auch, und ich fühle es zuweilen.« Der Geist, aufgebracht, »wie, dein Mann erkühnt sich, die Hand gegen dich aufzuheben, gegen solch ein Weib? Das Genick will ich ihm brechen, dem Mörder.« Sie, lachend, »da hättet ihr trauen, viel Hals zu brechen, wenn alle Männer mit dem Halse büßen sollten, die sich an der Frau vergreifen. Die Männer sind eine schlimme Nation. Darum heißt es, Ehestand, Wehstand. Muss mich 3 ergeben, warum habe ich gefreit?« Der Geist, »nun ja, wenn du wusstest, dass die Männer eine schlimme Nation sind, so war es auch ein dummer Streich, dass du freitest.« Sie, »mag wohl, aber Steffen war ein flinker Kerl, der guten Erwerb hatte, und ich eine arme Dirne ohne Heiratsgut. Da kam er zu mir und begehrte mich zur Ehe, gab mir einen Wildmannstaler auf den Kauf, und der Handel war gemacht. Nachher hat er mir den Taler wiedergenommen, aber den wilden Mann habe ich noch.« Der Geist lächelte. »Vielleicht hast du ihn wild gemacht durch deinen Starrsinn.« Sie, oh, den hat er mir schon ausgetrieben. »Aber Steffen ist ein Knauser. Wenn ich ihm einen Engelsgroschen abfordere, so rassaunt er im Hause Ärger als ihr zu Zeiten im Gebirge, wirft mir meine Armut vor, und da muss ich schweigen.
Wenn ich ihm eine Aussteuer zugebracht hätte, wollte ich ihm schon den Daumen aufs Auge halten. Der Geist. Was treibt dein Mann für ein Gewerbe? Sieh, er ist Glashändler. Muss ich seinen Erwerb auch lassen sauer werden? Schleppt der arme Tropf die schwere Bürde aus Böhmen herüber, ja aus, ja ein. Wenn ihm nun unterwegs ein Glas zerbricht, muss ich es und die armen Kinder freilich entgelten. Aber Liebesschläge tun nicht weh. Der Geist. Du kannst den Mann noch lieben, der dir so übel mitspielt? Sie. Warum nicht lieben? Ist er nicht der Vater meiner Kinder? Die werden alles gut machen und uns wohl lohnen, wenn sie groß sind. Der Geist. Leidiger Trost. Die Kinder danken auch der Eltern Mühe und Sorgen. Werden dir die Jungen den letzten Heller aus dem Schweißtuch pressen, wenn sie der Kaiser zum Heer schickt, ins ferne Ungarland, dass die Türken sie erschlagen? Das Weib. Ei, nun, das kümmert mich auch nicht. Werden sie erschlagen, so sterben sie für den Kaiser und fürs Vaterland in ihrem Beruf. Können aber auch Beute machen und die alten Eltern pflegen. Hierauf erneuerte der Geist den Knabenhandel nochmal. Doch das Weib würdigte ihn keine Antwort, raffte das Laub in den Korb, band obendrauf den kleinen Schreier mit der Leibschnur fest und Rübezahl wandte sich, als wollte er weitergehen. Weil aber die Bürde zu schwer war, dass das Weib nicht aufkommen konnte, rief sie ihn zurück. »Ich habe euch einmal gerufen«, sprach sie, »so helft mir nun auch auf, und wenn ihr ein Übriges tun wollt, so schenkt dem Knaben, der euch gefallen hat, ein gut Freitagsgröschel.« Anmerkung: Eine schlesische Münze, ein Dreier an Wert, welch ehedem die Fürsten von Liegnitz prägten und auf den Karfreitag an die Armen als Almosen austeilen ließen. Ende der Anmerkung. Zu ein paar Semmeln. Morgen kommt der Vater heim, der wird uns Weißbrot aus Böhmen bringen. Der Geist antwortete: Aufhelfen will ich dir wohl, aber gibst du mir den Knaben nicht, so soll er auch keine Spende haben. Auch gut, versetzte das Weib und ging ihres Weges. Je weiter sie ging, je schwerer wurde der Korb, da sie unter der Last schier erlag und alle 10 Schritte verschnauben musste. Das schien ihr nicht mit rechten Dingen zuzugehen. Sie wähnte, Rübezahl habe ihr einen Possen gespielt und eine Last Steine unter das Laub praktiziert. Darum setzte sie den Korb ab auf dem nächsten Rande und stürzte ihn um. Doch es fielen eitel Laubblätter heraus und keine Steine. Also füllte sie ihn wieder zur Hälfte und raffte noch so viel Laub in das Vortuch, als sie da reinfassen konnte. Doch bald war ihr die Last von Neuem zu schwer. Sie musste nochmals ausleeren, welches die rüstige Frau großes Wunder nahm. Sie hatte gar oft hochgepanzte Graslasten heimgetragen und solche Mattigkeit noch nie gefühlt. Demungeachtet beschickte sie bei ihrer Heimkunft den Haushalt, warf den Ziegen und den jungen Hipplein das Laub vor, gab den Kindern das Abendbrot, brachte sie in Schlaf, betete ihren Abendsegen und schlief flugs und fröhlich ein. Die frühe Morgenröte und der wache Säugling, der mit lauter Stimme sein Frühstück heischte, weckten das geschäftige Weib zu ihrem Tagewerk aus dem gesunden Schlaf. Sie ging zuerst mit dem Melkfass ihrer Gewohnheit nach zum Ziegenstalle. Welch schreckensvoller Anblick! Das gute, nahrhafte Haustier, die alte Ziege, lag da, roh, hart und steif, hatte alle 4 von sich gestreckt und war verschieden. Die Hipplein aber verdrehten die Augen grässlich im Kopfe, steckten die Zunge weit von sich und gewaltsame Zuckungen verrieten, dass sie der Tod ebenfalls schüttelte. So ein Unglücksfall war der guten Frau noch nicht begegnet, seitdem sie wirtschaftet. Ganz betäubt von Schrecken sank sie auf ein Bündlein Stroh hin, hielt die Schürze vor die Augen, denn sie konnte den Jammer der Sterblinge nicht ansehen und seufzte tief: Ich, unglückliches Weib, was fange ich an? Und was wird mein harter Mann beginnen, wenn er nach Hause kommt? Ach, hin ist mein ganzer Gottessegen auf dieser Welt. Augenblicklich strafte sie das Herz dieses Gedankens wegen. Wenn das liebe Vieh dein ganzer Gottessegen ist auf dieser Welt, was ist dann Steffen und was sind deine Kinder? Sie schämte sich ihrer Übereilung. Lass fahren dahin aller Welt Reichtum, dachte sie, hast du noch deinen Mann und deine 4 Kinder? Ist doch die Milchquelle für den lieben Säugling noch nicht versiegt und für die übrigen Kinder ist Wasser im Brunnen. Wenn es auch einen Strauß mit Steffen absetzt und der mich übel schlägt, was ist es mehr als ein böses Ehestündlein? Habe ich doch nichts verwahrlost. Die Ernte steht bevor, da kann ich schneiden gehen,
und auf den Winter will ich spinnen bis in die tiefe Mitternacht. Eine Ziege wird ja wohl wieder zu erwerben sein, und habe ich die, so wird es auch nicht an Hipplein fehlen.« Indem sie das bei sich dachte, ward sie wieder frohen Muts, trocknete ihre Tränen ab, und wie sie die Augen aufhob, lag da vor ihren Füßen ein Blättlein, das flitterte und blinkte so hell, so hochgelb wie gediegen Gold. Sie hob es auf, besah es, und es war schwer wie Gold. Rasch sprang sie auf, lief damit zu ihrer Nachbarin, der Judenfrau, zeigte ihr den Fund mit großer Freude. Und die Jüdin erkannte es für reines Gold, schacherte es ihr ab und zählte ihr dafür 2 Dicktaler bar auf den Tisch. Vergessen war nun all ihr Herzeleid. Solchen Schatz an Barschaft hatte das arme Weib noch nie im Besitz gehabt. Sie lief zum Bäcker, kaufte Strotzel und Butterkringel und eine Hammelkeule für Steffen, die sie zurichten wollte, wenn er müde und hungrig am Abend von der Reise käme. Wie zappelten die Kleinen der fröhlichen Mutter entgegen, da sie hereintrat und ihnen ein so ungewohntes Frühstück austeilte. Sie überließ sich ganz der mütterlichen Freude, die hungrige Kinderschar abzufüttern. Und nun war ihre erste Sorge, das ihrer Meinung nach von einer Unholdin gesterbte Vieh beiseite zu schaffen, dieses häusliche Unglück dem Manne so lange als möglich zu verheimlichen. Aber ihr Erstaunen ging über alles, als sie von ungefähr in den Futtertrog sah und einen ganzen Haufen goldener Blätter darin erblickte. Wenn sie der griechischen Volksmärchen kundig gewesen wäre, so würde sie leicht darauf geraten haben, dass ihr liebes Hausvieh an der Indigestion des Königs Midas gestorben sei. Ihr ahnte gleichwohl so etwas. Darum schärfte sie geschwind das Küchenmesser, brach den Ziegenleichnam auf und fand im Magenschlunde einen Klumpen Gold, so groß als einen Paulinerapfel, und so auch nach Verhältnis in den Magen der Zicklein. Jetzt wusste sie ihres Reichtums kein Ende. Doch mit der Besitznehmung empfand sie auch die drückende Sorge desselben. Sie wurde unruhig, scheu, fühlte Herzklopfen, wusste nicht, ob sie den Schatz in die Lade verschließen oder in den Keller vergraben sollte, fürchtete Diebe und Schatzgräber, wollte auch dem Knauser Steffen nicht gleich alles wissen lassen, aus gerechter Besorgnis, dass er vom Wuchergeist angetrieben den Mammon an sich nehmen und sie dennoch nebst den Kindern darben lassen möchte. Sie sann lange, wie sie es klug genug damit anstellen wollte, und fand keinen Rat. Der Pfaffe im Dorfe war der Schutzpatron aller bedrängten Weiber, der aus Gutmütigkeit oder aus Neigung dem Weiblichen als dem schwächsten Werkzeug seine gebührende Ehre gab und durchaus nicht gestattete, dass bengelhafte Ehekonsorten seine Beichttöchter misshandelten, sondern legte den ungestümen Haustyrannen, wenn Klage einlief, schwere Busen auf und nahm stets der Weiberpartei. Auch hat er die magische Hechtleber der Penitenz bei dem mürrischen Steffen nie geschont, zu Nutzen des guten Weibes, den Asmodi aus der Ehekammer damit wegzuräuchern. Sie nahm also ihre Zuflucht zu dem trostreichen Seelenpfleger, berichtete ihm unverhohlen das Abenteuer mit Rübezahl, wie er ihr zu großem Reichtum verholfen und was sie dabei für Anliegen habe, belegte auch die Wahrheit der Sache mit dem ganzen Schatz, den sie bei sich trug. Der Pfaffe kreuzte sich über das Wunderbare dieser Begebenheit mächtig, freute sich gleichwohl über das Glück des armen Weibes innig, rückte darauf sein Käpplein hin und her, für sie guten Rat zu suchen, um ohne Spuk und Aufsehen sie im ruhigen Besitz ihres Reichtums zu erhalten und auch Mittel auszufinden, dass der zähe Steffen sich desselben nicht bemächtigen könne. Nachdem er lange simuliert hatte, redete er also: »Hör an, meine Tochter, ich weiß guten Rat für alles. Wege mir das Gold zu, dass ich es dir getreulich aufbewahre. Dann will ich einen Brief schreiben, in welcher Sprache. Der soll dahin lauten: Dein Bruder, der vor Jahren in die Fremde ging, sei in der Venediger Dienst nach Indien geschifft und daselbst gestorben. Habe all sein Gut dir im Testament vermacht, mit der Bedingung, dass der Pfarrer des Kirchspiels dich bevormunde, damit es dir allein und keinem anderen zu Nutz kommt. Ich begehre weder Lohn noch Dank von dir. Nur gedenke, dass du der heiligen Kirche einen Dank schuldig bist für den Segen, den dir der Himmel beschert hat, und gelobe ein reiches Messgewand in die Sakristei.« Dieser Rat behagte dem Weibe herrlich. Sie gelobte dem Pfarrer das Messgewand, er wog in ihrem Beisein das Gold gewissenhaft, bis auf ein Quintlein aus,
legte es in den Kirchenschatz und das Weib schied mit frohem und leichten Herzen von ihm. Rübezahl war nicht minder Weiberpatron als der gutmütige Pachorus zu Kirsdorf, doch mit Unterschied. Der Letztere verehrte das weibliche Geschlecht überhaupt, weil, wie er sagte, die heilige Jungfrau dazu gehöre, ohne gegen einzelne Dirnen eine Vorliebe blicken zu lassen, weshalb das lästerzüngige Gerücht seinen Ruf hätte verdächtig machen können. Jener im Gegenteil hasste das ganze Geschlecht um eines Mädchens willen, die ihn überlistet hatte, ob ihn gleich seine Laune zuweilen auf den milden Ton stimmten. Ein einzelnes Weiblein in Schutz nehmen und ihr gefällig zu sein. So sehr die wackere Dörflerin mit ihren Gesinnungen und Benehmen seine Gewogenheit erworben hatte, so ungehalten war er auf dem Barschen Steffen, trug großes Verlangen, das bietere Weib an ihn zu rächen, ihm einen Possen zu spielen, dass ihm Angst und Weh dabei würde, und ihn dadurch so kirre zu machen, dass er der Frau untertan würde und sie ihm nach Wunsch den Daumen auf das Auge halten könne. Zu diesem Behuf sattelte er den raschen Morgenwind, saß auf und galoppierte über Berg und Tal, spionierte wie ein Ausreiter auf allen Landstraßen und Kreuzwegen von Böhmen her, und wo er einen Wanderer erblickte, der eine Bürde trug, war er hinter ihm her und forschte mit dem Scharfblick eines Korbbeschauers nach seiner Ladung. Zum Glück führte kein Wanderer, der die Straße zog, Glasware, sonst hätte er für Schaden und Spott nicht sorgen dürfen, ohne einen Ersatz zu haben, wenn er auch gleich der Mann nicht gewesen war, den Rübezahl suchte. Bei diesen Anstalten konnte ihn der schwer beladene Steffen allerdings nicht entgehen. Um Vesperzeit kam ein feiner, frischer Mann angeschritten, mit einer großen Bürde auf dem Rücken. Unter seinem rüstigen, sicheren Tritt ertönte jedes Mal die Last, die er trug. Der Laurer freute sich, sobald er ihn in der Ferne witterte, dass ihm nun seine Beute gewiss war, und rüstete sich, seinen Meisterstreich auszuführen. Der keuchende Steffen hatte beinahe das Gebirge erstiegen, nur die letzte Anhöhe war noch zu gewinnen, so ging es bergab nach der Heimat zu. Darum sputete er sich, den Gipfel zu erklimmen. Aber der Berg war steil und die Last war schwer. Er musste mehr als einmal ruhen, stützte den knorrigen Stab unter den Korb, um das drückende Gewicht desselben zu mindern, und trocknete den Schweiß, der ihm in großen Tropfen vor der Stirne stand. Mit Anstrengung der letzten Kräfte erreichte er endlich die Zinne des Berges, und ein schöner, gerader Pfad führte zu dessen Abhang. Mitten am Wege lag ein abgesägter Fichtenbaum, und der Überrest des Stammes stand daneben, kerzengerade und aufrecht, oben geebnet wie ein Tischblatt. Ringsumher grünte Tungagras, Schwallenzagel und Marienflachs. Dieser Anblick war dem ermüdeten Lastträger so anlockend und zu einem Ruheplatz so bequem, dass er alsbald den schweren Korb auf den Klotz absetzte und sich gegenüber im Schatten auf das weiche Gras streckte. Hier übersann er, wie viel reinen Gewinn ihm seine Ware diesmal einbringen würde, und fand nach genauem Überschlag, dass, wenn er keinen Groschen im Hause verwendete und die fleißige Hand seines Weibes für Nahrung und Kleidung sorgen ließ, er gerade so viel lösen würde, auf dem Markte zu Schmiedeberg sich einen Esel zu kaufen und zu befrachten. Der Gedanke, wie er in Zukunft dem Grauschimmel die Last aufbürden und gemächlich nebenher gehen würde, war ihm zu der Zeit, wo seine Schultern eben wund gedrückt waren, so herzerquickend, dass er ihm, wie es bei frohen Idealen sehr natürlich ist, weiter nachhing. »Ist einmal der Esel da«, dachte er, »so soll mir bald ein Pferd draus werden. Und habe ich nun den Rappen im Stalle, so wird sich auch ein Acker dazu finden, darauf sein Hafer wächst. Aus einem Acker werden dann leicht zwei, aus zwei und vier, mit der Zeit eine Hufe und endlich ein Bauerngut. Und dann soll Ilse auch einen neuen Rock haben.« Er war mit seinen Projekten beinahe so weit wie Herzog Michel oder das Milchmädchen. Anmerkung: Zwei Charaktere aus bekannten Theaterstücken. Ende der Anmerkung. Da tummelte Rübezahl seinen Wirbelwind um den Holzstock herum und stürzte mit einem Mal den Glaskorb herunter, dass der zerbrechliche Kram in tausend Stücken zerfiel. Das war ein Donnerschlag in Steffens Herz. Zugleich vernahm er in der Ferne ein lautes Gelächter, wenn es anders nicht Täuschung war und das Echo den Laut der zerschollenen Gläser nur wieder zurückgab. Er nahm es für Schadenfreude, und weil ihm der unmäßige Windstoß unnatürlich schien,
Auch da er recht zusah, Klotz und Baum verschwunden war, so riet er leicht auf den Unglücksstifter. »O weh«, klagte er Rübezahl, »du schadenfroh, was hab ich dir getan, dass du mein Stückchen Brot mir nimmst, meinen sauren Schweiß und Blut, ach, ich geschlagener Mann auf Lebenszeit!« Hierauf geriet er in eine Art von Wut, stieß alle erdenklichen Schmähreden gegen den Berggeist aus, um ihn zum Zorn zu reizen. »Halunk«, rief er, »komm und erwürge mich, nachdem du mein Alles auf der Welt genommen hast!« In der Tat war ihm auch das Leben in dem Augenblick nicht mehr wert als ein zerbrochenes Glas. Rübezahl ließ indessen von sich weiter nichts sehen noch hören. Der verarmte Steffen musste sich entschließen, wenn er nicht den ledigen Korb nach Hause tragen wollte, die Bruchstücken zusammenzulesen, um auf der Glashütte wenigstens ein paar Spitzgläser zu Anfang eines neuen Gewerbes dafür einzutauschen. Tiefsinnig wie ein Reeder, dessen Schiff der gefräßige Ozean mit Mann und Maus verschlungen hat, ging er das Gebirge hinab, schlug sich mit tausend schwermütigen Gedanken, machte zwischendurch dennoch allerlei Spekulationen, wie er den Schaden ersetzen und seinem Handel wieder aufhelfen könne. Da fielen ihm die Ziegen ein, die seine Frau im Stalle hatte. Doch sie liebte sie schier wie ihre Kinder, und im Guten, wusste er, waren sie ihr nicht abzugewinnen. Darum erdachte er diesen Kniff, sich seines Verlustes gar nicht daheim auszutun, auch nicht bei Tage in seine Wohnung zurückzukehren, sondern um Mitternacht sich in das Haus zu stehlen, die Ziegen nach Schmiedeberg auf den Markt zu treiben und das daraus erlöste Geld zum Ankauf neuer Ware zu verwenden. Bei seiner Zurückkunft aber mit dem Weibe zu hadern und sich bärbeißig zu stellen, als habe sie durch Unachtsamkeit das Vieh in seiner Abwesenheit stehlen lassen. Mit diesem wohl ersonnenen Vorhaben schlich der unglückliche Fragmentensammler nahe beim Dorfe in einem Busch und erwartete mit sehnlichem Verlangen die Mitternachtsstunde, um sich selbst zu bestehlen. Mit dem Schlag 12 machte er sich auf den Diebesweg, kletterte über die niedrige Hoftür, öffnete sie von innen und schlich mit Herzpochen zum Ziegenstelle. Er hatte doch Scheu und Furcht vor seinem Weibe, auf einer unrechten Tat sich finden zu lassen. Bieder Gewohnheit war der Stall unverschlossen, welches ihn wundernahm, ob es ihm gleich freute, denn er fand in dieser Fahrlässigkeit einen Schein rechtens, sein Vornehmen damit zu beschönigen. Aber im Stalle fand er alles öd und Wüste. Da war nichts, was Leben und Odem hatte, weder Ziege noch Böcklein. Im ersten Schrecken vermeinte er, es habe ihm bereits ein Diebskonsorte vorgegriffen, dem das Stehlen geläufiger sei als ihm. Denn Unglück kommt selten allein. Bestürzt sank er auf die Streu und überließ sich, da ihm auch der letzte Versuch, seinen Handel wieder in Gang zu bringen, misslungen war, einer dumpfen Traurigkeit. Seitdem die geschäftige Ilse vom Pfaffen wieder zurück war, hatte sie mit frohem Mute alles fleißig zugeschickt, ihren Mann mit einer guten Mahlzeit zu empfangen, wozu sie den geistlichen Weiberfreund auch eingeladen hatte, welcher verhieß, ein Kännlein Speisewein mitzubringen, um bei fröhlichem Gelag dem aufgemunterten Steffen von der reichen Erbschaft des Weibes Bericht zu geben und unter welcherlei Bedingungen er daran Genuss und Anteil haben solle. Sie sah gegen Abendzeit fleißig zum Fenster hinaus, ob Steffen käme, lief aus Ungeduld hinaus vor das Dorf, blickte mit ihren schwarzen Augen gegen die Landstraße hin, war bekümmert, warum er so lange weile, und da die Nacht hereinbrach, folgten ihr bange Sorgen und Ahnungen in die Bettkammer, ohne dass sie an das Abendbrot gedachte. Lange kam ihr kein Schlaf in die ausgeweinten Augen, bis sie gegen Morgen in einen unruhigen, matten Schlummer fiel. Den armen Steffen quälten Verdruss und Langeweile im Ziegenstalle nicht minder. Er war so niedergedrückt und kleinlaut, dass er sich nicht traute, an die Tür zu klopfen. Endlich kam er doch hervor, pochte ganz verzagt an und rief mit wehmütiger Stimme, »Liebes Weib, erwache und tue auf deinem Manne!« Sobald Ilse seine Stimme vernahm, sprang sie flink vom Lager, wie ein munteres Reh, lief an die Tür und umhalste ihren Mann mit Freuden. Er aber erwiderte diese herzige Liebkosung gar kalt und frostig, setzte seinen Korb ab und warf sich missmutig auf die Hellbank. Wie das fröhliche Weib das Jammerbild sah, ging es ihr ans Herz. »Was schadet dir, lieber Mann?« sprach sie bestürzt. »Was hast du?« Er antwortete nur durch Stöhnen und Seufzen. Dennoch frug sie ihm bald die Ursache seines Kummers ab, und weil ihm das Herz zu voll war,
konnte er sein erlittenes Unglück dem trauten Weibe nicht länger verhehlen. Da sie vernahm, dass Rübezahl den Schabernack verübt hatte, erriet sie leicht die wohltätige Absicht des Geistes und konnte sich des Lachens nicht erwehren, welches Steffen bei mutiger Gemütsfassung ihr Übel würde gelohnt haben. Jetzt ahndete er den scheinbaren Leichtsinn nicht weiter und frug nur ängstlich nach dem Ziegenvieh. Das reizte noch mehr des Weibes Zwerchfell, da sie merkte, dass der Hausvogt schon allenthalben umherspioniert hatte. »Was kümmert dich mein Vieh?« sprach sie. »Hast du doch noch nicht nach den Kindern gefragt? Das Vieh ist wohl aufgehoben draußen auf der Weide. Lass dich auch den Tück von Rübezahl nicht anfechten und gräme dich nicht. Wer weiß, ob er oder ein anderer uns reichen Ersatz dafür gibt.« »Da kannst du lange warten«, sprach der Hoffnungslose. »Ein nun«, versetzte das Weib, »unverhofft kommt oft. Sei unverzagt, Steffen. Hast du gleich keine Gläser und ich keine Ziegen mehr, so haben wir doch 4 gesunde Kinder und 4 gesunde Arme, sie und uns zu nähren. Das ist unser ganzer Reichtum.« »Ach, das ist Gott erbarme«, rief der bedrängte Mann. »Sind die Ziegen fort, so trage die 4 Bälge nur gleich ins Wasser. Nähren kann ich sie nicht.« »Nun, so kann ich es«, sprach Ilse. Bei diesen Worten trat der freundliche Pfaffe herein, hatte vor der Tür schon die ganze Unterredung abgelauscht, nahm das Wort, hielt Steffen eine lange Predigt über den Text, dass der Geiz eine Wurzel alles Übels sei, und nachdem er ihm das Gesetz genügsam geschärft hatte, verkündigte er ihm nun auch das Evangelium von der reichen Erbschaft des Weibes, zog den Welschenbrief heraus und verdolmetschte ihm daraus, dass der zeitige Barochus in Kirsdorf zum Vollstrecker des Testaments bestellt sei und die Verlassenschaft des abgeschiedenen Schwagers zu sicherer Hand bereits empfangen habe. Steffen stand da wie ein stummer Ölgötze, konnte nichts als sich dann und wann verneigen, wenn bei Erwähnung der durchlauchten Republik Venedig der Pfaffe ehrerbietig ans Käpplein griff. Nachdem er wieder zu mehrerer Besonnenheit gelangt war, fiel er dem trauten Weibe herzlich in die Arme und tat ihr die zweite Liebeserklärung in seinem Leben, so warm als die erste. Und ob sie wohl jetzt aus anderen Beweggründen abstammte, so nahm sie Ilse doch für gut auf. Steffen wurde von nun an der geschmeidigste, gefälligste Ehemann, ein liebevoller Vater seiner Kinder und dabei ein fleißiger, ordentlicher Wirt, denn Müßiggang war nicht seine Sache. Der redliche Pfaff verwandelte nach und nach das Gold in klingende Münze, kaufte davon ein großes Bauerngut, worauf Steffen und Ilse wirtschafteten ihr Leben lang. Den Überschuss lieh er auf Zins aus und verwaltete das Kapital seiner Garantin so gewissenhaft als den Kirchenschatz, nahm keinen anderen Lohn dafür als ein Messgewand, das Ilse so prächtig machen ließ, dass kein Erzbischof sich desselben hätte schämen dürfen. Die zärtliche, treue Mutter erlebte noch im Alter große Freude an ihren Kindern, und Rübezahls Günstling wurde gar ein wackerer Mann, dient im Heer des Kaisers lange Zeit unter Wallenstein im Dreißigjährigen Kriege und war ein so berühmter Parteigänger als Stahlhansch. Anmerkung: ein bekannter schwedischer Offizier, gleichfalls aus dem Dreißigjährigen Krieg. Ende der Anmerkung. Ende von Abschnitt 4. Abschnitt 5 aus Legenden von Rübezahl, aus Volksmärchen der Deutschen, von Johann Karl August Musäus. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Fünfte Legende, Anfang. Seitdem Mutter Ilse von dem Gnomen so herrlich dotiert worden war, ließ er lange Zeit nichts wieder von sich hören. Zwar trug sich das Volk mit allerlei Wundergeschichten, welche die Fantasie der Hausmütter in geselligen Winterabend so lang und fein ausspann als den Faden am Rocken. Aber es war eitel Fabelei, zur Kurzweil ausgedacht. Wie es immer 100 Narren und Tollhäusler gegen einen Besessenen, 100 Fanatiker gegen einen Inspirierten, 100 Träumer gegen einen Geisterseher geben soll, so gab es auch im Riesengebirge von jeher 100 lügenhafte Volkssagen von Rübezahl gegen eine authentische Geschichte. Der Gräfin Cäcilie, Voltairens Zeitgenossin und Schülerin, war noch in unseren Tagen die letzte Entrevue mit dem Gnomen aufbehalten, bevor er seine jüngste Hinabfahrt in die Unterwelt antrat. Diese Dame, mit all den Gichtern und vornehmen Gebrechen beladen,
welche die gallische Küche und Sitte den verzärtelten Töchtern Teutz zur Ausbeute gibt, machte nebst zwei gesunden, blühenden Töchtern die Reise ins Karlsbad. Die Mutter verlangte so sehr nach der Badekur und die Fräuleins nach der Badegesellschaft, nach den Bällen, Serenaden und den übrigen Lustbarkeiten des Bades, dass sie sonder Rast Tag und Nacht reisten. Es traf sich, dass sie gerade mit Sonnenuntergang ins Riesengebirge gelangten. Es war ein schöner, warmer Sommerabend, kein Lüftchen regte sich. Der nächtliche Himmel war mit funkelnden Sternen besät. Die goldene Mondsichel, deren milchfarbenes Licht die schwarzen Waldschatten der hohen Fichten milderte, und die beweglichen Funken unzähliger, leuchtender Insekten, die in den Gebüschen scherzten, gaben die Beleuchtung zu einer der schönsten Naturszenen. Wiewohl die Reisegesellschaft wenig davon wahrnahm, denn Mama war, da es gemachsam bergan ging, von der schaukelnden Bewegung des Wagens in sanften Schlummer gewiegt worden, und die Töchter, nebst der Zofe, hatten sich in ein Eckchen gedrückt und schlummerten gleichfalls. Nur dem wachsamen Johann kam auf der hohen Warte des Kutschbockes kein Schlaf in die Augen. Alle Geschichten von Rübezahl, die er vor Zeiten so inbrünstig angehört hatte, kamen ihm jetzt auf dem Tummelplatz dieser Abenteuer wieder in den Sinn. Und er hätte wohl gewünscht, nie etwas davon gehört zu haben. Ach, wie sehnte er sich nach dem sicheren Breslau zurück, wohin sich nicht leicht ein Gespenst wagte. Er sah schüchtern nach allen Seiten umher und durchlief mit den Augen oft alle 32 Regionen der Windrose in weniger als einer Minute. Und wenn er etwas ansichtig wurde, das ihm bedenklich schien, lief ihm ein kalter Schauer den Rücken herunter und die Haare stiegen ihm zu Berge. Zuweilen ließ er seine Besorgnisse dem Schwager Postillon merken und forschte mit Fleiß von ihm, ob es auch geheuer sei im Gebirge. Wiewohl ihm dieser nun die heile Haut durch einen kräftigen Fuhrmannsschwur verassekutierte, bangte ihm doch das Herz unablässig. Nach einer langen Pause der Unterredung hielt der Postkutscher die Pferde an, murmelte etwas zwischen den Zähnen und fuhr weiter, hielt nochmals an und wechselte so verschiedentlich. Johann, der seine Augen fest geschlossen hatte, ahnte aus diesem Kutschermanöver nichts Gutes, blickte schüchtern auf und sah mit Entsetzen in der Weite eines Steinwurfs vor dem Wagen eine pechrabenschwarze Gestalt daherwandeln. Von übermenschlicher Größe, mit einem weißen, spanischen Halskragen angetan. Und das Bedenklichste bei der Sache war, dass der Schwarzmantel keinen Kopf hatte. Hielt der Wagen, so stand der Wanderer, und trägte Wipprecht die Pferde an, so ging er auch weiter. »Schwager, siehst du was?« rief der zaghafte Tropf vom hohen Kutschbock herab mit berganstehendem Haar. »Freilich sehe ich was«, antwortete dieser ganz kleinlaut, »aber schweig nur, dass wir es nicht irren.« Johann waffnete sich mit allen Stoßgebetleien, die er wusste. Das Benedizite und Gratias mit eingeschlossen, schwitzte dabei vor Angst kalten Totenschweiß. Und wie ein Blitzscheuer, wenn es in der Nacht Wetter leuchtet und der Donner noch in der Ferne rollt, schon das ganze Haus rege macht, ohne sich durch die Geselligkeit vor der gefürchteten Gefahr zu sichern, so suchte aus dem nämlichen Instinkt der verzagte Diener Trost und Schutz bei seiner schlummernden Herrschaft und klopfte hastig ans Fensterglas. Die erwachende Gräfin, unwillig, dass sie aus ihrem sanften Schlummer gestört wurde, frug, »Was gibt es?« »Ihr Gnaden, schauen Sie einmal aus«, rief Johann mit zagender Stimme, »dort geht ein Mann ohne Kopf.« »Dummkopf, der du bist«, antwortete die Gräfin, »was träumt deine Pöbelfantasie für Fratzen? Und wenn's dem so wär«, fuhr sie scherzhaft fort, »so ist ja ein Mann ohne Kopf keine Seltenheit. Es gibt deren in Breslau und außerhalb genug.« Die Fräuleins konnten indessen den Witz der gnädigen Mama diesmal nicht schmecken. Ihr Herz war beklommen vor Schrecken, sie schmiegten sich schüchtern an die Mutter an, bebten und jammerten. »Ach, das ist Rübezahl, der Bergmönch!« Die Dame aber, die von der Geisterwelt eine ganz andere Theorie hatte als die Töchter und keine Geister glaubte, als Schöngeister und starke Geister, strafte die Fräuleins dieser pfahlbürgerischen Vorurteile halber, bewies, dass alle Gespenster und Spukgeschichten Ausgeburten einer kranken Einbildungskraft wären, und erklärte mit höchster Weisheit die Geistererscheinungen samt und sonders aus natürlichen Ursachen. Ihre Suada war eben im vollen Gange, als der Schwarzmantel, der auf einige Augenblicke dem Gespensterspeer aus den Augen geschwunden war,
wieder aus dem Busch hervor an den Weg trat. Da war nun deutlich wahrzunehmen, dass Johann falsch gesehen hatte. Der Wandersmann hatte allerdings einen Kopf, nur dass er ihn nicht wie gewöhnlich zwischen den Schultern, sondern wie ein Schoßhund im Arme trug. Dieses Schreckbild in der Weite von 3 Schritten erregte innerhalb und außerhalb des Wagens großes Entsetzen. Die holden Fräuleins und die Zofe, welche sonst nicht gewohnt war, mit einzureden, wenn ihre junge Herrschaft das Wort führte, taten aus einem Munde einen lauten Schrei, ließen den seidenen Vorhang herabrollen, um nichts zu sehen, und verbargen ihr Angesicht wie der Vogel Strauß, wenn er dem Jäger nicht mehr entrinnen kann. Mama schlug mit stummen Schrecken die Hände zusammen, und ihre unphilosophische Gebärdung ließ vermuten, dass sie insgeheim die Palinodie ihrer zuversichtlichen Behauptungen gegen die Gespenster anstimmte. Johann, auf den der furchtbare Schwarzmantel ein besonderes Absehen gerichtet zu haben schien, erhob in der Angst seines Herzens das gewöhnliche Feldgeschrei, womit die Gespenster begrüßt zu werden pflegen. »Alle guten Geister!« Doch ehe er ausgeredet hatte, schleuderte ihm das Ungetüm den abgehauenen Kopf gegen die Stirn, dass er überzwerch von der Zinne des Polsters über den Ringnagel herabstürzte. In dem nämlichen Augenblicke lag auch der Postkutscher durch einen kräftigen Keulenschlag zu Boden gestreckt, und das Phantom keuchte aus hohler Brust in dumpfem Ton diese Worte aus. »Nimm das von Rübezahl, dem Bannwart des Gebirges«, Anmerkung. Bannwart ist Grenzvogt. Ende der Anmerkung. »Dass du ihm ins Gehege fuhrst. Verfallen ist mir Schiff, Geschirr und Ladung.« Hierauf schwang sich das Gespenst auf den Sattel, trieb die Pferde an und fuhr bergab, bergan, über Stock und Stein. Dass vor dem Rasseln der Räder und dem Schnaufen der Rosse von dem Angstschrei der Damen nichts hörbar war. Urplötzlich vermehrte sich die Gesellschaft um eine Person. Ein Reiter trabte ganz unbefangen neben dem Fuhrmann vorbei und schien es gar nicht zu bemerken, dass diesem der Kopf fehlte, ritt vor dem Wagen her, als wenn er dazu gedungen wäre. Dem Schwarzmantel schien diese Gesellschaft eben nicht zu behagen. Er lenkte nach einer anderen Direktion um. Der Reiter tat dasselbe, und so oft auch jener aus dem Wege bog, so konnte er den lästigen Geleitsmann nicht loswerden, der wie zum Wagen gebannt war. Das nahm dem Fuhrmann großes Wunder, absonderlich, da er deutlich wahrnahm, dass der Schimmel des Reisenden einen Fuß zu wenig hatte, obgleich der dreibeinige Rosinant übrigens ganz schulgerecht traversierte. Dabei wurde dem schwarzen Kondukteur auf dem Sattelgaule nicht wohl zumute, und er fürchtete, seine Rübezahlsrolle dürfte bald ausgespielt sein, da der wahre Rübezahl sich ins Spiel zu mischen schien. Nach Verlauf einiger Zeit drehte sich der Reiter, dass er dicht neben dem Fuhrmann kam, und frug ihn ganz traulich: »Landsmann ohne Kopf, wo geht die Reise hin?« »Wo wird sie hingehen?« antwortete das Kutschergespenst mit furchtsamem Trotz. »Wie ihr seht, der Nase nach.« »Wohl«, sprach der Reiter, »lass sehen, Gesell, wo du die Nase hast.« Darauf fiel er dem Pferd in die Zügel, packte den Schwarzmantel beim Leibe und warf ihn so kräftig zur Erde, dass ihm alle Glieder dröhnten. Denn das Gespenst hatte Fleisch und Bein, wie sie ordentlicherweise zu haben pflegen. Behend war der Tavaro demaskiert. Da kam ein wohlproportionierter Krauskopf zum Vorschein, der gestaltet war wie ein gewöhnlicher Mensch. Weil sich nun der Schalk entdeckt sah und die schwere Hand seines Gegners fürchtete, auch nicht zweifelte, der Reisige sei der leibhafte Rübezahl, den er nachzuäffen sich unterfangen hatte, ergab er sich auf Diskretion und bat flehentlich um sein Leben. »Gestrenger Gebirgsherr«, sprach er, »habt Erbarmen mit einem Unglücklichen, der die Fußtritte des Schicksals von Jugend auf erfahren hat, der nie sein durfte, was er wollte, der jederzeit aus dem Charakter mit Gewalt herausgestoßen wurde, in den er sich mit Mühe hineinstudiert hatte, und nachdem seine Existenz unter den Menschen vernichtet ist, auch nicht einmal Gespenst sein darf.« Diese Anrede war ein Wort geredet zu seiner Zeit. Der Gnome war gegen seinen Rival so ergrimmt, als damals König Philipp gegen den Pseudo-Sebastian oder der Zar Boris gegen den Mönch Kriska, der den falschen Demetrius spielte, und würde nach Maßgabe der oft belobten Hirschberger Justizpflege augenblicklich mit schrecklicher Exekution gegen den Wicht verfahren sein und ihn erdrosselt haben, wenn nicht seine Neugierde wäre rege gemacht worden, die Schicksale des Abenteurers zu vernehmen. »Sitze auf, Gesell«, sprach er, »und tue, was dir geheißen wird.« Drauf zog er zuerst dem Schimmel den vierten Fuß zwischen den Rippen hervor, trat an den Schlag
öffnete solchen und wollte die Reisegesellschaft freundlich salutieren. Aber drinnen war es still wie in einer Totengruft. Der übermäßige Schrecken hatte das weibliche Nervensystem so gewaltsam erschüttert, dass alle Lebensgeister aus den äußeren Werkzeugen der Empfindung hinter das Schutzgitter der Herzkammern sich geflüchtet hatte. Alles, was innerhalb des Wagens Leben und Odem hatte, von der gnädigen Frau bis auf die Zofe, lag in ohnmächtigen Hinbrüten. Der Reisende wusste indessen bald Rat zu schaffen. Er schöpfte aus dem vorüberrieselnden Bächlein einer frischen Bergquelle seinen Hut voll Wasser, sprengte den erstorbenen Damen davon ins Gesicht, hielt ihnen das Riechglas vor, rieb ihnen von der flüchtigen Essenz in die Schläfe und brachte sie wieder ins Leben. Sie schlugen eine nach der anderen die Augen auf und erblickten einen wohlgestalteten Mann von unverdächtigem Aussehen, der durch seine Dienstbeflissenheit sich bald Zutrauen erwarb. »Es tut mir leid, meine Damen«, redete er sie an, »dass Sie in meinem Gerichtsbezirk von einem verlarvten Bösewicht insultiert worden sind, der ohne Zweifel die Absicht hatte, Sie zu bestehlen. Aber Sie sind in Sicherheit. Ich bin der Oberst von Riesenthal. Erlauben Sie, dass ich Sie zu meiner Wohnung geleite, die nicht fern ist.« Diese Einladung kam der Gräfin sehr gelegen. Sie nahm solche mit Freuden an. Der Krauskopf bekam Befehl, fortzufahren und gehorchte mit sagender Bereitwilligkeit. Um den Damen Zeit zu lassen, sich von ihrem Schrecken zu erholen, gesellte sich der Kavalier wieder zum Fuhrmann, hieß ihn bald rechts, bald links wenden, und dieser bemerkte ganz eigentlich, dass der Ritter zuweilen eine von den herumschwirrenden Fledermäusen zu sich rief und ihr geheime Order erteilte, welches sein Grausen noch vermehrte. In der Zeit von einer Stunde blinkte in der Ferne ein Lichtlein. Daraus wurden zwei und endlich vier. Es kamen vier Jägerhahnen gesprengt mit brennenden Windlichtern, die ihren Herrn, wie sie sagten, ängstlich gesucht hatten und erfreut schienen, ihn zu finden. Die Gräfin war nun wieder in vollem Gleichgewichte, und da sie sich außer Gefahr sah, dachte sie an den ehrlichen Johann und war um sein Schicksal bekümmert. Sie eröffnete ihrem Schutzpatron dieses Anliegen, der alsbald zwei von den Jägern fortschickte, die beiden Unglückskameraden aufzusuchen und ihnen benötigten Beistand zu leisten. Bald darauf rollte der Wagen durch das düstere Burgtor in einen geraumen Vorhof hinein und hielt vor einem herrlichen Palast, der durchaus erleuchtet war. Der Kavalier bot der Gräfin den Arm und führte sie in die Prachtgemächer seines Hauses, in eine große Gesellschaft ein, die daselbst versammelt war. Die Fräuleins befanden sich in keiner geringen Verlegenheit, dass sie in Reisekleidern in einen so illustren Zirkel traten, ohne vorher ihre Toilette gemacht zu haben. Nach den ersten Höflichkeitsbezeugungen gruppierte sich die Assemblée wieder in verschiedene kleine Zirkel. Einige setzten sich zum Spiel, andere unterhielten sich durch Gespräche. Das Abenteuer wurde viel beredet, und wie es bei Erzählung überstandener Gefahren gewöhnlich der Fall ist, zu einer kleinen Epopee ausgebildet, in welcher Mama sich gern die Rolle der Heldin zugeteilt hätte, wenn sich das Riechfläschchen des hilfreichen Ritters hätte wegresonieren lassen. Bald darauf führte der aufmerksame Wirt einen Mann ein, der recht wie gerufen kam. Es war ein Arzt, der nach dem Gesundheitszustande der Gräfin und ihrer schönen Töchter forschte, den Puls prüfte und mit bedeutsamer Miene mancherlei bedenkliche Symptome ahndete. Ob sich die Dame nach Beschaffenheit ihrer Umstände gleich so wohl befand als jemals, so machte ihr doch die angedrohte Gefahr für das Leben bange, denn aller Leibesbeschwerden ungeachtet war ihr der gebrechliche Körper noch so lieb wie ein lange gewohntes Kleid, das man nicht gern entbehrt, ob es gleich abgetragen ist. Auf Verordnung des Arztes verschluckte sie starke Dosen temperierender Pulver und Tropfen, und die gesunden Töchter mussten wider Willen und dank dem Beispiel der besorgten Mutter gleichfalls folgen. Allzu nachgiebige Patienten machen strenge Ärzte. Der blutsüchtige Theophrast bestand nun sogar auf einem Aderlasse, zog in Ermangelung seines Handlangers, des Wundarztes, die rote Binde hervor, und die Gräfin bequemte sich zu dem angerühmten Präservativ gegen alle schädliche Wirkungen des Schreckens unweigerlich. Sie würde nicht widersprochen haben, wenn seine Forderungen für die Gesundheitspflege bis zum Klistier gestiegen wären. Zum Glück kam er nicht auf den Einfall, dieses heroische Mittel zu verordnen, welches die schamhaften Fräuleins zur Verzweiflung würde gebracht haben.
denn nur mit Mühe vermochte es die Überredungskunst des Arztes und die mütterliche Autorität über sie, dass sie die Furcht vor dem stählernen Zahn des Schneppers überwanden und den Fuß ins Wasser setzten. Die verschleimte Lymphe der Mutter und der purpurfarbene Balsam der Gesundheit aus den Adern der Töchter rieselte nun ohne Verzug in das silberne Becken. Zuletzt kam auch die Kammerjungfer noch an die Reihe, ob sie gleich hoch beteuerte, sie sei so blutscheu, dass die kleinste Verwundung von einer Nähnadel ihr Schwindel und Ohnmachten zu erregen pflegte. So kehrte sich der unerbittliche Arzt doch an kein Protestieren, entstrumpfte den Fuß des niedlichen Mädchens ohne Barmherzigkeit und bediente sie so kunstmäßig und sorgfältig als ihre Herrschaft. Diese chirurgische Operation war kaum vollendet, so begab man sich zur Tafel in den Speisesaal, wo ein königliches Mahl aufgetischt wurde. Die Schenktische waren bis an den Karnies des Deckengewölbes mit Silberwerk aufgeputzt. Es prangten da goldene und übergüldete Pokale und gigantische Willkommen nebst den dazugehörigen Kredenzschalen von getriebener Arbeit. Eine herrliche Symphonie tönte aus den Nebenzimmern und flötete den leckerhaften Schmaus und die feinen Weine den Gästen lieblich hinunter. Nach dem Abhub der Schüsseln ordnete der Speisemeister das bunte Dessert, das aus Bergen und Felsen von gefärbtem Zucker und Gummitragant bestand. Der tändelhafte Zuckerbäckerwitz, der den Gaumen und das Auge immer leichter zu befriedigen weiß als den Verstand, hatte das ganze Abenteuer der Gräfin in kindischen Wachsfiguren, wie sie oft auf den Tafeln der Großen zu paradieren pflegten, darauf abgebildet. Die Gräfin unterließ nicht, das alles in der Stille bei sich bewundern zu beherzigen. Sie wandte sich an ihren bebänderten Stuhlnachbar, seiner Angabe nach einen böhmischen Grafen, frug neugierig, was für ein Galatag hier gefeiert werde, und erhielt zur Antwort, dass nichts Außerordentliches vorgehe. Es sei nur eine freundschaftliche Kollation guter Bekannten, die hier zufälligerweise zusammentreffen. Es nahm sie Wunder, von dem wohlhabenden gastfreien Obersten von Riesenthal weder in noch außerhalb Breslau nie ein Wort gehört zu haben, und so emsig sie auch die genealogischen Geschlechtstafeln durchlief, davon ihr Gedächtnis einen reichen Vorrat aufbewahrte, konnte sie doch diesen Namen darunter nicht ausfindig machen. Sie gedachte, das von dem Wirte selbst zu erforschen, wovon sie Aufschluss und Belehrung begehrte, aber dieser wusste ihr so geschickt auszuweichen, dass sie nie mit ihm zum Zwecke kam. Geflissentlich riss er den genealogischen Faden ab und zog die Unterredung in die luftigen Regionen des Geisterreichs hinüber. Und in einer Gesellschaft, die sich auf den Ton der Vademekums-Geschichten und Geisterseherei stimmt, wird es selten bald Feierabend, wenigstens gebricht es in diesen Fächern nie an Worthaltern und horchsamen Zuhörern. Ein wohlgenährter Domherr wusste viel wundersame Geschichten von Rübezahl zu erzählen. Man stritt für und wider die Wahrheit derselben. Die Gräfin, die recht in ihrem Elemente war, wenn sie den Lehrton anstimmte und gegen Vorurteile zu Felde ziehen konnte, setzte sich an die Spitze der philosophischen Partei und trieb einen gelähmten Finanzrat, an dem nichts Gelenkes war als die Zunge und der sich zu Rübezahls rechtlichem Anwalt aufwarf, durch ihre Starkgeisterei sehr in die Enge. Meine eigene Geschichte, fügte sie zum Beschlusse noch hinzu, ist ein augenscheinlicher Beweis, dass alles, was man von dem berufenen Berggeist sagt, leere Träume sind. Wenn er hier im Gebirge sein Wesen hätte und die edlen Eigenschaften besäße, die ihm Fabler und müßige Köpfe zueignen, so würde er einem Schurken nicht gestattet haben, solchen Unfug auf seine Rechnung mit uns zu treiben. Aber das armselige Unding von Geiste konnte seine Ehre nicht retten, und ohne den edelmütigen Beistand des Herrn von Riesenthal hätte der freche Bube sein Spiel mit uns so weit treiben können, als er Lust hatte. Der Herr vom Hause hat an diesen philosophischen Debatten bisher wenig Anteil genommen. Jetzt mischt er sich ins Gespräch und nahm das Wort. Sie haben die Geisterwelt völlig entvölkert, gnädige Frau. Die ganze Schöpfung der Einbildungskraft ist durch Ihre Belehrung wie ein leichter Nebel von unseren Augen dahingeschwunden. Sie haben auch das Nichtsein des alten Bewohners dieser Gegenden mit guten Gründen allgenugsam bewährt, und sein rechtlicher Beistand, unser Finanzrat, ist verstummt. Dennoch, dünkt mich, ließen sich gegen Ihren letzten Beweis noch einige Einwürfe machen. Wie, wenn der fabelhafte Gebirgsgeist bei Ihrer Befreiung aus der Hand des verlarvten Räubers dennoch mit im Spiel gewesen wäre? Wie, wenn dem Freund Nachbar beliebt hätte, meine Gestalt anzunehmen, um Sie unter dieser unverdächtigen Maske in Sicherheit zu bringen
und wenn ich ihnen sagte, dass ich von dieser Gesellschaft als Wirt vom Hause mich nicht einen Fußbreit entfernt habe, dass sie durch einen Unbekannten in meine Wohnung sind eingeführt worden, der nicht mehr vorhanden ist? So nach wäre es doch möglich, dass der Nachbar Berggeist seine Ehre gerettet hätte und daraus würde folgen, dass er nicht ganz das Unding wäre, dafür sie ihn halten. Diese Rede brachte die Gräfin einigermaßen aus der Fassung und die schönen Fräuleins legten vor Erstaunen die Gabel aus der Hand, sahen den Tischwirt starr ins Angesicht, um ihm aus den Augen zu lesen, ob das im Scherz gesagt oder geernstet sei. Die nähere Erörterung dieses Problems unterbrach die Ankunft des wiederaufgefundenen Bedienten und des Postkutschers. Der Letztere fühlte eben die Wonne bei der Erblickung seiner vier Rappen im Stalle, die der Erstere empfand, als er frohlockend ins Tafelgemach eintrat und daselbst seine Herrschaft vergnügt und wohlbehalten antraf. Triumphierend trug er das Corpus Delicti, das ungeheure Riesenhaupt des Schwarzmantels einher, durch welches er wie von einer Bombe zu Boden geschmettert worden war. Das Haupt wurde dem Arzt übergeben, um es als Landesphysikus legal zu zerlegen und sein Visum repertum darüber auszustellen. Doch ohne sein anatomisches Messer anzusetzen, erkannte er es alsbald für einen ausgehöhlten Kürbis, der mit Sand und Steinen angefüllt und durch den Zusatz einer hölzernen Nase und eines langen Flachsbartes zu einem grotesken Menschenantlitz aufgestutzt war. Nach aufgehobener Tafel schied die Gesellschaft auseinander, da der Morgen bereits herandämmerte. Die Damen fanden ein köstlich zubereitetes Nachtlager in seidenen Prunkbetten, wo sie der Schlaf so geschwind überraschte, dass die Fantasie nicht Zeit hatte, ihnen die Schreckensbilder der Gespenstergeschichte wieder vorzugaukeln und durch ihr gewöhnliches Schattenspiel ängstliche Träume anzuspinnen. Es war hoch am Tage, da Mama erwachte. Der Zofe klingelte und die Fräuleins weckte, die gern noch einen Versuch gemacht hätten, in den weichen Daunen auch auf dem anderen Ohr zu schlafen. Allein die Gräfin verlangte so sehr, die Heilkräfte des Bades baldigst zu versuchen, dass sie durch keine Einladung des gastfreien Hauswirtes zu bewegen war, einen Tag zu verweilen, so gern auch die Fräuleins dem Balle beigewohnt hätten, den er ihnen zu geben verhieß. Sobald das Frühstück eingenommen war, schickten sich die Damen zur Abreise an. Gerührt durch die freundschaftliche Aufnahme, die sie in dem Schlosse des Herrn von Riesenthal genossen hatten, der auf die höflichste Art bis an die Grenzen seines Gebietes ihnen das Geleite gab, beurlaubten sie sich mit der Verheißung, auf der Rückreise wieder einzusprechen. Fortsetzung folgt. Ende von Abschnitt 5. Abschnitt 6 aus Legenden von Rübezahl, aus Volksmärchen der Deutschen, von Johann Karl August Musäus. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Fünfte Legende, Ende. Kaum war der Gnome in seiner Burg angelangt, so wurde der Krauskopf ins Verhör geführt, der unter Furcht und Erwartung der Dinge, die da kommen würden, die Nacht in einem unterirdischen Kerker zugebracht hatte. Elender Erdenwurm, redete ihn der Geist an, was hält mich ab, dass ich dich nicht zertrete für die in meinem Eigentum mir zu Spott und Hohn verübte Gaugelei? Büßen sollst du mir mit Haut und Haar für diese Frechheit. Großguter Regent des Riesengebirges, fiel der Schlaukopf ihm ein. So allprätentierend eure Gerechtsame über diesen Grund und Boden sein mögen, die ich euch auch nicht streitig mache, so sagt mir erst, wo eure Gesetze angeschlagen sind, die ich übertreten habe, und dann verurteilt mich. Diese Virtuosensprache und die dreiste Ausflucht, die der Gefangene seinem strengen Richter im Wege rechtens entgegenstellte, ließen ein sonderbares Original und keinen gewöhnlichen Menschen vermuten. Darum mäßigte der Geist seinen Unwillen einigermaßen und sprach: »Meine Gesetze hat dir die Natur ins Herz geschrieben. Aber damit du nicht sagen kannst, dass ich dich unverhörter Sache verurteilt habe, so rede und bekenne mir frei, wer bist du und was trieb dich hier im Gebirge als ein Gespenst zu tosen, damit ich dich richte, wie ich dich finde.« Das war dem Verhafteten lieb zu hören, dass er zum Worte kommen sollte, hoffte durch die getreue Erzählung seiner Schicksale, sich von der verwirkten Rache des Geistes loszuschwatzen oder die Strafe doch wenigstens zu mindern.
Weilan, fing er an, hieß ich der arme Kunz und lebte in der Sechsstadt Lauban, als ein ehrlicher Beutler meiner Profession kümmerlich von meiner Hände Arbeit. Denn es gibt kein Gewerbe, das kärglicher nährt als die Ehrlichkeit. Obgleich meine Beutel guten Vertrieb fanden, weil die Rede ging, das Geld ruhe darinnen wohl, indem ich als der siebente Sohn meines Vaters eine glückliche Hand hätte. So widerlegte sich doch dieser Glaube durch mich selbst. Mein eigener Beutel blieb immer leer und ledig, wie ein gewissenhafter Magen am Fasttage. Dass aber bei meinen Kunden sich das Geld in den von mir erhandelten Beuteln so wohl konservierte, lag meinem Bedünken nach weder an der glücklichen Hand des Meisters noch an der Güte der Arbeit, sondern an der Materie meiner Beutel. Sie waren von Leder. Ihr sollt wissen, Herr, dass ein lederner Beutel das Geld allzeit fester hält als ein netzförmiger, durchlöcherter, von Seide. Wem an einem ledernen Beutel genügt, der ist nicht leicht ein Verschwender, sondern ein Mann, der, wie das Sprichwort sagt, den Knopf auf dem Beutel hält. Die Durchsichtigen aber, von Seide und Goldzwirn, befinden sich in den Händen vornehmer Prasser, und da ist es kein Wunder, wenn sie an allen Orten ausrinnen wie ein durchlöchertes Fass, und so viel man auch hineinschüttet, dennoch immer leer und ledig bleiben. Mein Vater prägte seinen sieben Buben fleißig die goldene Lehre ein. Kinder, was ihr tut, das treibt mit Ernst. Darum trieb ich mein Gewerbe unverdrossen, ohne dass mein Nahrungsstand dadurch gefördert wurde. Es kam Teuerung, Krieg und böses Geld ins Land. Meine Mitmeister dachten, leicht Geld, leichte Ware. Ich aber dachte, ehrlich währt am längsten, gab gute Ware für schlechtes Geld, arbeitete mich an dem Bettelstab, ward in den Schuldturm geworfen, aus der Innung gestoßen und als mich meine Gläubiger nicht länger ernähren wollten, ehrlich des Landes verwiesen. Auf dieser Wanderschaft ins Elend begegnete mir einer meiner alten Kunden, ritt auf einem stolzen Ross stattlich einher, rief mich an und höhnte mich. »Du Pfuscher, du Lump, bist sie ich wohl deiner Kunst nicht Meister, verstehst sie gar schlecht, weißt du den Darm aufzublasen und ihn nicht zu füllen, machst den Topf und kannst nicht drin kochen, hast Leder und keinen Leisten dazu, machst so herrliche Beutel und hast kein Geld.« »Hör, Geselle«, antwortete ich dem Spötter, »du bist ein elender Schütze, triffst mit deinen Pfeilen nicht ans Ziel.« Es sind mehr Dinge in der Welt, die zusammengehören und die man nicht beieinander findet. Hat mancher einen Stall und kein Pferd hineinzuziehen, oder eine Scheune und keine Garben auszudreschen, einen Brotschrank und kein Brot, oder einen Keller und keinen Haustrunk. Und so sagt auch das Sprichwort, »Einer hat den Beutel, der andere das Geld.« »Besser ist doch beides zusammen«, versetzt er. »Bist du gesonnen, bei mir in die Lehre zu gehen, so will ich einen vollkommenen Meister aus dir machen. Und weil du das Beutelmachen so wohl verstehst, will ich dir auch lehren, den Beutel zu füllen, denn ich bin ein Geldmacher meines Handwerks.« Da nun beide Professionen einander in die Hände arbeiten, ist es billig, dass die Kunstverwandten gemeine Sache machen. »Wohl«, sprach ich, »seid ihr ein zünftiger Meister in irgendeiner Münzstadt, so mag es darum sein. Aber münzt ihr auf eure eigene Rechnung, so ist es halsbrechende Arbeit, die mit dem Galgen lohnt. Dann scheide ich davon.« »Wer nicht wagt, der nicht gewinnt«, sprach er, »und wer bei der Schüssel sitzt und nicht zulangt, der mag darben. Am Ende läuft es auf eins hinaus. Ob du erstickst oder verhungerst, einmal muss es doch gestorben sein.« »Nur mit Unterschied«, fiel ich ihm ein, »ob einer als ein ehrlicher Mann stirbt oder als ein Übeltäter.« »Vorurteil«, rief er, »was kann das für eine Übeltat sein, wenn einer ein Stück Metall rundet? Der Jude Ephraim hat dessen von dem nämlichen Schrot und Korn als das unsere genug gerundet. Was dem einen recht ist, das ist dem anderen billig. Kurz, der Mann hatte eine Gabe zu überreden, dass ich mir seinen Vorschlag gefallen ließ. Ich fand mich bald ins Metier, war eingedenk der väterlichen Lehre, mein Geschäft mit Ernst zu treiben und erfuhr, dass die Geldmacherkunst besser und gemächlicher nähere als die Beutlerprofession. Aber im besten Fortgange unserer Fabrik wachte der Handwerksneid auf. Der Jude Ephraim erregte eine schwere Verfolgung gegen seinen Aftergenossen. Der Verräter schlief nicht, wir wurden entdeckt und der kleine Umstand, dass wir nicht zünftig waren wie Meister Ephraim, brachte uns auf den Festungsbau. Laut Urteil und Recht auf Lebenszeit.
Hier lebte ich einige Jahre nach der Regel der büßenden Brüder, bis ein guter Engel, der damals im Land herumzog, alle Gefangenen los und ledig zu machen, die knochenfest und rüstig waren, mir die Tür des Gefängnisses auftat. Es war ein Werbeoffizier, der mir anstatt für den König zu karren, den edleren Beruf gab, für ihn zu fechten, und mich unter die Freipartie einrollierte. Mit diesem Tausch war ich wohl zufrieden. Ich nahm mir nun vor, ganz Soldat zu sein, zeichnete mich bei jeder Gelegenheit aus, war immer der Erste beim Angriff, und wenn wir retirierten, war ich so gewandt, dass mich der Feind nie einholen konnte. Das Glück wollte mir wohl. Schon führte ich eine Rotte Reiter an und hoffte bald höher zu steigen. Da wurde ich einstmal auf Fouragierung ausgeschickt und befolgte meine Ordre so streng und pünktlich, dass ich nicht nur Speicher und Scheunen, sondern auch Kisten und Kasten in Häusern und Kirchen rein ausfouragierte. Zum Unglück war es ein freundes Land. Das gab großen Lärm. Gehässige Leute nannten die Expedition eine Plünderung. Man machte mir als Marodeur den Prozess. Ich wurde degradiert und durch eine Gasse von 500 Mann eilends aus dem ehrsamen Stand herausgestäubt, in welchen ich dachte, Fortune zu machen. Jetzt wusste ich keinen anderen Rat, als wieder zu meiner ersten Profession zu greifen. Aber es fehlte mir an Barschaft, Leder einzukaufen und an Lust zu arbeiten. Weil ich nun wegen des allzu wohlfeilen Verkaufs ein unstreitiges Recht auf meine ehemalige Ware zu haben vermeinte, so fasste ich den Anschlag, mich derselben mit guter Art wieder zu bemächtigen. Und ob sie schon durch langen Gebrauch abgenutzt wäre, mich dennoch meines Schadens in etwas dadurch zu erholen. Darum fing ich an, die Taschen zu sondieren und hielt jeden Beutel, den ich witterte, für einen von meiner Arbeit, machte Jagd darauf und alle, deren ich mich bemächtigen konnte, kondemnierte ich alsbald als gute Prisen. Bei dieser Gelegenheit hatte ich die Freude, einen guten Teil meiner eigenen Münze wieder einzukassieren, denn ob sie gleich verrufen war, so kursierte sie nach wie vor in Handel und Wandel. Dies Gewerbe ging eine Zeit lang wohl vonstatten. Ich besuchte unter mancherlei Gestalten, bald als Kavalier, bald als Handelsmann oder Jude, Messen und Märkte, hatte mich so gut in mein Fach einstudiert, meine Hand war so geübt und behend, dass sie nie einen Fehlgriff tat und mich reichlich nährte. Diese Lebensart behagte mir trefflich, dass ich beschloss, dabei zu verharren. Doch der Eigensinn meines Geschicks gestattete mir nie, das zu sein, was ich wollte. Ich bezog den Jahrmarkt zu Liegnitz und hatte da den Beutel eines reichen Pächters aufs Korn genommen, der von Gelde strotzte, wie der Bauch seines Besitzers von Schmäh. Durch die Unbehülflichkeit des schweren Säckels missriet der Kunstgriff meiner Hand. Ich wurde auf der Tat ergriffen und unter der gehässigen Anklage als ein Beutelschneider vor Gericht gestellt. Ob ich schon diesen Namen nicht in einer unehrlichen Bedeutung verdiente. Ich hatte zwar ehedem Beutel genug zugeschnitten, aber nie hatte ich einem Menschen den Geldbeutel abgeschnitten, wie man mich doch beschuldigte, sondern alle, die ich erbeutet hatte, waren mir gleichsam freiwillig in die Hand gelaufen, als wenn sie zu ihrem ersten Eigentümer zurückkehren wollten. Diese Ausreden halfen zu nichts. Ich wurde in den Stock gelegt und mein Unstern wollte, dass ich abermals nach Urteil und Recht aus meinem Nahrungsstande herausgestäubt werden sollte. Diesem lästigen Zeremoniell kam ich zuvor. Er sah meine Gelegenheit und strich mich in der Stille aus dem Gefängnis. Ich war unentschlossen, was ich nun anheben und treiben sollte, um nicht zu hungern. Auch der Versuch, ein Bettler zu werden, missriet. Die Polizei in Groß-Glogau nahm mich in Anspruch, wollte mich wider Willen und Dank verpflegen und mit Gewalt in einen Beruf hineinzwängen, der mir widerstand. Mit Mühe und Not entkam ich dieser strengen Gerichtsbarkeit, die sie herausnimmt, die ganze Welt zu bevormunden, denn mein Grundsatz ist von jeher gewesen, mit der Polizei unbeworren. Ich mied darum die Städte und trieb mich als ein peregrinierender Weltbürger auf dem Lande herum. Hier traf es sich, dass die Gräfin gerade durch den Flecken reiste, wo ich meinen Aufenthalt hatte. Es war etwas an ihrem Wagen zerbrochen, das wieder ausgebessert werden musste. Und unter mehreren müßigen Leuten, welche die Neugierde trieb, nach der Fremdenherrschaft zu gaffen, trat ich auch mit unter den Haufen
und machte Bekanntschaft mit dem schäfernden Bedienten, der mir in der Einfalt seines Herzens anvertraute, dass ihm für euch, Herr Rübezahl, gewaltig bange sei, weil wegen des Verzugs die Reise nun in der Nacht durch das Gebirge gehen würde. Das brachte mich auf den Einfall, die Zaghaftigkeit der Reisegesellschaft zu nutzen und in der Geisterwelt meine Talente zu versuchen. Ich schlich mich seitwärts in die Wohnung meines Patrons und Pflegers, des Dorfküsters, der eben abwesend war, bemächtigte mich seiner Amtskleidung, eines schwarzen Mantels. Zugleich fiel mir ein Kürbis ins Gesicht, der zum Aufputz des Kleiderschrankes diente. Mit dieser Zurüstung und einem handfesten Bläuel versehen, begab ich mich in den Wald und staffierte da meine Maske aus. Welchen Gebrauch ich davon gemacht habe, ist euch genugsam bekannt. Und dass ich ohne eure Dazwischenkunft meinen Meisterstreich glücklich ausgeführt hatte, ist außer Zweifel. Mein Spiel war bereits gewonnen. Nachdem ich mich der beiden Feigenkerle entledigt hatte, war meine Absicht, den Wagen tief in den Wald hineinzuführen und ohne den Damen das Geringste zuleide zu tun, nur einen kleinen Trödelmarkt zu eröffnen und den schwarzen Mantel, der in Absicht seiner mir geleisteten Dienste von keinem geringen Wert war, gegen ihre Barschaft und Geschmeide zu vertauschen, ihnen eine glückliche Reise zu wünschen und mich bestens zu empfehlen. Aufrichtig gesprochen, Herr, von euch fürchtete ich am wenigsten, dass ihr mir den Markt verderben würdet. Die Welt ist so ungläubig, dass man nicht einmal die Kinder mit euch mehr zu fürchten machen kann. Und wenn nicht etwa noch hier oder da ein Tropf, wie der Bediente der Gräfin oder ein Weib hinter dem Rocken, euer zuweilen erwähnte, so hätte euch die Welt längst vergessen. Ich dachte, wer Rübezahl sein wollte, der dürfte es. Bin nun freilich eines anderen belehrt und befinde mich in eurer Gewalt, hab mich auf Gnade und Ungnade ergeben und hoffe, dass meine offenherzige Erzählung euren Unwillen mildern werde. Euch wäre es ein kleines, einen ehrlichen Kerl aus mir zu machen, wenn ihr mich mit einem guten 10 Pfennig aus eurer Braupfanne begabt entließet oder mir so wie jenem hungrigen Passagier ein Schock Heckschlehen von eurem Zaune pflücktet, der sich auf eurem Obst zwar einen Zahn ausbiss, aber die Schlehen hernach in eitel goldene Knöpfe verwandelt fand. Oder wenn ihr mir von den 8 goldenen Kegeln, die euch noch übrig sind, mir einen verehrt, davon ihr den 9. Weilant einem Prager Studenten schenktet, der mit euch boselte. Oder den Milchkrug, dessen geronnene Milch sich in Goldkäse verwandelte. Oder wenn ich straffällig bin, mich so wie jenen wandernden Schuster schulmeisterhaft mit der goldenen Rute strichet und mir solche hernach zum Andenken verehrtet, wie die Handwerker auf ihren Gelagen und Herbergen von euch zu erzählen wissen. So wäre mein Glück mit einem Mal gemacht. Wahrlich, Herr, wenn ihr die Bedürfnisse der Menschen fühltet, so würdet ihr ermessen, dass es schwer hält, ein Biedermann zu sein, wenn man an allem Mangel leidet. Denn wenn man zum Exempel Hunger fühlt und keinen Schärf im Beutel hat, so ist es eine Heldentugend, eine Semmel nicht zu stehlen von dem Brotvorrat, den ein reicher Bäcker Größes auf seinem Laden zur Schau ausgestellt hat. Das Sprichwort sagt, Not hat kein Gebot. Geh, Schurke, sprach der Gnome, nachdem der Grauskopf ausgeredet hatte, so weit dich deine Füße tragen, und ersteige den Gipfel deines Glückes am Galgen. Hierauf verabschiedete er seinen Arrestanten mit einem kräftigen Fußtritt, und dieser war froh, dass er mit so gelinder Strafe abkam und pries seine Suada, die seiner Meinung nach ihn diesmal aus einer sehr kritischen Lage gezogen hatte. Er sputete sich fleißigst, dem gestrengen Gebirgsherrn aus den Augen zu kommen, und ließ aus Eilfertigkeit den schwarzen Mantel zurück. So sehr er aber eilte, so schien es doch nicht, als wenn er aus der Stelle käme. Er sah immer die nämlichen Gegenden und Berge vor sich, ob er gleich die Burg, in welcher er ein Gefangener gewesen war, aus dem Gesichte verloren hatte. Abgemattet von diesem endlosen Kreislauf streckte er sich unter einem Baum im Schatten, ein wenig auszuruhen und auf irgendeinen Wanderer zu lauern, der ihm zum Wegweiser dienen könnte. Darüber fiel er in einen festen Schlaf, und als er erwachte, war um ihn her dicke Finsternis. Er wusste gar wohl, dass er unter einem Baum eingeschlafen war, gleichwohl hörte er kein Säuseln des Windes in den Ästen, sah auch keinen Stern durch das Laub schimmern, noch die geringste Nachthellung. Im ersten Schrecken wollte er aufspringen,
Da hielt ihn eine unbekannte Kraft zurück, und die Bewegung, die er machte, gab ein lautes, widerhallendes Geräusch wie das Geklirr von Ketten. Nun wurde er gewahr, dass er in Fesseln lag und vermeinte, viel hundert Klafter unter der Erde wieder in Rübezahls Gewahrsam zu sein, worüber ihn große Furcht und Entsetzen ankam. Nach einigen Stunden begann es um ihn her zu tagen. Doch fiel das Licht nur kärglich durch das eiserne Gitter eines kleinen Fensters zwischen den Mauern herein. Ohne zu wissen, wo er sich eigentlich befand, kam ihm der Kerker doch nicht ganz fremd vor. Er hoffte auf den Gefangenwärter wie wohl vergebens. Es verlief eine lange Stunde nach der anderen. Hunger und Durst peinigten den Verhafteten. Er fing an, Lärm zu machen, rasselte mit den Ketten, pochte an die Wand, rief ängstlich um Hilfe und vernahm Menschenstimmen in der Nähe. Aber niemand wollte die Tür des Gefängnisses auftun. Endlich waffnete sich der Kerkermeister mit einem Gespenstersegen, öffnete die Tür, schlug ein großes Kreuz vor sich und fing an, den Teufel zu exorzisieren, der seiner Einbildung nach in dem ledigen Kerker tobte. Doch da er die Spukerei näher betrachtete, erkannte er seinen entwichenen Gefangenen, den Beutelschneider, und Kunz, den Kerkermeister in Liegnitz. Jetzt wurde er inne, dass ihn Rübezahl wieder ad locum unde zurückspediert hatte. »Siehe da, Herr Graueskopf«, redete ihn der Gerichtsfrohn an, »bist du wieder in deinen Käfig gehüpft? Woher des Landes?« »Immer da zum Tor herein«, antwortete Kunz. »Bin des Herumlaufens müde. Habe mich, wie ihr seht, zur Ruhe gesetzt und mein altes Quartier wieder aufgesucht, so ihr mich beherbergen wollt.« Obgleich niemand begreifen konnte, wie der Gefangene wieder in den Turm gekommen sei und wer ihm die Fesseln angelegt habe. So behauptete Kunz, der sein Abenteuer nicht wollte kund werden lassen, dennoch dreiste, er habe sich freiwillig wieder eingefunden. Ihm sei die Gabe verliehen, nach Gefallen durch verschlossene Türen aus- und einzugehen, die Fesseln anzulegen und sich derselben, wenn er wolle, wieder zu entledigen. Denn ihm sei kein Schloss zu feste. Durch diesen scheinbaren Gehorsam bewogen, verschonten ihn die Richter mit der verwirkten Strafe und legten ihm nur auf, so lange für den König zu karren, bis er sich nach Gefallen der Fesseln entledigen würde. Man hat aber nicht vernommen, dass er von dieser Verwilligung jemals Gebrauch gemacht hätte. Die Gräfin Cäcilie war indessen mit ihrer Begleitung glücklich und wohlbehalten im Karlsbad angelangt. Das Erste, was sie tat, war, den Badearzt zu sich zu berufen und ihn wie gewöhnlich über ihren Gesundheitszustand und die Einrichtung der Kur zu konsultieren. Trat herein der Weiland hochberühmter Arzt Dr. Springsfeld aus Merseburg, der die güldene Quelle des Karlsbades nicht mit dem paradiesischen Fluss Pison würde vertauscht haben. »Seien Sie uns willkommen, lieber Doktor«, riefen Mama und die holden Fräuleins ihm traulich und freudig entgegen. »Sie sind uns zuvorgekommen«, fügte Aster hinzu. »Wir vermuteten Sie noch bei dem Herrn von Riesenthal. Aber, loser Mann, warum haben Sie uns dort verschwiegen, dass Sie der Badearzt sind?« »Ach, Herr Doktor«, fiel Fräulein Hedwig ein, »Sie haben mir die Ader durchgeschlagen. Der Fuß schmerzt mich. Ich werde hier nur hinken und nicht walzen können.« Der Arzt stutzte, sann lange hin und her und erinnerte sich nicht, die Damen irgendwo gesehen zu haben. »Ihr Gnaden verwechseln ohne Zweifel mich mit einem anderen«, sprach er. »Ich habe vordem nicht die Ehre gehabt, Ihnen persönlich bekannt zu sein. Der Herr von Riesenthal gehört auch nicht zu meiner Bekanntschaft, und während der Kurzeit pflege ich mich nie von hier zu entfernen.« Die Gräfin konnte keinen anderen Grund von diesem strengen Inkognito, das der Arzt so ernsthaft behauptete, sich angeben, als dass er ganz gegen die Denkungsart seiner Kollegen für seine geleisteten Dienste nicht wollte belohnt sein. Sie erwiderte lächelnd, »Ich verstehe Sie, lieber Doktor, Ihre Delikatesse geht aber zu weit. Sie soll mich nicht abhalten, mich für Ihre Schuldnerin zu bekennen und für Ihren guten Beistand dankbar zu sein.« Sie nötigte ihm darauf eine goldene Dose mit Gewalt auf, die der Arzt jedoch nur als Vorausbezahlung annahm, und um die Dame als eine gute Kundin nicht unwillig zu machen, ihr nicht weiter widersprach. Er erklärte sich übrigens das Rätsel ganz leicht durch die medizinische Hypothese, dass die ganze gräfliche Familie von einer Art Griebelkrankheit befallen sei, wobei seltsame und unbegreifliche Wirkungen der Imagination nichts Ungewöhnliches sind,
und verordnete viele gelinde Abführungen. Dr. Springsfeld war keiner der unbehilflichen Ärzte, die außer der Gabe ihrer Pillen und Latwergen anzupreisen, keine andere besitzen, sich ihren Patienten lieb und angenehm zu machen. Er wusste seine Kunden mit artigen Geschichten, Stadtneuigkeiten und kleinen Anekdoten wohl zu unterhalten und ihre Lebensgeister dadurch aufzumuntern. Da er vom Besuch der Gräfin seine medizinische Runde ging, gab er die sonderbare Entrevue mit der neuen Kundschaft in jedem Besuchszimmer zum Besten, ließ bei der oftmaligen Wiederholung die Sache unvermerkt wachsen und kündigte die Dame bald als eine Kranke, bald als Schweberin oder Seherin an. Man war begierig, eine so außerordentliche Bekanntschaft zu machen, und die Gräfin Cäcilie wurde im Karlsbad das Märchen des Tages. Alles drängte sich in der Assemblée zu ihr, da sie mit ihren schönen Töchtern zum ersten Mal erschien. Es war ihr und den Fräuleins ein höchst überraschender Anblick, die ganze Gesellschaft hier anzutreffen, in welcher sie vor einigen Tagen in dem Schlosse des Herrn von Riesenthal waren eingeführt worden. Der bebänderte Graf, der wohlbebauchte Domherr, der gelähmte Finanzrat fielen ihnen gleich zuerst in die Augen. Sie waren des steifen Zeremoniells überhoben, gegen Unbekannte sich zu beknixen. Es war für sie kein fremdes Gesicht im Saale. Mit freimütiger Unbefangenheit wandte sich die gesprächige Dame bald zu dem, bald zu jenem von der Gesellschaft, nannte jeden bei seinem Namen und Charakter, sprach viel vom Herrn von Riesenthal, bezog sich auf die bei diesem gastfreien Manne mit ihnen allerseits gepflogenen Unterredungen und wusste sich nicht zu erklären, wie sie das fremde und kalte Benehmen aller der Herren und Damen deuten sollte, die vor kurzem so viel Freundschaft und Vertraulichkeit gegen sie geäußert hatten. Natürlich geriet sie auf den Wahn, das sei eine abgeredete Sache, und der Herr von Riesenthal würde der Schägerei dadurch ein Ende machen, dass er unvermutet selbst zum Vorschein käme. Sie wollte ihm gleichwohl nicht den Triumph gönnen, über ihren Scharfsinn gesiegt zu haben, und gab dem bekrückten Finanzrat scherzweise den Auftrag, seine vier Füße in Bewegung zu setzen und den Obersten aus dem verborgenen Hinterhalt hervorzurufen und zu introduzieren. Alle diese Reden bewiesen nach der Meinung der Badegesellschaft so sehr eine überspannte Fantasie, dass sie samt und sonders die Gräfin bemitleideten, die nach dem Urteil aller Anwesenden eine sehr vernünftige Frau schien und in ihren Reden und dem Gange der Gedanken nichts Ausschweifendes verriet, wenn ihre Fantasie nicht den Weg über das Riesengebirge nahm. Die Gräfin ihrerseits erriet aus den bedeutsamen Gesichtszügen, Winken und Blicken der um sie her versammelten Aristarchen, dass man sie schief beurteile und dass man wehne ihrer Krankheit habe sich aus den Gliedern ins Gehirn versetzt. Sie glaubte, die beste Widerlegung dieses kränkenden Vorurteils sei die aufrichtige Erzählung ihres Abenteuers auf der schlesischen Grenze. Man hörte sie mit der Aufmerksamkeit, mit der man ein Märchen anhört, das auf einige Augenblicke angenehm unterhält, davon man aber kein Wort glaubt. Sie hatte das Schicksal der Seherin Cassandra, welcher Apoll die Gabe der Wahrsagung verliehen, aber den Aussprüchen seiner spröden Priesterin aus Verdruss über ihre wenige Gefälligkeit die Glaubwürdigkeit entzogen hatte. »Wunderbar«, riefen alle Zuhörer aus einem Munde und sahen bedeutsam den Dr. Springsfeld an, der verstohlen die Achsel zuckte und sich gelobte, die Patientin nicht eher seiner Pflege zu entlassen, bis das mineralische Wasser, das abenteuerliche Riesengebirge, aus ihrer Fantasie rein würde weggespült haben. Das Bad leistete indessen alles, was der Arzt und die Kranke davon erwartet hatten. Da die Gräfin sah, dass ihre Geschichte bei dem Karlsbader Israel wenig Glauben fand und sogar ihren gesunden Menschenverstand verdächtig machte, redete sie nicht mehr davon, und Dr. Springsfeld unterließ nicht, dieses Schweigen den Heilkräften des Bades zuzuschreiben, das doch auf eine ganz andere Art gewirkt und die Gräfin aller Gicht und Gliederschmerzen entledigt hatte. Nachdem die Badekur beendigt war, die schönen Fräuleins sich genug hatten begaffen und bewundern lassen, den lieblichen Weihrauch der Schmeichelei von den süßen Herren reichlich eingeatmet und sich satt und müde gewalzt hatten, kehrten Mutter und Töchter nach Breslau zurück. Sie nahmen mit gutem Vorbedacht den Weg wieder durch das Riesengebirge, um dem gastfreien Obersten Wort zu halten, bei der Rückreise bei ihm vorzusprechen. Denn von ihm hoffte die Gräfin Auflösung des ihr unbegreiflichen Rätsels,
wie sie zur Bekanntschaft der Badegesellschaft gelangt sei, die sich so wildfremd gegen sie gebärdete und wodurch das seltsame Alibi wäre veranlasst worden, das sich nicht bunter träumen ließ. Aber niemand wusste den Weg nach dem Schlosse des Herrn von Riesenthal nachzuweisen. Noch war der Besitzer zu erfragen, dessen Name sogar weder diesseits noch jenseits des Gebirges bekannt war. Dadurch wurde die verwunderte Dame endlich überzeugt, dass der Unbekannte, der sie in Schutz genommen und beherbergt hatte, kein anderer gewesen sei als Rübezahl, der Berggeist. Sie gestand, dass er das Gastrecht auf eine edelmütige Art an ihr ausgeübt hätte, verzieh ihm seine Neckerei mit der Badegesellschaft und glaubte nun von ganzem Herzen an die Existenz der Geister, ob sie gleich um der Spötter willen Bedenken trug, ihren Glauben vor der Welt offenbar werden zu lassen. Seit der Vision der Gräfin Cäcilie hat Rübezahl nichts mehr von sich hören lassen. Er kehrte in seine unterirdischen Staaten zurück, und da bald nach dieser Begebenheit der große Erdbrand ausbrach, der Lissabon und nachher Guatemala zerstörte, seitdem immer weiter fortgewütet und sich neuerlich bis an die Grundfeste des deutschen Vaterlandes verbreitet hat. So fanden die Erdgeister so viel Arbeit in der Tiefe, den Fortgang der Feuerströme zu hemmen, dass sich seitdem keiner mehr auf der Oberfläche der Erde hat blicken lassen. Denn dass die Weissagung des Buches Chevilla nicht in Erfüllung gegangen und der berüchtigte Seher in Zellerfeld ein Lügenprophet geworden ist, dass die Länder am Rhein- und Neckarstrom auf ihrer alten Erdscholle noch so grund- und bodenfest stehen als der Brocken und das Riesengebirge, und dass die Herren von Hirschberg noch keine Flotte in See stechen lassen und an dem amerikanischen Seekrieg Anteil genommen haben, das ist das Werk der wachsamen Gnomen und ihrer unermüdeten Arbeit. Ende von Abschnitt 6. Ende von Legenden von Rübezahl aus Volksmärchen der Deutschen. Von Johann Karl August Musäus.